Hi und herzlich willkommen zu Folge 8 von Alternative Realitäten, dem neuen deutschen Podcast rund ums Thema VR und AR. Und auch heute wieder mit dabei ist der Mo von MoFunVR. Er hat einen wunderbaren Kanal und ihm geht's heute... Ah, ganz, ganz knorkig. Hallo. Hallo, gut, dass du wieder dabei bist. Und wir sind heute in der Originalbesetzung mit dabei wieder die Niki. Die Gaming-Lady Niki. Wie geht's dir heute, Niki? Super geht's mir. Ja, klasse, das freut mich. Und ja, ich bin froh, dass ich wieder mit dabei bin. Ja, endlich. Das wird auch Zeit. Ja. Ewig. Und auch wieder dabei, Dennis Dot Ziesecke von der VR-Legion. Dot, wie geht's dir heute? Auch mir geht's gut. Immer ja, noch. Ja, wunderbar, das freut mich. Und auch heute wieder... Die Niki hat schon wieder ihren Pixelfilter drauf. Ja, Mau, was ist los, Mau? Den hast du eingebaut. Mau. Und Sebastian, du bist auch dabei. Ja, ich bin auch dabei, genau. Sebastian Ausnahmsweise Ang. Mal wieder, ist selten. Ausnahmsweise mal wieder, genau, immer noch der Gründer von MRTV. Und jetzt sind wir hier wieder dabei in der Originalbesetzung. Und dieser Podcast übrigens... ist ein wirklich sehr, sehr guter Podcast. Das habt ihr inzwischen schon rausgefunden, denke ich mal. Und er wird jeden Sonntag live auf MRTV ausgestrahlt und auch als Audio-Podcast immer zu hören auf Spotify, auf Soundcloud und auf iTunes. Wenn ihr das gerade auf iTunes hört, dann würden wir uns unglaublich darüber freuen, wenn ihr diesem Podcast ein positives Review dalasst, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt ruhig kein Review, würde ich mal sagen. Ja. Genau. So macht ihr das. So macht ihr das hoffentlich. Und heute gibt es auch wieder ganz viele spannende Themen. Und ein Thema, da weiß ich schon, da freut sich der Mo schon seit mehreren Wochen und Jahren drauf. Denn endlich sprechen wir über die Pimax-Verzögerungen. Endlich. Ich konnte es kaum aushalten. Wisst ihr, letztes Mal habt ihr lediglich, waren das 45 Minuten, euch gegenseitig bestätigt, dass die nicht da ist. Und jetzt ist sie wirklich nicht da. Wow. Ja, genau, es wird gut. Es wird gut. Unfassbar. Es wird richtig gut. Es wird richtig spannend. Man weiß genau, nie, was passiert. Ja. Aber wir haben heute eine Meinung eines Bäckers und eines wirklich super coolen Mitglieds der Community auch dabei, nämlich die Meinung von Hoshi82. Die werden wir heute einspielen in einem Einspieler. Hatte ihn eingeladen, aber hatte leider keine Zeit, der Hoshi. Aber dafür hat er uns einen 10-minütigen Einspieler mitgegeben, wo er uns mal so ordentlich seine Meinung über Pimax geigt. Und das wird auf jeden Fall ein großer Spaß. Ja. Es wird ein Hoshi-Monolog, ihr könnt euch alle drauf freuen. Es wird ein 10-minütiger Hoshi-Monolog. Ich freue mich total drauf, das mir gleich anzuhören. Es wird gut. Ja, dann reden wir auch über Boneworks. Boneworks ist ein Spiel, was nächste Woche rauskommt, ein First-Person-Shooter. Und da gibt es ziemlich viel Hype drum. Und wir wollen uns mal diesem Hype widmen und herausfinden, ob wir selbst auch gehypt sind und ob wir das spielen werden. Denke ja übrigens. Und das wird auf jeden Fall richtig spannend. Auch reden wir heute über Magic Leap ein bisschen. Da gab es ein paar Verkaufszahlen, die vielleicht erschreckend sind, kann man so sagen. Und wir reden auch über ein paar andere Themen, wie zum Beispiel Adobe kauft Medium. Das ist, denke ich mal, interessant für den Mo. Hat sich der Mo gewünscht, das Thema. Genau, Ding. Oh, jetzt ruft Adobe an, ich muss weg. Ja, genau. Super, Mo, du hast es reingeschafft in die Sendung. Ja. Lass dir nicht Medium andrehen, das habe ich gerade erst billig gekriegt. Genau, ach billig, da wollen wir gleich mal drüber reden. Nee, ich weiß gar nicht, wie teuer. Ich weiß auch nicht, müssen wir rausfinden. Und dann gibt es auch noch ein paar Neuerscheinungen, wie zum Beispiel Arizona Sunshine für die Quest, Shadow Legends kommt raus für die PSVR und da werden wir uns heute drüber unterhalten. Es wird eine schöne Sendung, denke ich mal. Ja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen für die Leute, die sie hören, dann sehen sie nämlich nicht, wie cool Niki heute aussieht. Aber ja. Warum ist das so? Ich verstehe musst du den, nicht. Du musst den Mo fragen. Du musst den Mo befragen. Ist leider sehr verpixelt. Also heute und, ist es besonders Farbspiele. Schlimm. Letzte Woche beim Zitronenarzt war es ja genauso. Ich habe da mal kurz reingeguckt. Wo hast du das geupdatet eigentlich? Oder hast du es nicht geupdatet? Oder hast du ich neuen Patch? Ich habe keine raus, Ahnung, was das sein kann. Also wenn die es bei anderen KI wird immer schlechter, wirklich. Und aber Zitronenarzt-KI war ja auf der Basis. Mir gefällt es eigentlich, es ist cool. Damit du mein so Gesicht geil, nicht ertragen musst. Nein. Niki, sag doch mal Buh. Buh. Oh. Gucken, wie es aussieht, wenn ich dich auf groß schalte. Nee, auch nicht. Ja, aber. Dann so mach mal. Halt. Ja,
Okay, aber dann kann ich dich eigentlich gleich mal fragen, Niki, wie waren denn deine letzten 2 Wochen so? Boah, Verpixelt. anstrengend. Ja, verpixelt nicht. Nee, es war, also das ist wirklich anstrengend. Also es So ist viel pixelig zu zu sein, tun. oder? Na, fährt das aus. Außerdem, ich fühle mich so unvollständig, so zerrissen, so Jetzt bist du eckig und wieder kantig. Echt. Nee, meine letzten 2 Wochen, also bei der Arbeit, ist so viel zu tun. Ich weiß nicht, warum alle Leute noch so in den letzten Wochen, beziehungsweise letzten Tagen vor Weihnachten dann noch zum Zahnarzt gehen und sich da große Arbeiten machen lassen und so weiter, verstehe ich nicht. Ja, Dadurch. weil es weh tut. Nee, das. Also alle Nee, wollen noch jetzt. mal neue Zähne haben, oder wie? Genau. Alle wollen noch Ja. neue Zähne haben. Vielleicht, dass man am Heiligabend gut aussieht, der Ja, Verwandtschaft mal auch zeigen das kann, hey, Essen essen kann, was da so ja. auf dem Tisch steht. Ja gut, die meisten wollen nur schön aussehen, aber ist ja auch egal. Also ich habe viel zu tun bei der Arbeit momentan. Dann letztes Wochenende tauchen, also ein bisschen Übungen im Sportbad, dann Geburtstag. Vom Geburtstag war ich. VR kommt zurzeit etwas zu kurz. Ich habe trotzdem ein paar Videos gemacht. Dance Collider habe ich gemacht. Dann habe ich, ich habe versucht, ein Unboxing von den Cyber-Shoes zu machen. Oh, das war Das war schön. cool, Echt? oh, das war so Das hat schlimm, ey. Das allen hat sich gefallen. alle Gefallen. gucken. Nikis Kanal Cyberschuss Ja, Unboxing. genau. Schaut euch Nikis Kanal an. Das ist das beste Cyberschuss-Unboxing, was es gibt. Ey, ich wusste nicht, echt, ich habe dann angefangen, dieses Teil auszupacken. Ich habe mir ja vorher den Karton angeguckt, ja. Und das alles geplant, damit nichts schief geht. Ja? Und was passiert? Es geht schief. Ich habe diesen blöden Karton nicht aufgekriegt. Der war so fest zugeklebt. Und vor allen Dingen Cyberschuss, die haben sich ja noch bei mir gemeldet, ne? Warum? Was haben Sie gesagt? Na, wegen diesem Video. Ja, was haben Sie gesagt? Ja, Ja, was nee, erlaube, Niki, oder was? nee, dass das wirklich ziemlich stark dazu geklebt ist und so weiter. Ja, Sie aber legen das nächste Mal eine Flex bei. das war ja nicht das Einzige. Dann war ja dieser Teppich da noch so fest drin. Dann ist der Tisch noch zur Seite gerutscht, als ich den auspacken wollte und so weiter. Es war wundervoll. Ja, es war gut. Wirklich. Wird es denn Ja. ein Folgevideo geben, von wegen, jetzt probierst du die ganzen mal aus, die Das Cybershoes? wird es definitiv geben, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, diese ganze Sache einzurichten. Hast du noch keine Zeit gehabt, das zu probieren? Nee, am gleichen Tag wollte ich es ja eigentlich noch probieren. Aber dann die Cybershoes zusammen mit der Pimax. Und jetzt finde ich den Fehler. Diese Pimax war nicht einzurichten. Echt? Irgendwann, ja, irgendwann lief dann alles mit neuer Software und so weiter. Also erst lief die Pimax nicht so wirklich, das sah es blöd aus. Dann alles neu gemacht, die Basisstation, neue Software geladen und so weiter. Und als dann alles fertig war und die Pimax endlich erkannt wurde, dann hat das Display geglitzert, wieder wirklich diese Pixelglitzer von Anfang an, wo ich damals schon mein Kabel austauschen lassen habe. Dann Ja, waren diese aber Pixelglitzer wieder Moment, hoch. Moment, das ist ja, das soll ja so sein, denn es ist ja die Weihnachtszeit, ja, Ach so. Glitzerschnee. Ja, Das haben Sie, das ist okay. ein Feature, das ist kein Bug. Ja, ich verstehe dieses romantische Glitzern des Schnees zu Weihnachten. Ja, dann Ja, war und zwar egal, welches Spiel du spielst, das ist die total ganze cool. Zeit war dieses Glitzern nicht da. Und dann plötzlich war das Glitzern wieder da, als alles funktioniert hat. So, das Ende vom Lied. Pimax liegt wieder in der Ecke. Die Vive hängt dran. Okay. Ja, Ja, schön. dann, was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe jetzt relativ viel gezockt mit der Community, natürlich wieder Onward. Anfängerrunde habe ich gemacht, die Custom Maps haben wir gezockt, Contractors haben wir auch mal wieder gezockt. Ich glaube, da gibt es sogar heute eine neue Karte. Ist auch ein sehr, sehr schöner Shooter. Und ich habe ein Video veröffentlicht, noch von der Tauchsafari in Ägypten. Also diesmal ist es ein Tauchgang mit Haien. Wow. Ja, ich habe Haie gesehen, war echt Wie cool. bei der PlayStation VR-Demo. Ich glaube, sie hat es in echt nachgespielt. Sie dachte so, Nee, wow, cool. Das mache ich. Das die mache ich aber waren mal. harmlos. Ach, gibt es auch harmlose Haie? Haie sind generell harmlos, also Nur man wenn muss man sich. blutet, dann soll man aufpassen wahrscheinlich, ne? Ja, das sollte man vielleicht nicht, aber die meisten Haiangriffe, oder ich würde bald sagen, jeder Haiangriff ist auf das Fehlverhalten von Menschen zurückzuführen. Okay, ja genau. Was machen die da? Was tauchen die da rum? Ja, und vor allen Dingen auch durch das Anlocken.
wenn ein Boot kommt, dann wissen die teilweise, oder fliegt was zu essen runter. Also das darf man ja überhaupt nicht machen. Wow. Und okay. Ja, das Boot wurde umkreist. Man muss sich eben ruhig verhalten und vor allen Dingen respektvoll gegenüber den Tieren, weil man dringt ja schließlich in denen ihren Lebensraum ein. Und wenn man sich an gewisse Regeln hält, ist das wirklich schön, dann Haie zu beobachten. Cool. Und was hat dir besser gefallen, Delfine oder Haie? Beides. Das ist immer die beste Antwort. Ja. Also Haie. Wenn ich meine Frau frage, ja, was wollen wir heute essen? Ja, Pizza oder asiatisch? Ja, ach so, ich egal, dachte, beides. Delfin oder Hai? Nee, es war beides schön. Also beim Hai, da ist man dann schon etwas ruhiger und mit Vorsicht. Und beim Delfin, ja, da kann man halt das einfach... Das ist egal, da kann man auf die Scheiße hauen. Die anderen genau. Delfine. Genau. Der hat keinen Respekt vor, der ist einfach nur süß. Der Delfin ist der nette Kumpel und der Hai ist eher so der Türsteher-Typ. Ne? Ja, genau. Da ist man dann vorsichtig. Ja. Ja, okay, cool. Ich würde beides essen. Das war es eigentlich schon. Ja. Sonst habe ich nicht so wirklich aufregende Sachen gemacht diese Woche. Und ich wollte mal fragen, wie es aussieht denn jetzt mit den Cybershoes? Wie gefallen sie dir denn? Wenn du das schon mal spoilern möchtest, vielleicht möchtest du es ja auch gar nicht spoilern, vielleicht möchtest du ja das erst in deinem Video der Allgemeinheit sagen, wie dir die Cybershoes gefallen. Ja, die Cybershoes, ich habe sie noch nicht so wirklich probiert. Du hast sie noch gar nicht probiert? Ach, nee, ich habe sie nur an dem Tag aufgebaut. Der Barhocker ist ja schon da und auch diese IKEA-Lampe, das Kabel da eingefädelt, alles gemacht. Und dann ewig lange mit der Pimax rum, dass es dann nachts um 2 war, ne? Und ich am nächsten Tag arbeiten musste. Oh Mann. Ich sehe von meinem geistigen Auge den zertrümmerten Tisch aus dem Video in der Ecke rumliegen. Ey, dieser Tisch, das ist so ein Camping-Klapptisch, ne? Ja. Den ich sowieso hinstelle. Wow. Ja. Ich gehe mit der Axt. Ja, aber mit den Cybershoes, das mache ich ganz in Ruhe. Jetzt nicht zwischen Tür und Angel. Wenn ich dann abends von der Arbeit komme, da habe ich keinen Bock mehr, das da alles auszuprobieren. Ja, klar. Und ich freue mich auf alle Fälle auf Weihnachten, denn ein paar Tage frei. Dann kannst du endlich die Cybershoes ausprobieren, an Weihnachten. Dann mache ich das mal ganz in Ruhe, ja. Ja, genau. Zieht sie gar nicht mehr aus. Sie geht überall hin mit den Cybershoes. Zur Arbeit. Das sieht lustig aus. Geil. Der Mo gibt sich gerade richtig Mühe, die Niki zu verunstalten. Virtuell. Ich habe jetzt über den Stream ein anderes Bild drüber gelegt, dass ich das Drama selber. Boah, jetzt bist du. Jetzt sieht man nicht sogar doppelt. Das sieht total cool aus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, das muss ja bei Sebastian sein, nicht bei dir. Das kann ja nicht bei dir sein. Weil der Zitronenarzt, das war ja letzte Woche genauso. Ja. Leute, ihr geht einfach auf irgendeins der Videos von Sebastian oder Mo oder Niki und schaut euch den Werbeclip an. Das Fenster macht ihr klein und legt es über das von Niki und dann habt ihr da eine tolle Werbung, die finanziert einfach, sonst müsst Niki nicht mehr sehen. Nein, aber so. Ich finde es interessant. Ich finde, es sieht wirklich cool aus. Für alle, die das jetzt hier nicht sehen können, weil sie es im Audio-Podcast hören, schaut euch doch mal einfach mal die Live-Aufzeichnung an. Das ist wirklich interessant. Aber jetzt ist es soweit. Mo hat es hinbekommen. Ich weiß nicht. Jetzt sieht es richtig weird aus bei mir gerade. Ich kann das. Mach das Grün mal weg oder hast du da Leichen versteckt? Niki hat bestimmt noch irgendwelche Geheimnisse in ihrem Zimmer. Bei mir ist gerade gut. Bei mir auch. Mal einer ran. Hier steht noch ein Stuhl, weil ich ja den VR-Bereich immer freiräumen muss. Da sind noch Werkzeuge, wenn man irgendwelche PC-Teile einbauen muss, so Präzisionswerkzeug und sowas. Okay. Ah, du hast noch so einen schönen Stuhl. Zwei davon. Zange. Ja, das ist der Barhocker und das andere ist der Stuhl von meinem Freund. Okay. Weil der muss ja immer weg, weil sein Zockerplatz im Greenscreen-Bereich ist. Ah, okay. Der Arme. Der wird weggejagt. Ja, raus. Es gibt alternative Realitäten. Nein, es liegt daran nicht. Mache ich das so hier. Ja, gut. Sag mal, Sebastian, vielleicht kann dein System, wie auch immer, nur 3 Streams verarbeiten. Nee, stimmt gar nicht. Letztes Mal, als wir zu fünft waren, war auch nur eine. Ja. Ich weiß auch nicht. Mittlerweile würde mich das wirklich interessieren, was da ist. Wir werden es irgendwann rausfinden. Ich dachte wirklich, dass es vielleicht an meinen Kameraeinstellungen liegt oder so.
Aber also vielleicht Epileptiker sollten vielleicht lieber bis Sonntag. Aber beim Zitronenarzt war es ja genauso. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hauptsache, man hört mich. Ja. Niki, schneidest du dir bitte noch zwei Augenlöcher in diesen Vorhang? Das wäre herrlich, das wäre vom Allerfeinsten. Und fährt eins für den Mund. Ja, gut. Ja, ich kann ja vielleicht jetzt mal heute mal als Zweiter erzählen, was ich so gemacht habe in der Woche. Ja, mach das rein. Ich hau mal rein. Ja, mach was so. Neues, sonst bin ich ja als Dritter oder Vierter normalerweise dran. Ja, aber heute gibt es mal eine Veränderung. Ja, ich hab aber nicht so viel gemacht. Ja, also es gibt leider nicht so viel zu erzählen. Nein, ich versuche nochmal euch was zu erzählen. Und zwar, ich habe gar nicht so viele Videos gemacht letzte Woche. Ich habe nur zwei Videos gemacht. Im ersten Video ging es um Pimax. Und zwar um deren neuestes Update. Habt ihr ja inzwischen schon gehört, es gibt wieder Verzögerungen. Ja, die werden ihre Pimax-Headsets wieder nicht rechtzeitig rausbringen. Wir werden uns gleich auch noch ein bisschen drüber unterhalten. Besonders der Mo hat darauf gedrängt, dass wir das Thema besprechen. Und ja, genau. Also dieses Video habe ich gemacht. Und dann den Rest der Woche habe ich mich wirklich tatsächlich um das VR-Bauvideo gekümmert, wo ich nämlich einen PC VR zusammengebaut habe, einen $700 VR-PC, der alles abspielen kann, nämlich Stormland auf den hohen Grafikdetails und auch Asgard's Wrath, Lone Echo und der auch die Mindestvoraussetzung für Half-Life Alyx erfüllt. Und das Ganze kostet nur 700 Euro, wenn man sich die Teile bei eBay bestellt oder auch bei Alternate, ist egal, kann man bei beiden bestellen. Und das habe ich zusammengebaut und darüber ein Video gemacht. Und das hat wirklich super lange Zeit in Anspruch genommen. Wenn man so ein kompliziertes Video macht, dann dauert das. Ja, also es ist wirklich unglaublich. Dankeschön, danke. Und das ist ja nur das erste von den beiden Videos. Im ersten Video habe ich es ja nur ganz kurz umrissen, wie man so einen PC selbst baut. Aber jetzt im zweiten Video, das eigentlich heute rauskommen sollte, aber dann doch nicht rausgekommen ist. Bitte? Bist du wie Pimax? Ja, ich hätte dich nicht verstanden. Sag doch mal. Du bist wie Pimax. Also ich bin wie Pimax, ja genau. Du kündigst viel an, aber dann kommt. Beleidige doch den Arm. Ja, genau. Also jetzt reicht's hier mal, ja. Das war jetzt aber zu viel, ja. Nee, genau, im zweiten Video zeige ich wirklich jeden Schritt so, als wäret ihr komplette Anfänger. Was ich in Wirklichkeit auch bin. Das ist nur erst der zweite PC, den ich selbst zusammenbaue. Und deswegen habe ich das Ganze so aus meiner Sicht ganz genau erklärt, wie man den PC zusammenbaut. Und wirklich jeder, der noch nie einen PC zusammengebaut hat, wird, wenn er sich dieses Video anschaut, einen PC selbst zusammenbauen können. Und das Video werdet ihr morgen auf MATV sehen können. Und dann könnt ihr euch den 700-Euro-PC selbst zusammenstellen. Und das ist finde ich mal cool, dass man mit 700 Euro sich einen PC bauen kann, der wirklich die Spiele spielen kann, die man momentan spielen möchte. Ne, ist ziemlich cool, oder? 700 Euro? Wenn man 800 ausgibt, sogar noch mehr, weil man ein bisschen Puffer nach oben hat. Das ist ja flexibel, man kann ja da ein bisschen. Also ich denke mal, nach oben hin offen, da gibt es sogar noch unten, also man kann auch noch weniger ausgeben. Genau, ich hab ja noch nicht mal richtig gespart. Das Case ist ja auch teuer zum Beispiel, ne? Da habe ich ein gutes Case genommen. Also da ist noch, gibt es noch Möglichkeiten nach oben hin, aber auch nach unten hin. Und das, an dem Video habe ich wirklich lange gearbeitet. Ja, das war so. Was ist da? Was gibt's da zu lachen? Das war toll, das Video. Ich habe es mir auch angeguckt. Ja, hast du auch geguckt? Hast du schon mal einen PC selbst gebaut, oder? Ja. Hat seine PS4 selbst gebaut. Nee, tatsächlich, bevor ich erleuchtet wurde, irgendwann vor 2007, war ich auch so ein Typ, der hat sich so PCs zusammengebaut. Okay. Und okay. Aber widerwillig und ungern. Okay. So. Ich hatte halt auch zum Benutzen. Fand ich. Ja. Ja, und man hört ja auch nicht auf, den zu bauen. Ne? Man ist ja im Vierteljahresabstand immer damit beschäftigt gewesen, was Neues reinzustopfen und so. Ja, das ist ja das Schöne, dass man das kann in dem Moment. Wenn man das aufrüsten möchte, Frage, kann man ne? es machen. Ja, ist die Frage. Ne? Manchmal ist es auch befreiend, einfach etwas zu haben und das ist immer noch schon mal. Ja, hatten wir letzte Woche. deshalb hat Sebastian in seinem kleineren PC, also den teureren kleinen PC, ein Mainboard, wo man gar nicht mehr so viel nachrüsten kann. Da kommt er gar nicht erst in Versuchung. Ja, genau. Stimmt. Ja, genau, das habe ich gemacht und ich habe vielen Leuten
VR-Brillen auf den Kopf gesetzt. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, die Erfahrungsberichte, die zwei, die ich hochgeladen hatte. Was wirklich spannend war, dass ich diesmal recht viele Leute dabei hatte, die zum allerersten Mal bei mir hier im MATV-Hauptquartier in die virtuelle Realität eingetaucht sind. Also richtig spannend, dann die ersten Reaktionen zu sehen von jemandem, der das wirklich zum allerersten Mal macht. Und was ich cool fand, obwohl sie es teilweise zum allerersten Mal gemacht haben, in die virtuelle Realität abtauchen, waren sie alle schon Spezialisten, da sie meinen Kanal schauen. Beziehungsweise da sie unsere VR-Community-Kanäle schauen und auch meinen. Und da war es echt interessant, da meinen sie schon, ja, die Pimax hat ja ein großes FOV, aber da ist der Support ja nicht so gut, wollen wir erstmal schauen. Also die sind ganz genau auf unserem Stand, obwohl sie noch niemals eine VR-Brille auf hatten. Und das fand ich schon irgendwie ziemlich cool zu sehen. Dass Bildungsauftrag sie da erfüllt. Ja, aber wirklich. Vielleicht hören sie auch jetzt gerade dazu. Also, liebe Leute, liebe Leila, Michael und wie sie alle hießen und Ingo und Patrick und ach, die waren alle cool und haben zum ersten Mal VR-Brillen aufgesetzt hier bei mir und waren total begeistert. Es war so schön, das zu sehen. Ich kann mich noch bei mir dran erinnern, wie es war, halt zum ersten Mal eine VR-Brille aufzuhaben und wie faszinierend das in dem Moment war. Und das jetzt bei anderen zu sehen, ist wirklich genial. Dieses freudestrahlende Erlebnis und dass sie sagen, okay, ich muss jetzt mir eine Brille kaufen, es ist so gut und ich muss jetzt doch nicht auf Half-Life Alyx warten. Denn zwei von denen waren so die typischen Flat-Spieler. Ja, die haben die herbsten PCs mit den 2080 Ti's, zocken alle möglichen First-Person-Shooter und alles und sie hatten keine VR-Brillen. Aber sie haben gesagt, wenn Half-Life Alyx rauskommt, dann auf jeden Fall. Hätten sie es auf jeden Fall gemacht. Aber jetzt werden sie auch schon sich eher die VR-Brille kaufen. Also ich denke mal, Half-Life Alyx wird echt so ein krasses Thema werden. Und wirklich viele Leute werden sich eine VR-Brille deshalb kaufen. Es sieht gut aus, Leute. Ist ein System-Seller, kann man sagen. Ja, es ist ein System-Seller und es sieht richtig gut aus. Niki ist jetzt gruselig schwarz bei mir. Ja, oh. Ist es jetzt hier die Horrorausgabe? Ich habe mich jetzt schwarz gemacht. Und es ist erstaunlich, dass irgendwas immer noch knallbunte Farben reinrechnet. Einfach mal, Leute, jetzt geht's. Das YouTube auf dem aktuellen Stand, vielleicht lässt es wirklich schwarz-weiß. Also Horror nicht so geht. Schwarz-weiß war schon okay. Also man sah ein bisschen was, nicht ganz so gruselig. Vielleicht leuchtest du mit einer Taschenlampe. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Heute ist es besonders schlimm. Also jetzt geht's, aber jetzt sieht's aus wie... Ich hab mich ja jetzt auch ganz dunkel gestellt. Nee, aber wir sehen dich ja noch, aber es ist so Horror-Niki. Ja, erzählt uns eine Geschichte. Hast du nicht wirklich eine Taschenlampe, die du so von unten... Ja, genau, klar. Nee, aber so schwarz-weiß ist auch nicht schlecht, aber... Ich würde sagen, das sieht ganz stylisch aus. Ja. Wir sind heute aber ganz schön visuell dafür, dass wir eigentlich ein Audio-Podcast sind. Oh, Leute, ihr müsst das Video gucken, echt. Aber es ist wirklich stylisch, es ist cool. Sieht gut aus, schwarz-weiß. Dann lasse ich das jetzt schwarz-weiß. Ja, es, ja, wunderbar. Es ist auf jeden Fall besser als bunt, ja. Ein bisschen verträglicher. Wie gesagt, das ist wirklich ein Phänomen. Also wenn da jemand eine Lösung weiß, woran das liegt, da wären wir sehr dankbar. Und ich dachte ja wirklich schon, das liegt irgendwas bei mir dran, aber das war ja beim Zitronenarzt auch. Und vor allen Dingen das letzte Mal, wo ich mit dabei war, da hat es ja jetzt nicht so schlimm gepixelt. Da war es ab und zu mal und heute ist es besonders schlimm. Ja, keine Ahnung. Naja, das war also meine Woche. Liegt an Sebastian. Ja, ich habe dein Video auch gesehen mit den beiden Zwillingsbrüdern, die zum ersten Mal. Es ist wirklich lustig, ne? Ich finde es das interessant, dass wir aus unserer Blase kurz mal eine Chance bekommen, normale Menschen, das ist das falsche Wort. Ja, nee, das stimmt schon, normale Menschen. Flat-Menschen, die waren ja jetzt auch ganz schön nerdig, ne? Also, die waren echte PC-Freaks. Jetzt nicht so meine Mutter und so, sondern auch so richtige, krasse Flat-Freaks, so wie man sich das vorstellt. Und die denen sowieso eigentlich egal ist, was sie in ihrem PC stecken, Hauptsache Bums, ich weiß auch nicht, was das Ziel da ist am Ende des Tages. Und das fand ich aber ganz interessant, ne? Dass die grundsätzlich informiert waren, aber schon witzig. Aber sie hätten von sich aus sich jetzt keine VR-Brille gekauft. Das war jetzt wirklich nur mit Half-Life Alyx. Das Half-Life Alyx hätte sie dazu gebracht, eine VR-Brille zu holen und sie wurden nur von ihrem Freund mitgenommen hier zur MRTV Experience, sonst wären sie gar nicht gekommen. Also
Aber die waren doch auch totale Elite, also hier Dangerous-Spieler. Elite, genau. Ist es doch total nah. Du hast recht, du hast recht. Und ich habe sie auch gefragt, so sag mal, alle eure Elite-Kollegen, die benutzen doch alle VR-Brillen, oder? Und sie meinten auch, ja, das stimmt schon. Und deswegen haben sie sich auf jeden Fall schon mal mit dem Thema schon auseinandergesetzt, aber noch nicht eben die Brille gekauft. Aber jetzt dann halt dann schon. Jetzt, wo sie es probiert haben, haben sie erstmal verstanden, warum das so gut ist und warum die Leute eigentlich in Elite diese Brillen benutzen, diese komischen Virtual-Reality-Brillen, ja. Man muss es selbst probiert haben. Es ist einfach so. Es ist gerade wirklich in Elite so. Sieht es richtig gut aus, finde ich, ne? Ja. Das Cockpit, das sieht richtig geil aus. Super geil. Und finde ich echt merkwürdig, dass das. Vor allen Dingen, da muss man sich ja noch gar nicht so umstellen als PC-Spieler, weißt du? Da hast Stimmt. du ja quasi erstmal, naja, so eine Art 4,2-Dorf, weißt du? Du musst nicht wirklich rumzappeln, wovon genau. offensichtlich viele Menschen total Angst haben, sondern du kannst erstmal geil gucken. Ja. Naja, aber es ist doch nett. Du kannst ne? erstmal geil gucken, ja. Das kann man auch, das habe ich gehört, dass man das kann. Gerade so Cockpit-Sachen, die sind doch prädestiniert für vorher, fand ich. Also. Mo, guck doch mal geil, komm. Geil. Ach, schön. Geil in 3D kannst du gucken. Ja, kannst genau. du in 3D so, gucken. Kannst du in 3D die Glocke drücken. Ne? du musst die ordentlich andrücken, ja, so. Ordentlich musste die schon angedrückt werden, die Glocke, ja? Also so, eher auf YouTube. Ich will jetzt aber mal wissen, was Dennis die letzte Woche gemacht hat. Der ist so geheimnisvoll. Was war da los, Dennis? Ja, was war da los? Ich hab Glocken gedrückt. Ach so, du hast Glocken oh angedrückt, ja? Dauert immer. Nein, das Dennis, ist wenn du zweimal drückst, dann hast du dich aber wieder abgemeldet, ne? Weißt. Das ist der Fehler, ja, scheiße. Ja, nein, es ist... Vergessen wir das. Ich hatte viel Stress, viel Zeit, viel wenig, viel alles. Es geht schon. Jetzt ist wieder ein bisschen ruhiger. Ich bin da. Alles ist gut. Oder? Das ist gut. Ja. Ich habe sogar ein bisschen spielen können. Ja, aha. Ich habe nämlich die Quest entstaubt. Und da kam dann ja dieses komische Arizona Sunshine. Das musste ich mir ja auch mal angucken. Und nachdem wir alle über Arizona reden und das gleichzeitig erschienene Deathlab ignorieren, das ist richtig geil. Deathlab? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal auf dem Schirm hattet. Ich habe es gerade runtergeladen, aber noch nicht Mario gespielt. Mario Kart meets Fallout oder Mad Max oder so. Wie, hört sich ja geil an eigentlich. Ja, bewaffnete Flitzer in Wüstenumgebung und mit so einem total arroganten Typen, der einem immer voll labert. Es ist richtig geil, doch die Steuerung ist gut, es läuft schnell, es ist gut. Und Multiplayer geht auch, oder was? Gegen ja. vier Leute? Gegen vier Leute, oder? Leider, ich zwei, weiß nicht. Eins. Fünf oder sechs, glaube ich sogar. Ich habe es noch nicht im Multiplayer gespielt. Ich habe heute nur ein bisschen Singleplayer gemacht, aber das war echt gut. Wow. Ich glaube, man hat auch gar nicht die Möglichkeit mit Kumpels, sondern nur irgendwelche Lobby. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das okay. noch im Multiplayer spielen. Ja. Können wir mal ausprobieren. Ich habe das Spiel auch gerade runtergeladen. Das Geschwindigkeitsgefühl ist geil. Und man kann so über Rampen springen. Und wenn man dann den Controller dreht, dann dreht sich das Fahrzeug halt um die eigene Achse. Okay, cool. Das möchte ja jeder in VR. Nein, weil die dann wenn man die Drehung macht, in die Third Person springen und man dann nur das Fahrzeug von außen sieht. Und dann, ah, das ist landet, besser. Das ist besser. Wenn man drin wäre im Fahrzeug, wäre es schlecht. So wie bei Sorento, ne? Habe ich schon erzählt letztens. Ja, aber das geht schon. Hat auch verschiedene Komfortfunktionen. So kann man auch als Einsteiger vielleicht mal zocken. Aber es ist wirklich so ein bisschen Mario Kart-Feeling, richtig gut. Und vom Speed her, spürt man das? Ja, also gerade wenn man so ein bisschen boostet und man kann auch gut driften und alles. Okay, cool. Hört sich klasse an. Gibt halt eben auch Nachbrenner, ne? Und hast Schilde. Den einen Wagen fand ich cool. Wenn du das Schild aufmachst, bei dem einen hast du so ein Energieschild, ganz klassisch. Und bei dem etwas schrottigeren, Mad Maxigeren gehen so Metallregenschirme überall am Auto auf und schützen cool. dich. Cool. Das ist lässig gemacht, ich mag das. Also Klasse. Kaufen. Ich werde da noch was zu schreiben. Wow. Ich nehme nur so ungerne Quest-Videos auf, weil das immer so nervt. Also das Problem kennt jeder. Ihr da, Oculus, ne? Ich möchte das auch noch mal sagen. Das ja, geht gar nicht. Ist so ärgerlich, denn man ich möchte eigentlich... Ich weiß wieder in der PS4, ey. Genau, ja, stimmt wirklich. Man möchte eigentlich Content erstellen, aber es ist so schlecht. Der Sound stimmt nicht, der stimmt nicht überein und so. Es ist ein Gefricke, sondergleichen. Das Format ist auch beschissen. Ich meine, hallo, wir leben im Breitbildzeitalter. Genau. Da nimmt man ja. doch nicht im Quadratisch drauf. Und
Ja, naja. Stimmt. Ach, es ist doof. Es ist richtig. Wobei, doof. Das wiederum finde ich irgendwie erfrischend, muss ich echt sagen. Ja. Weil es mal was anderes ist, oder wie? Oder warum? Ist mal was anderes. Kannst in VR auch mal deine Füße mit aufnehmen. Schön. Ja gut, dann kommt die Quest 2 und macht dreieckige Videos. Das wird lustig. Nein, in V-Form. Ja, dann kannst du geile Splitscreens zusammenbauen hier. Ja, das stimmt. Ach, genau. So sechs Stück und was, ne? Ganz gut. Passt. Genau. Ja, cool. Und Mo, wie war deine Woche so? Meine Woche war köstlich. Ja, gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe Delfin gegessen. Es gab tatsächlich sehr viele Releases auf der PlayStation, allerdings keine so bemerkenswerten. Es gab ein exklusives PlayStation VR-Spiel namens Stardust Odyssey von einem französischen Studio. Das ist technisch sehr, sehr gut, aber inhaltlich weiß ich noch nicht. Ja, habe ich mal reingespielt, ist ganz witzig. Dann gab es Skispringen für VR. Das ist aber leider auch lediglich ein Port eines Mobile-Titels. Und das sah man den halt auch ein bisschen an. Der war jetzt auch technisch nicht so dolle. Und ich habe es nicht geschafft, ein einziges Mal sauber zu springen mit dem Ding. Ich bin da immer auf dem Arsch gelandet. Aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen reinhakelt, für Freunde, die ganz, ganz dringend Skispringen wollen müssen, ist das einzige Skispringen-Spiel, das ich kenne zumindest. Und dann kam ja tatsächlich, warte mal, eine Geschichte hatte ich noch. Also auf der PlayStation kam dann noch Shuttle Commander raus. Das ist von den Leuten, die Apollo 11 gemacht haben. Ist auch wieder eher so eine Lern-Experience. Ne? Also man erlebt halt den Start der Discovery, glaube ich, war das mit und fummelt dann am Hubble-Discord. Am Hubble-Discord. Ja, Discord ging Hubble. Gestern über dich so gut. Am Hubble Mikrofon. Teleskop. Rum, ja. Ist ganz süß, aber die Sachen sind wirklich, das ist halt kein Spiel, ne? Das ist eher so Experience. Und dann hat diese Woche aber die Quest richtig rausgeholt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über The Climb. Habe ich gespielt, hat mir sehr gut gefallen. Stimmt, das habe ich auch. Das ist cool, ja. Habe ich tatsächlich auch, witzigerweise, die Zeit habe ich mir genommen. Ich habe es irgendwie 20 Minuten auf der Quest gespielt und dann dieselbe Strecke bin ich nochmal. Und jetzt kommt's auf dem PC mit der Rift-Version, aber mit der Quest mit Kabel. Huh. Pass mal auf. Und das heißt, ich habe zwei viereckige Videos, die ich wundervoll zu einem Splitscreen zusammenfügen konnte. In dem Moment ist es perfekt. Also das stimmt. Wenn man zwei Videos miteinander vergleichen möchte, beide von Oculus, es geht nicht besser. Genau. Ich habe das tatsächlich auch die Rift-Version mit der Quest aufgenommen, also mit dem Link-Kabel, weil ich wusste, dass das Bildformat ist zu kompliziert. Ist. Und hat mir sehr gut gefallen. Hat mir auch sehr gut gefallen, wie sie das gelöst haben. Ja, da ist nämlich das ganze Environment, also was man außen sieht, so die Berge und so, das ist alles stehende Grafik, aber das haben sie gut gemacht. Das wirkt räumlich, ja? Und ein bisschen unscharf auf der Quest, aber ist auch nicht so wichtig, weil der Felsen, der vor dir ist und so, das funktioniert alles super und ist ein irgendwie witziges Ding. Ich glaube, ich kann auch sowas. Ja? So ganz entspannt irgendwo rumklettern und vor sich hin mauscheln. Super. Und eben und ohne Kabel auch jetzt. Genau, und ohne Kabel. Ne? Also cool. die Rift-Version hat natürlich ein bisschen nettere Grafik und ein paar tolle Echtzeit-Lichteffekte oder so. Aber ehrlich gesagt, für das reine Gameplay, das macht alles genauso. Auf der Quest, da war ich sehr begeistert, wie sie das rübergezogen haben. Dann habe ich mir selbstverständlich, und da habe ich wirklich drauf gewartet und war sehr gespannt, Arizona Sunshine angeguckt. Und hatte sogar noch ein Video über den Trailer gemacht, wo ich da schon mal die Grafik analysiert habe. Und Arizona Sunshine, ich weiß nicht warum, ich liebe dieses Spiel. Geil. Das hat so bescheuerte Synchronisation zum Beispiel in Deutsch. Ja? Das ist immer noch dieselbe. Es ist immer noch dieselbe, aber es hat mir auch auf der Quest wieder scheiße Spaß gemacht. Ich habe so 35 Minuten reingespielt und was auch selten passiert, gerade momentan, weil ich auch viel arbeite und habe dann mindestens noch 2 Stunden für mich alleine ganz in Ruhe mal weitergespielt, weil es einfach Spaß macht, weil ich mit Arizona nicht aufhören kann. Und die Grafik ist natürlich runtergestrippt, aber, und das muss ich als PlayStation-Fan sagen, sie sieht schärfer aus als auf der PlayStation Pro-Version. Boom. Wow. Ja? Also runtergestrippt, weniger Effekte etc., aber es ist alles wirklich klar. Und was ich ein bisschen befürchtet hatte, dass sie auch bei dem, was ich sehr nett finde, nämlich dem Trefferfeedback der
der Zombies, ja, genau. Da kannst du ja wirklich die Gliedmaßen abschießen und die Köpfe spritzen und so. Das fühlt sich alles genauso witzig an wie auf allen anderen Systemen. Also für mich ist es die Spielerfahrung, die ich mir erhofft hatte. Ich war sehr beeindruckt von diesem kleinen mobilen Chip, der da in der Quest drin ist. Da raus. Ich bin wirklich, wirklich immer erstaunt. Sind ja viele am Meckern, gerade wegen den Grafik-Downgrades, aber ich denke mal, die meisten Leute, die das. Ja, es ganz ist ehrlich, ein mobiles die meisten System. Leute, die das Ding, ja, vor allen Dingen die meisten Leute, die das Ding auf der Quest das erste Mal spielen und eben die PC-Version nicht im Kopf haben, die werden halt nur das gute Spiel sehen und nicht über die. Ich habe tatsächlich auch sehr viele Questler meckern hören, die dann auch gesagt haben: Ja, da spiele ich doch lieber. Ich weiß leider nicht, wie dieser andere Zombie-Wave-Shooter heißt oder so. Und das ist für mich tatsächlich was anderes. Also, ja, Drop Dead ist ein komplett anderes Spiel, klar. Drop Dead, genau. Es ist ja der naheliegendste Kandidat. Ne? Aber nee, ich finde, Drop Dead ist auch wirklich gut gemacht und macht Spaß. Aber wie heißt das andere Spiel? Falkland? So Drop Dead. Ach, Drop Dead, okay, ja klar, logisch. Mhm. Ja, aber du bist doch auf Schienen. Es ist anders. Du bist noch nicht mal auf Schienen. Nee, du wirst wirklich immer, hier stehst du, Welle, Welle, Welle. Ist ein komplett anderes Ding. Und wenn man sich da mal die Grafik anguckt, das ist 10 Meter um einen herum sind so Häuser und dann nur noch Pappwände. Arizona, ganz andere Nummer. Ist mir aber auch klar, dass das der durchschnittliche Spieler gar nicht versteht, dass eine größere offene Welt halt komplexer ist. Das Gefühl, was sich dabei aufbaut, ist für mich ein anderes und in Arizona ein viel besseres. Aber ich wollte gar nicht so viel darüber erzählen, das wollten wir ja eh noch. Genau, wollten wir nachher noch machen, genau. Und dann habe ich noch, und jetzt tatsächlich, jetzt hier an diesem Wochenende ganz genüsslich zu Hause Espy 1 VR Operative gespielt auf der PlayStation. Das hat mittlerweile mehrere Patches bekommen. Das hatte vorher wirklich Probleme mit der Steuerung. Jetzt ist die Steuerung repariert, jetzt gibt es einen Pro-Patch, die Grafik ist ein bisschen besser geworden, also Auflösung etc. Und ja, also ich habe ziemlich viel VR gespielt die Woche. Okay, cool. Gefällt dir Espire One jetzt wesentlich besser als am Anfang? Mir gefällt es eigentlich die ganze Zeit genauso gut. Okay, alles klar. Das hat dir schon immer gut gefallen. Es ist ein okayes Spiel, ja. Also das am Ende des Tages ist es natürlich auch Geschmackssache, ne? Klar. Wenn man mich fragt, würde ich lieber auf der PlayStation Persistence spielen oder auf dem PC Stormland. Aber es ist nett. Also ich habe das jetzt 2 Stunden gespielt und kann das machen. Mhm. Das hat seine Momente, das hat definitiv auch noch ein paar Hänger, so, ne? Wo man denkt so, ja, okay, das ist jetzt hier, die Wachen benehmen sich manchmal ein bisschen komisch und so. Vor allen Dingen auf der PlayStation hat das wirklich noch ein paar Bugs gehabt auch. Okay, also die KI ist noch nicht so hundertprozentig da. Aber ich glaube, wenn man Lust drauf hat und sich drauf einlässt, dann kann man da wirklich Spaß mit haben. Ja. Was mich bei Espire One gerade erstaunt, ist auch wieder die Quest-Version. Die sieht richtig nett aus, spielt sich flüssig und es ist halt ein richtiges, vollwertiges, großes Spiel und das auf diesem Handy-Prozessor. Das ist der Wahnsinn. Das finde ich immer wieder krass. Auf dem Handy-Prozessor von vor 2 Jahren. Das Ding war ja, glaube ich, im Samsung Galaxy S7 oder? Nicht mal High-End. Da muss ich auch zum Beispiel sagen, also jetzt die PlayStation-Version ist repariert, blablabla, aber zum Beispiel die Move-Controller, das Bewegen funktioniert wundervoll, aber das Zweihandwaffen-Schießen ist mit den Move-Controllern, das ist immer sehr wobbelig und unschön. Würde ich ehrlich gesagt in dem Fall auch lieber auf der Quest weiterspielen. Muss ich echt musst sagen. Du, musst die, du zugeben, die, selbst als PlayStation-VR-Verfechter erster Stunde. Ja. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass die PlayStation-Version einfach nicht so viel Liebe bekommen hat. Ne? Die wurde von einem externen Studio umgesetzt und irgendwie merkt man schon, dass es nicht das Baby der Leute war. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass wirklich so schnell nach Release Patch rauskam, dass das Ding jetzt wenigstens ein gesundes Spiel ist und funktioniert. Aber wir haben auf der PlayStation Spiele, die ähnliche grafische Komplexität haben, in High-Res mit fantastischer Grafik und das liegt dann halt am Ende des Tages auch am Studio, was die da rausholen können. Ne? Na klar. So, die Niki macht jetzt hier zu, den Vorhang, der wird jetzt geschlossen. Ja? Ich mach den gleich vor mein Gesicht oder sowas, weil das demotiviert mich dermaßen, dieses scheiß Ding. Ach nein, weißt du was, dann guck am besten nicht auf dich selbst, guck lieber den Dennis oder den Mountain. Guck nicht auf mich selbst, ich guck die ganze Zeit in den Chat. Ja, gut. Wir müssen mal eine Testrunde fahren, offline. Weil,
Hier schreibt doch jemand mit dem Codec und so, aber man weiß ja auch nicht, was du benutzt, ob es daran irgendwie liegt. Ja, es muss ja bei Sebastian liegen, denn es bist ja nicht nur du, es sind auch andere und überhaupt, wir hatten das zum Beispiel. Boah, Mann, ey, jede Woche, ah, der Sebastian, das ist eine Sau. Der macht hier die, aber in Wirklichkeit ist es doch der Mo, der das programmiert hat, was soll das denn hier? Oder vielleicht ist ja der Dennis das hinterhältige Mastermind, was die Niki so verpixelt. Wir müssen mal eine Testfahrt machen, also wo du auch wirklich live sendest, aber wir nur diese Pixelgeschichte testen. Können wir machen. Weil ich kann es echt verstehen, dass Niki langsam genervt ist. Weil wenn ich selber streame, ja, und da sende ich ja jetzt definitiv mehr Daten als über Skype, wenn ich jetzt ein VR-Spiel streame, da habe ich meine Kamera. Warte mal, ich probiere mal ganz kurz was aus. Und jetzt die Leute im Chat, die werden jetzt nichts, die Leute... Ich kann verstehen, dass die Leute da, die jetzt gerade das Video sehen, von den sehr wirren Farben ein bisschen überfordert sind, ja. Das kann ich nachvollziehen. Wo zur Hölle kommt das Pink her? Also ihr, die das nur hört. Okay, ich muss einfach nur die ganze Zeit das Fenster hin und her schieben, dann geht's. Na, keine Ahnung. Ich muss einfach nur die ganze Zeit das Fenster hin und her stehen, dann passt das. Schiebung. Jetzt geht's. Aber Sebastian, Niki, du bist jetzt richtig. Du bist jetzt ordentlich. Hast du schon mal versucht, wenn du... Achso, warte mal, das kannst du gar nicht machen. Du kannst jetzt nicht mein Fenster zum Beispiel... Kann ich leider nicht machen, Mann. Das kann ich leider nicht. Aber jetzt scheint es zu gehen. Mal gucken. Wollen wir mal abwarten. Fangen wir dann schon mit dem Thema an? Oder wir haben Niki repariert. Noch eine Dreiviertelstunde. Nein. Jetzt können wir ruhig schon mal mit dem Thema anfangen. Nee, Hoshi noch nicht. Jetzt, aber gleich, Hoshi, gleich. Du bist gleich dran, so. Der so. Hier, komm. Ja, genau. Jetzt Hoshi die ganze Zeit zuguckt, dann hätte er noch live mitmachen können, Hoshi. Ja, hier, der, sagt der. Ach nee, er guckt immer nur rein, was auch immer er Geheimnis tut gerade. So, ja, jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht's wunderbar aus. Und jetzt geht's um die Themen. Niki, alles in Ordnung. Du siehst richtig gut aus. Ich schwör's nicht. Am besten wir ignorieren das Thema ab jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich will mich dazu jetzt nicht äußern. Okay, gut. Dann reden wir jetzt lieber ein bisschen über unser erstes Thema. Und zwar geht es um Pimax. Wie ihr wisst, kommen demnächst die neuen Pimax-Brillen raus. Die Pimax 8K Plus und die Pimax 8KX. Ich hatte sie mir schon in Amsterdam angeschaut und ich war... Doch, muss ich sagen, sehr begeistert. Die Brillen sehen klasse aus, super von der Auflösung her, vom Komfort. Sie haben alles verbessert. Aber damals in Amsterdam hatte ich schon gesagt, ja, hoffentlich bringt das auch überhaupt was. Hoffentlich können sie die Dinger überhaupt ausliefern. Denn das ist immer das große Problem. Sie versprechen sehr viel und halten dann immer sehr wenig. Und viele hatten schon gedacht, okay, komm, wenn sie jetzt ankündigen, dass das im Dezember rauskommt, dann ist das bestimmt nicht so im Endeffekt. Und jetzt am Montag kam dann eine E-Mail von Pimax und in dieser E-Mail, in diesem offiziellen Kickstarter-Update, haben sie dann geschrieben, Leute, alles ist verzögert. Alles. Alle Brillen sind verzögert und auch wieder das Modular Audio Strap, das MAS, worauf sich wirklich viele gefreut haben. Auch Niki. Niki hat sich darauf gefreut. Niki will es haben, das Modular Audio Strap, ja. Und Niki hat auch schon in den vergangenen Sendungen angesprochen, dass sie nicht dran glaubt, es im Dezember zu kriegen. Und es bewahrheitet sich auch wieder hier. Aber wann kommt das? Das ist ja, das finde ich aber gut, dass wir jetzt mal ausführlich drüber gesprochen haben. Also, die Pimax. Das war interessant, aber... Ja, genau. Muss noch ein bisschen durchhalten. Muss noch ein bisschen durchhalten, aber... Aber wieso redet ihr immer wieder so gerne darüber? Das wird es nicht geben. Pum, fertig. Wir reden eben, weil es das dann irgendwann doch gibt. Wir alle wissen doch sogar, dass es noch nicht mal im April erscheinen wird. Komm schon, jetzt... Natürlich wird es nicht immer... Doch, wird es im April erscheinen, aber nicht 2020. Bum, 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 bum. Einige Leute hatten sich schon drauf gefreut, dass es vielleicht jetzt doch mal rauskommt und deswegen... wollten wir es halt doch nochmal ansprechen, dass es jetzt doch nicht rauskommt und damit wir uns nochmal ein bisschen drüber aufregen können. Und auch der Hoshi, der hat sich nämlich so richtig drüber aufgeregt. Hoshi ist kein Freund von Pimax mehr und wir werden es gleich hören, warum das so ist. Aber bevor wir das tun, möchte ich auch nochmal ganz kurz den Dennis fragen. Dennis, was hältst du von der jetzigen E-Mail von Pimax, wo sie gesagt haben, okay Leute, es kommt doch alles wieder später? Ja, nicht sehr professionell. Ich weiß jetzt nicht, was bei denen schief läuft und warum sie ihre Termine alle nicht halten können.
Aber vielleicht sollten sie irgendwann nach ein paar Jahren mal daraus gelernt haben, dann keine definitiven Termine anzukündigen oder sie gleich später zu setzen. Das ist nicht Ja, professionell, nein. es ist überhaupt nicht professionell, ganz genau. Und die Leute vertrauen einfach dieser Firma nicht mehr so, ne? Das ist das Nee, die Problem, denke vertrauen ich. denen nicht, oder was? Das ist der Punkt. Ja, es ist Also sie anscheinend. vertrauen denn nicht, weil sie Sie vertrauen. unprofessionell sind, oder was? Ja, Sag mal, liegt anscheinend. das vielleicht daran, dass sie ständig Sachen sagen, die sie nicht einhalten? Könnte das der Grund sein? Unter Umständen. Und Lass mich ganz kurz nachdenken. Ja, ich denke, es könnte damit zusammenhängen. noch viel mehr hängt es aber damit zusammen, dass sie zum Beispiel Treffen machen, wo dann Leute sich die Dinger angucken können sollen oder teilweise stundenlang hinfahren und die dann die Hardware gar nicht angucken können, weil die zufällig am Tag vorher kaputt gegangen ist. Ja, das war auch Wie ärgerlich. gerade in Berlin. Genau, Oder in ein paar Berlin. Wochen bevor der Kram ausgeliefert werden soll, dass die Kabel alle nicht funktionieren, weil ich Vielleicht selbst gedacht existiert ja die ganze Hardware nicht. Ich Schon habe mal sie ja schon daran ausprobiert. gedacht? Ich habe sie ja schon Ich ausprobiert. meine, Aber ich könnte ja auch hoch bezahlt worden wer sein. weiß, was du Ne? ausprobiert hast, Wahrscheinlich richtig? habe ich ja 10.000 Euro bekommen, um zu sagen, hey, das war ja richtig geiler Style. Die haben doch eher das gleiche Gehäuse. Du siehst doch den Unterschied gar nicht, wenn Stimmt, das stimmt. Ja, falsch genau. wäre. Nee, genau. Naja, aber jetzt wollen wir uns mal eine Meinung von einem Bäcker anhören. Und zwar vom Hoshi 82. Der Hoshi 82 ist ein Mitglied dieser Community und er hat auch einen wirklich sehr, sehr coolen Kanal. Da geht es um VR, aber auch um Retro-Games und den solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Aber jetzt werdet ihr Hoshi persönlich kennenlernen, denn er hat uns ein Video aufgenommen. Ein Video, in dem er in 9 Minuten und 30 Sekunden kurz zusammenfasst, was ihm an Pimax nicht gefällt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß dabei. Pimax. What's up, guys? Hello, welcome. Ja, grüß willkommen, Wurmhorschis. Der Sebastian hatte mich gebeten, mal mich zu Pimax zu äußern, als selber Baker der Brille, die ich damals bei Kickstarter halt unterstützt habe. Da ich jetzt zu diesem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich keine Zeit haben werde, habe ich jetzt halt vorweg einmal das Video aufgenommen, was er dann wohl jetzt spielen wird. Deswegen Grüße an alle, die jetzt zuschauen und an alle von der alternativen Realität. Ja, da werden wohl wahrscheinlich jetzt gleich ein paar Cuts dazwischen kommen, weil vielleicht verhaspel ich mich, laber mich fest, keine Ahnung. Fangen wir einfach mal ganz von Anfang an. Damals war ich Verfechter von Pimax, als die Brille dann irgendwann mal ankam, nach sehr, sehr vielen Verzögerungen, Verschiebungen und absolutem Chaos, was die Logistik angeht. Also das war wirklich katastrophal und man hat es darauf geschoben, die Firma ist zu klein, da sind nur 10 Leute da oben in den Hurenreihen oder 5, die das machen. Die Brille ist da, sie funktioniert, das FOV ist der Wahnsinn, wir sind alle glücklich, Pimax ist verziehen. Selbst wo Leute gesagt haben, das FOV ist viel zu verzogen, die Distortions sind total für den Popo, haben wir gesagt, oder ich, nicht wir, das ist ja meine Meinung, habe ich gesagt, wartet ab, versucht das neue Pi-Tool, die Distortions sind nicht da, die habe ich nicht, nur ganz minimal von den Linsen, die Brille ist der Wahnsinn. So, ich bleibe auch dabei bestehen, dass die Brille nicht der Wahnsinn ist. Aber gut, vom FOV, vom Bild, die Funktion ist da. Es ist aber immer noch eine tierische Fummelei, die auch immer weiter an meinen Nerven zehrt. Ja, soweit erstmal zur Brille und wie es damals war. Dann kam die Ankündigung Pimax Day von Sweevar. Nee, von Sweevar. Ja, Sweevar hat es auch angekündigt, aber auf der Pimax-Seite stand Pimax Day an Datum. So und so geht's los. Dann, als der Tag soweit war und es von Pimax hieß, oh nee, das ist ein Tag später, wir haben uns vertan. Hätte man schon, war das schon so ein kleiner Vorbote auf das, was noch kommen wird? Ich kann auch wieder gesagt immer nur aus der Perspektive eines Bakers sprechen, so wie ich. Ich habe die Sachen schon gekriegt, ich bin kein Endkonsument, der die Brille zum Vollpreis kauft. Ja, auf jeden Fall kam der Pimax Day, ein Livestream von
einer Stunde, zwei Stunden, anderthalb, ich weiß es nicht. Die habe ich auch dann nicht live geguckt, die habe ich dann nachträglich durchgesappt für die wichtigsten Sachen. Weil wir Baker wollten ja wissen, was ist mit unseren Stretch Goals, wann kommen die, wie erscheinen die, gibt es schon was zu Wireless Kit? Und im Endeffekt war es nur eine glorifizierte Teleshopping-Sendung. Dass da unten nicht eine Laufschrift mit der Telefonnummer stand und rechts so, oh, so viel Brillen noch verfügbar, greifen Sie jetzt zu, war auch alles. Sie haben nichts vom Wireless-Headset erwähnt, von den anderen Peripheriestücken wie Lüfter und sowas alles. Meine ich, dass da wirklich nicht was kam. Eye-Tracking gab es jetzt weiter, wurde jetzt weiterentwickelt. Müssen wir Baker jetzt für bezahlen? Sie wollten zu Pimax Day 200 Dollar extra haben, die wir drauflatzen müssen, was für ein Eye-Tracking, was uns gratis versprochen worden ist. Gut, die Begründung war, das Eye-Tracking war erst nur ein Auge und richtig für den Arsch. Das hätte nicht funktioniert, da wäre keiner mit glücklich geworden, deswegen haben sie sich zu diesem Schritt entschieden. Ja, dann darf man sowas aber nicht versprechen. Also meiner Meinung nach. Dann sollen die sagen, hier, Kacke, das war eine dumme Scherze von uns, das Eye-Tracking kriegt ihr aber trotzdem, wir haben es versprochen. Ja, zu den Versprechen kommen wir später noch. Ja, auf jeden Fall, das war dann das. Und das nächste war, dass sie dann in der Sendung nur verkackte neuen Brillen angekündigt haben. So als ob die, wir müssen jetzt die neuen Brillen verkaufen. Und wenn ihr Baker jetzt die neuen Brillen haben wollt, gibt es ein Upgrade-Programm, wo ihr scheißen viel Geld immer nochmal draufzahlen müsst und dann auf eure Stretch Goals verzichten müsst. Aber kein Wort von dem, was passiert, was wir jetzt kriegen sollen. Von unseren Stretchcodes, die nicht upgraden wollen. Pimax, f*** euch, ihr könnt euch eure Upgrades sonst wohin stecken. Ja, das war dann soweit meine erste Reaktion auf den Pimax Day 1. Ja, natürlich ging der Shitstorm und so in den Foren natürlich richtig los von Leuten, die nicht upgraden wollten. Dann von Leuten, die das verdammte Upgrade-System null verstanden haben. Ich auch nicht. Ich wusste nicht, welches ich hätte nehmen sollen. Hätte ich es nehmen wollen, was ich ja nicht wollte. Dann kam mir irgendwann Pimax Day 2. Teleshopping Day 2, Entschuldigung, so hätte man es nennen müssen. Wo dann ein bisschen aufgeklärt wurde, wie die Updates funktionieren. Ich glaube, es wurden noch ein paar Updates hinzugefügt. Und das Eye-Tracking wurde von 199 auf 99 Dollar, glaube ich, runtergesetzt. So, das sind immer noch 99 zu viel, die ich bezahlen nicht möchte. Aber das ist dann halt meine persönliche Meinung. Gibt es halt das Argument, ja, das ist aber besser, sonst hättest du nur Schrott gekriegt, dann dürfen die sowas nicht versprechen. Und jetzt kommen wir zu dem Versprechen-Part. Wenn man Stretch Goals macht bei Kickstarter und sagt, ja, ihr kriegt das und das gratis, wenn der Betrag erreicht wird. Da steht drin, ihr kriegt das und das, wenn der Betrag erreicht wird. Dann ist das für mich fix. Hätten die jetzt gesagt, ab dem und dem Preis versuchen wir, diese Geräte euch gerade zur Verfügung zu stellen, unter Vorbehalt, dass wenn eigentlich alles klappt, ihr darauf verzichten könnt oder wir dann vielleicht Preis, also sich absichern, das vernünftig kommunizieren. Das ist das, was Pimax auch nicht kann. Ich rede auch schon wieder viel zu lange über diese Scheiße, wir reden jetzt über die momentane Situation. Pimax hat ein Update ausgeliefert, alles wurde verzögert. Ich glaube, so gut fast wie alles. Um entweder von Mitte Dezember auf Ende Dezember, auf Januar oder sogar, glaube ich, auf März. Also, im Grunde eigentlich keine Überraschung, es ist Standard Pimax. Also mein Vertrauen in Pimax ist komplett zunichte. Wenn ich irgendwann mal in 4 bis 5 Jahren meine Stretch Goals kriegen sollte, werde ich nie wieder etwas von Pimax kaufen oder mich mit Pimax auseinandersetzen. Ich werde auch jetzt keinem mehr eine Brille von Pimax empfehlen, so gut ich die Pimax 5K Plus auch finde und so gut die anderen vielleicht auch sein mögen. Wenn mich einer fragt, wie geil ist die Pimax? Sag ich, die ist geil. Kaufst du das, hau ich dir auf die F***. Weil die Firma hat keinen Cent mehr von mir verdient und ihr solltet denen auch kein Geld mehr geben, bis die ihre Versprechen halten, bis die sich zusammenreißen und mal was auf die Kette kriegen. Also das ist... Nein, ich bin einfach nur sauer auf diese Firma und ich möchte... Ich weiß nicht, einfach nur meine Sachen noch haben und dann möchte ich mit Pimax abschließen und ich werde dann nie wieder zurückblicken. Eine gute Sache hatte Pimax dann geschafft, dass ich nie wieder Hardware bei Kickstarter unterstützen werde. Ja, es ist immer ein Risikofaktor, ich weiß. Der Risiko war bei mir aber, ob ich die Brille überhaupt kriege oder nicht. Und
Sie haben geliefert und trotzdem kriegen sie es nicht hin, dass, ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, ohne, ja, ich kann so sagen, so wie es ist. Ich bin mega hart enttäuscht. Es tut mir leid, dass ihr euch jetzt so lange mein Geseier anhören musstet. Wahrscheinlich gab es jetzt 3.000 Millionen Dislikes, aber das musste einfach raus. Und so einen langen Rant hätte ich dann wahrscheinlich live auch gehalten, außer es hätte mich einer gestoppt. Jetzt konnte mich ja keiner stoppen. Vielleicht tut Sebastian das auch noch ein bisschen schneiden, ich weiß es nicht. Ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung zu Pimax als eigener Baker. Die alten Baker gefühlt wurden abgefertigt. Und ja, wenn ihr jetzt noch was wollt, könnt ihr jetzt nochmal 800 Euro drauflegen, kriegt ihr die neue, ansonsten verpisst euch. Wir wollen jetzt nur noch Leute, die Endkonsumer, die den Vollpreis für die Brillen bezahlen. Also so kommt es mir vor. Also nur noch Geld ran schaffen und das war's. So, ich fange schon wieder an, ich höre jetzt auf. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem Rest der Sendung, wie viel auch immer noch übrig bleiben wird, ich weiß es nicht. Und ich hoffe, dass sich dann nächstes Jahr vielleicht mal einen Termin ergibt, wo ich dann auch wirklich selber live dabei bin. Verabschiede ich mich jetzt, bevor ich wieder einen auf Boris Becker mache. In diesem Sinne, ciao, bis denn und viel Spaß noch. Jetzt, ja, wunderbar. Danke, Hoshi. Ich habe nichts geschnitten, weil ich es super fand, was du gesagt hast. Und ich denke mal, dass deine Meinung auch vielen Bäckern wirklich aus der Seele spricht. Und du hast es einfach mal schön auf den Punkt gebracht. Deswegen vielen Dank, lieber Hoshi, dass du uns mal richtig schön alles hier in einem Video zusammengefasst hast. Und gerne könnt ihr auch den Hoshi abonnieren, denn er hat einen wirklich sehr, sehr guten Kanal. Da geht es um VR und auch um Retro-Games. Und der Hoshi mag kein Pimax mehr. Könnt ihr das nachvollziehen? Also Mo vielleicht nicht. Auf alle Fälle kann ich das nachvollziehen. Und der Hoshi spricht auf alle Fälle aus meiner Seele, ja. Also echt Dankeschön dafür. Danke, Hoshi. Und er sagt einfach alles passend. Das trifft es wirklich zu 100%. Hat er super gemacht. Jetzt. Piep und piep und piep trifft piep. Es ganz gut, oder? Ja, genau. Also vielleicht sollten wir das ehrlich, Video das mal den Pimax-Leuten schicken. Also und er hat die coolsten Sonnenbrillen der Welt. Also Hoshi, Respekt. Ja. Sehr, sehr sicher in seinem Stil. Und ich hatte überzeugt. Ich hole mir jetzt die Pimax. Ja, genau. Jetzt hat sie ihn endlich überzeugt, ja? Die ganzen letzten Wochen meinte der Mo noch, nein, brauchen wir nicht den ganzen neuen Scheiß, ja? Ich habe die PS4, ja? Aber jetzt der Hoshi hat ihn überzeugt. Die Pimax 8RX muss ins Haus. Aber nur echt mit Schweißband. Genau. Ja cool. Richtig cool. Sehr gut. Also danke, Hoshi. Wir hoffen, dass du, Hoshi, mal hier bei uns dabei bist bei den alternativen Realitäten irgendwann nächstes Jahr. Und ich denke mal, darauf können wir uns alle freuen. Ich glaube, ja. Wir haben das richtige Argument noch nicht gefunden. Hoshi, müssen wir erlauben, dass er seine Ente essen darf? Seine chinesische. Kann er ganz gerne auch dabei, während der Sendung Video. Essen. Ja? ASMR, oder wie das ja, heißt. Ja, dann haben wir auch gleich dieses Food-Tasting-Ding und vielleicht redet er dabei noch ein bisschen chinesisch und dann wird das... Dann kriegen wir richtig viele Views. Genau. Ja, cool. Das war also das Pimax-Thema. Ich denke mal, da haben wir nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht der Mo, wenn er noch möchte. Aber wir reden es auch nochmal nächste Woche. Ich glaube, das Thema werden wir eh nicht los. Ne? Bis 2035 werden wir das Thema bereden. Und dann kommt die 8KX auf den Markt. Dann kommt es raus. Und dann geht das Thema von vorne los. Ja, ich habe jetzt eine neue Theorie für euch. Okay. Ihr PC-VR, Leute, ihr wollt unglücklich sein. Das steckt in eurem Kern. Deswegen habt ihr auf dem PC euch die VR geholt. Ihr wollt unglücklich sein. Ihr wollt immer über irgendwas meckern. Wenn es nicht die Brille ist, ist die Grafikkarte. Ihr wollt das. So, das ist meine Theorie. Sonst habt ihr nichts zu reden. Finde ich immer besser als ihr Consoleros, die euch immer schönreden müsst und so. Ach, die Auflösung ist gar nicht so schlimm. Ach, das sieht schon gut genug aus. Ich bin zufrieden. Das reicht. Das Tracking ist gut. Das reicht. Mehr braucht keiner. Wenn man einen ganz klaren Rahmen gesteckt bekommt, kann man den wenigstens komplett ausfüllen. Das ist schön umschrieben. Sehr schön. Ja, genau. Der Predator Social Media, weil er sagt, er ist zufrieden mit seiner CV1. Sag das genau. Justin Time sagt, dass Hoshi schon mal ASMR gemacht hat. Ja, stimmt, das war auch ein richtig lustiges Video. Und Opperman Events ist auch da. Hallo, Opperman Events. Ja,
Ach, wir kommen ja nachher zum Thema, nachher zum Gesprächsteil. Lass uns lieber vielleicht doch noch ein bisschen über VR reden. Und zwar zum nächsten Thema könnten wir da kommen. Und das nächste Thema lautet Boneworks. Ein Titel, der von vielen höchst erwartet wird, kommt nächste Woche Dienstag raus. Und zwar kommt der raus für Steam VR und auch für Oculus, oder? Kommt der auch für die Rift S? Ja, ne? Das weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall Steam auf jeden Fall. Und viele Leute freuen sich drauf, denn der Titel, ja, der erinnert viele Leute an Half-Life, an Half-Life 2. Von der Physik her soll das ganz toll sein. Mit der Brechstange. Und ich habe mir auch gerade noch mal den Trailer angeschaut, den 6-minütigen Trailer, der im letzten Monat rauskam. Und da ist mir schon aufgefallen, dass der sehr auf Half-Life macht, finde ich. Mit den Holzboxen, die da zerschlagen werden und diesen Röhren. Es erinnert einen total an Half-Life 2. Und auch interessant an diesem Trailer, an dem 6-minütigen Trailer ist, dass da nicht irgendwelche Szenen einfach zusammengeschnitten werden. Nein, es wird einfach gespielt mal. Was ich ziemlich ganz cool finde, es wird einfach das Spiel gespielt und es sieht wirklich sehr Half-Life 2-mäßig aus. Ja, das sieht sich hier schon wieder im Geheimen. Er hat mich wieder gesehen oder keine Ahnung. Ich freue mich nur, weil ich ein bisschen Zuspruch im Chat bekomme über meine Theorie, dass PC-Spieler halt gequält werden wollen. Ach so, okay. Gut. Die Qualen sorgen dann für das schönere Erlebnis. Du kennst das aus der BDSM-Szene bestimmt. Und dann ja, gut. Also Boneworks kommt nächste Woche raus. Viele Leute freuen sich darüber und freuen sich drauf. Und ich wollte jetzt einfach mal so in die Runde hineinfragen. Niki, freust du dich denn auch auf Boneworks? Ja klar, ich freue mich eigentlich über alles, was gut ist oder beziehungsweise gut sein soll und für VR rauskommt. Aber ich glaube, am 10. kommt auch Layers of Fear in VR raus. Okay. Wenn mich das nicht täuscht. Und das ist besser oder es freut dich mehr? Ich weiß es nicht. Also es freut mich beides, aber Layers of Fear gibt's ja. Achte auf den Titel, es ist einfach gruselig. Ja, klar. Gibt's das ja, ist nicht für uns, aber für die Niki schon. Das Spiel gibt es ja schon eine Weile, ist ein sehr gutes Spiel. Und dass das jetzt in VR kommt, finde ich schon mega geil. Und natürlich auf Boneworks freue ich mich auch, weil man liest ja da schon einiges drüber. Fortgeschrittene VR-Mechaniken und so weiter habe ich in einem Artikel gelesen. Und physikbasierte Abläufe und so weiter. Und das Handling von verschiedenen Waffen und Interaktion mit Objekten und so weiter. Also das ist schon sehr vielversprechend. Und ich bin wirklich gespannt, ob es auch das halten kann, was es verspricht. Ob es jetzt wirklich, sag ich mal, was relativ Neues für uns ist oder ob man sagt, ich kenne das schon von dem Spiel oder vom anderen Spiel. Also ich bin wirklich gespannt, was das jetzt anders machen soll als andere Spiele. Also wie gesagt, als ich den Trailer gesehen hatte, hat es mich sehr an Half-Life 2 erinnert, auch von der Physik her. Damals, als ich Half-Life 2 zum ersten Mal gespielt habe, vor, wie lange ist es her, keine Ahnung, 14 Jahren oder was, da fand ich es damals unglaublich faszinierend, dass so viel physikbasiertes Spiel, Gameplay dabei ist. Dass man eben irgendwelche Tonnen stapeln konnte und dass die sich eben genauso bewegt haben, dann wie sie es auch in der echten Realität tun würden. Und das war halt in einem 2D-Spiel. Aber es sieht so aus, als würde genau diese Art von Spiel, von Gameplay jetzt in die virtuelle Realität geholt werden. Niki, hast du zufällig den 6-Minuten-Trailer gesehen dazu? Na, nicht vollständig. Okay. Da hat man das nämlich recht schön gesehen. Ja, man kann sehr viel machen, ne? Zum Beispiel irgendwelche ausgeschalteten Gegner in Spinde quetschen, wenn man es dann irgendwie schafft. Ja. Das ist nicht so einfach. Finde ich cool. Oder erinnert mich ein bisschen an Blade & Sorcery mit Sci-Fi-Setting. Ah, okay, von der Physik her und vom Sandboxing her. Mhm. Ich denke mal, ob wir am Ende enttäuscht sind oder nicht, liegt daran dann am Ende, ob sie es hinkriegen, eine brauchbare Story drum zu schreiben, dass das Ganze irgendwie auch Spaß ein macht. Spiel ist. Ne? Ja. Oder ob sie darauf vertrauen, dass es als Sandbox halt so viel Spaß bringt. Aber ich kann ja mit Sandbox spielen. Okay. Aber ist es denn ein Sandbox-Spiel? Nein, ist doch wirklich ein Spiel mit Story. Die wollen schon auch eine Story drin haben. Und der Brandon, einer der Entwickler, hat schon gesagt, ja, also ich glaube, so zum Ende hin werdet ihr alle sehr überrascht sein, was die Handlung da so macht. Okay. Also soll wohl noch einen Twist geben. Ich kann es halt einfach nicht einschätzen, weil bisher hat man nur dieses Gameplay-Zeug gesehen und ganz viel Sandbox-Zeug. Ich weiß nicht, ob die Story können. Was haben die gemacht? Dark Season und Hover Junkers. Okay. Ja, da müssen wir mal schauen. Nicht so die handlungsintensivsten Spiele. Das stimmt.
Also sie meinten auch, auf ihrem Twitter haben sie gesagt, ja, das wird ja eine Freude für Content-Creator, weil man eben mit diesem Sandbox-Modus so viel machen kann, was man so viel nachspielen kann oder was. Dead Sorcery kann man ja auch schon wahnsinnig viel rumspielen. Da habe ich auch schon fürchterlich viel Spaß mit. Aber halt nicht jeder. Ja, klar. Keine Ahnung. Mo, freust du dich auf das Spiel? Wie sind deine Erwartungen an Boneworks? Hast du da irgendwelche Erwartungen oder gar nichts? Ich habe das so am Rande mitbekommen, dass es das gibt, aber mir keinerlei Info darüber besorgt. Okay, also du bist nicht so gehypt wie andere Leute. Macht den Eindruck, ja. Nee. Es kommt einem fast so vor, es ist ihm scheißegal. Ah, Boneworks? Nee, bei mir liegt es schlicht daran, dass ich momentan nur sehr wenig Zeit zur Verfügung habe. Okay. Und die ist tatsächlich schon mit aktuell existierenden Sachen ausgefüllt gewesen. Ich denke immer nur so einen Tag voraus momentan. Und nächste Woche kommen sowieso 3 oder 4 Titel raus, die ich schon auf dem Zettel habe. Boneworks gucke ich mir an, wenn Zeit ist. Okay. Was ich davon gesehen habe, sah aber ganz, ganz witzig aus. Aber ich habe auch keine Ahnung, ob da ein wirkliches Spiel hintersteckt und so. Mhm. Da lasse ich mich überraschen. Ich finde es aber okay. Manchmal muss ich mich auch entscheiden. Ein paar Sachen kriegen Fokus und ein paar gucke ich später an. Okay. Passt. Cool. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie hauptsächlich eben auch eine Engine entwickeln wollen, die vielleicht anderen VR-Entwicklern noch weiterhilft, eben eine realistische Physik in ihre Spiele einzubauen. Mhm. Von daher finde ich den Ansatz schon mal ganz gut eigentlich. Mhm. Was ist los, Niki? Nix, alles gut. Alles gut, ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Okay. Bist du außer Atem? Ich habe hinter mir so Pflanzen rascheln gehört, so richtig laut. Und ich dachte, da ist die Schlange rausgekommen aus dem Terrarium. Oh Mann. Niki, du machst dein eigenes Horrorspiel, ja? Du brauchst gar keine VR-Horrorspiele. Du lässt einfach die Schlange raus. Ja. vom Schlafen gehen. Und dann werden wir sehen. Das Ding hier wird immer erst ab 18 freigeschaltet, das weißt du. Ich habe jetzt aber überhaupt keine Hintergedanken gehabt, muss ich sagen. Ja, schon klar. Niki fängt an zu stöhnen und du redest. Es handelt sich um 3 Königspython. So nennst du die. Ja. Oh, Leute. Nein. Sowas möchte ja auch jeder in der Wohnung haben. Ganz nachvollziehbar. Vor allem beim VR-Spielen. Ich habe schon Angst, dass ich auf die Katze trete. Ich meine, wenn da so eine Schlange. Ja, stimmt. Ja. Bin ich eingesperrt. Lasst mich ganz kurz euch berichten. Mir geht es sogar so ähnlich wie dem Mo. Ich bin gar nicht so gehypt, was Boneworks anbelangt. Ich verstehe es auch gar nicht, warum einige Spiele diesen Hype bekommen und andere überhaupt nicht, die dann vielleicht das viel mehr verdient hätten. Ich habe es auch, genauso wie Mo, eigentlich nur so am Rande mitbekommen, dass wohl einige Leute sehr gehypt sind über dieses Spiel. Und das war's. Und ich weiß halt sogar in die Flat Gamer-Szene rüber. Also ich höre für Boneworks? Von Leuten, die mit VR eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Die sagen, ja, und dann kommt ja auch dieses Boneworks noch und das ist ja auch so ein bisschen wie Half-Life und so. Ja, interessant, ne? Verbreitet sich halt durch dieses Half-Life-Schlagwort. Das haben die schon ganz geschickt gemacht. Das haben sie super geschickt gemacht. Muss man halt sehen, ob da dann wirklich noch ein Spiel hinterkommt oder ob's dann nur so rausgefropft ist. Wie gesagt, ich kann mit Sandbox super leben. Ich habe auch mit Dead Sorcery viel Spaß. Also, ja, keine Ahnung. Also ich bin mal drauf gespannt. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Und ich finde, sie haben alles richtig gemacht, diesen Hype zu kreieren, ja, indem auch einfach dieser Trailer einfach so aussieht wie Half-Life 2. Er sieht einfach genauso aus. Schaut es euch an, mit genau denselben Dingen, genau denselben Holzkisten, ganz genau denselben Rohren, auf denen man entlang balanciert, genau gleich. Und ich denke mal, das haben sie halt natürlich extra gemacht. Die haben das extra gemacht, so gut, ja? Die wollen, dass wir das Spiel kaufen, oder was? Die wollen doch wieder nur Geld machen hier. Die arbeiten dann jahrelang drauf hin und dann sagt Valve so, ja, jetzt kommt aber unser Half-Life, ist ja auch eine miese Nummer. Das ist super ärgerlich. Jetzt fällt mir aber übrigens... Die kooperieren schon, also die hatten auch jetzt den Index. Dass ich tatsächlich ein anderes Video gesehen habe, wo irgendein Typ das Spiel getestet hat. Und da hat er mal was Lustiges gemacht, wie war denn das irgendwie, das Magazin hochgeworfen oder das Gewehr hochgeworfen und währenddessen nachgeladen oder so ganz ulkige Faxen. Das war dann doch schon ganz witzig, aber wie gesagt, mehr als Mechanik habe ich da jetzt auch noch nicht gesehen.
Das hat bisher fast nur Mechanik-Story, hat man da noch nicht wirklich erkennen können. Also daher kann es eben auch keiner einschätzen, was denn da dann kommt. Wenn sie dann überraschen, finde ich super. Also ich lasse mich gerne positiv überraschen. Nee, ich lasse mich auf jeden Fall. Ich werde es auch spielen auf dem Kanal live. Ja, das ist wieder übrigens der typische YouTube-Hype-Cycle. Das Spiel muss man jetzt nämlich spielen, weil alle es spielen. Und alle wollen es auch genau am Dienstag sehen. Alle haben Half-Life in den Tags. Ja, ganz genau. Schreib's dir auf. Ohne Voxy. Am 10. kommt es raus. Am 10. kommt es raus. Du musst alles stehen und liegen lassen und du musst es streamen, ja, sonst bist du zu spät. Am 10. kommt die nächste State of Play von PlayStation. Boneworks. Zack. Ja, wir werden sehen. Aber das ist Physik, das kann die PS4 halt nicht mit ihrem kleinen Prozessorchen da. Ach komm schon. Ja, aber ich finde es tatsächlich süß, diese Pistole, die sie da hatten, die eben diese Heliumballons an die Gegner heftet und dann kannst du so einem Zombie irgendwie das Bein so hoch schwingen, dass er in die Luft geht. Und das ist cool. Ja, ich bin gespannt. Ich bin trotzdem gespannt, ob an dem Hype was dran ist. Ich werde es ausprobieren, ich werde es testen und mal schauen. Niki, wirst du spielen? Ich mag auch deren YouTube-Kanal, Note. Die machen was hast du gefragt? Ich hab gefragt, ob du es spielen wirst, sofort am Dienstag. Nee, ich denke mal eher, also wenn Layers of Fear dann rauskommt, dass ich eher das spielen werde. Okay, alles zuerst. Klar. Ja, gut. Okay. Und ich weiß es nicht. Ich warte dann vielleicht auch, ob dieser Hype gerechtfertigt ist, bevor ich das dann zocke. Und weil es alle zocken werden, warum werde ich das dann, soll ich das dann zocken? Ne? Ja, hast du recht. Du wirst es bei VR Legion lesen und bei Sebastian sehen und bei Mo ja nicht. Genau. Wer weiß, ne? Jetzt habt ihr mich angespitzt. Auf deiner neuen Pimax dann gespielt. Also interessieren ja, klar, ja dieses auf alle Jahr. Fälle. Ja, klar. Ja, ich habe das Spiel auch nicht bekommen vorher. Ich habe es versucht, wieder mit dem Spruch, ja, hier, ich bin hier MRTV, ja, super wichtiger YouTube-Kanal. Aber fast so groß wie Not. Ja, genau, aber leider haben sie mir noch nicht mal geantwortet. Tja, sowas. Ja, so ist es. So ist das Leben. Was ist denn? Note ist ein Technikkanal, ne? Ja, da habe ich es auch gesehen. Genau. Das sind die Entwickler, die haben halt. Aber ja, ich gucke gerade nochmal rein. Ich mag aber den Look von diesem Spiel. Der ist so aufgeräumt. Das irgendwie hat das einen Appeal. Sieht so ein bisschen aus wie Half-Life, oder? Ja. Ja, genau, auch diese orangen Wände und so erinnert ja. Ja, und auch wenn du das, wenn du den Trailer dann mal siehst mit Ton, also wenn du ihn siehst mit Ton, dann wird dir auffallen, dass auch so ähnliche Hintergrundmusik läuft und so wie bei Half-Life, also alles sehr auf Half-Life gemacht. Das Gute ist, ich bin nicht mehr hypebar. Ich habe nach 3 Jahren VR und was haben wir nicht alles immer erwartet und dann war es doch noch ein VR-Spiel. Schauen wir mal. Aber Stormland hat mich überrascht. Stormland hat mich wirklich gehypt, positiv. Aber erst, nachdem ich es gespielt habe, nicht vorher. Ja. Ne? Das ist besser. Ja, aber besser. Wenn jetzt Sony sagen würde, nächsten März kommt die PlayStation VR 2 raus, wärst du dann gehypt? Ja, natürlich. Aber das ist ja kein Spiel. Also das ist Hardware und wenn sie von Sony kommt, maximal gut. Ja, stimmt. Da wäre ich gehypt. Also da wüsste ich auch, dass was Bombastisches kommt. Da wäre ich gehypt. Nee, stimmt. Und müsste nicht raten. Also ich denke mal, dass Sony sich bei der nächsten Hardware-Revision da wirklich, wirklich nicht nochmal auf dem, wie gibt es einen schönen Ausdruck für? Mir fällt gerade keiner ein. Die würden sich nicht nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen in irgendeiner Beziehung. Also da bin ich ziemlich sicher. Die haben bei der ersten PlayStation VR ein paar Kompromisse machen müssen, die wir jetzt langsam deutlicher spüren als noch vor 2 Jahren oder so. Ich glaube, beim nächsten Ding werden die ein solides Gerät raushauen, was alle sehr glücklich machen wird. Darf ich euch mal was erzählen? Ich kenne einen Typen aus der Atari-Szene, der ist Entwickler, also der macht so Grundlagenentwicklung bei Sony, ja, in London. Der sitzt dort an der Quelle und der weiß gerade, was los ist. Den kennst du persönlich? Ja, und ja. Wir können ihn mal einladen. Ja, gerne. Ja, genau. Hört euch ganz kurz die Geschichte zu ändern. Und den habe ich schon gefragt und meinte, pass mal auf, du musst mir nichts Konkretes sagen. Sag mir einfach nur, darf ich in Zukunft ruhig schlafen oder nicht? Und seine Antwort, ich darf über meine Arbeit leider gar nichts sagen. Das ist das Blöde. Also, wir laden ihn ja nicht ein. Ja, okay? Ja, genau. Oh, schade.
Ja, also schade, der ist wasserdicht, der Junge. Na, wir können ihn doch zum Reden bringen. Das kriegen wir schon hin. Du vielleicht schon, ich eher nicht. Ja. Nee, leider, weil das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte, gerade für mich. Ne? Also finde ich, wir müssen, auch wenn Sony jetzt noch so ein Ding rausbringt irgendwie, dann ist es frühestens in 2 Jahren. Und ich habe so viele Fragen, was bis dahin passieren wird. So lange musst du dir noch unser Pimax-Gejammerer anhören. Oh Gott. Ja, das Schöne ist tatsächlich die Gewissheit, dann ist es zu Ende. Die nächste PlayStation VR noch vor der Pimax rauskommt. Das ist das Einzige, auf das ich wirklich baue. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Das ist keine Frage. Das ist klar. Ja, ja. Darauf, ich würde sogar sagen, die Xbox VR kommt vor der Pimax. Die Xbox VR. Sie stellen ihr ganzes Geschäft nur auf VR um. Das wäre meine Überraschung. Ja. Und der neue Xbox-Chef ist dann Screeviver oder wie der immer heißt. Screeviver, sehr gut. Das würde mich so äußerst überraschen. Und dann machen sie die Xbox-News-Meldung, machen sie dann auch immer wie diese Videos da, wo sie am Tisch stehen. So. Die Streams. Das kommt raus und zwar bald. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Dafür stehen wir und blühen hier. So sieht es aus bei Pimax. Die wissen das doch auch nicht besser, die Jungs. Ja, die wissen sie auch nicht. Nein, klar, das tut mir auch leid. Tut mir echt leid für die. Es weiß da niemand. Nein, die sind auch wirklich beide total nett. Ich kenne sie ja persönlich. Ja, und denen wird das vorgesetzt. Denen wird das vorgesetzt. Verstehen auch zum Glück kein Deutsch, ja. Die bekommen das halt vorgesetzt von Shanghai, von der Chefetage. Und die müssen das dann sagen, ja. Ja, und schade. Aber warum? Warum müssen die das, wenn... Ja, weil die da arbeiten. Das ist doch peinlich. Das ist doch peinlich, sich dann da hinzustellen. Ja, die sind ganz bestimmt nicht glücklich. Ja, die sind auf keinen Fall glücklich drüber. Aber vielleicht kriegen die eine Menge Kohle dafür, dass wir machen. Nein, auch nicht. Ich glaube noch nicht mal das richtig. Oh, die machen das freiwillig, oder? Nein, also sie werden sich halt nochmal angestellt, natürlich, ne, aber... Es war nur recht witzig, diese E-Mail kam raus von Pimax. Wir sind jetzt übrigens wieder offiziell beim Pimax-Thema. die E-Mail kam raus, dieses Update kam raus und Sweeviver schrieb im Pimax-Forum: Och, das wusste ich jetzt aber auch nicht. Ja, nein, wirklich, es war echt genau so. Oh Mann, das wusste ich aber auch nicht jetzt. Die wurden selbst von dieser komischen E-Mail überrascht. Und die E-Mail war auch total schlecht, auch das Englisch war schlecht. Und ach, es war furchtbar wieder. Ah, naja, egal. Boneworks. Boneworks. Jetzt auf einmal kommt der Hype dann doch. Ja, Boneworks. Genau. Übrigens, Budget Cuts 2 kommt auch am 12., glaube ich, raus. Freust du dich jetzt gar nicht? Freust du dich drauf, Mo? Nee, ist mir voll Latte. Okay. ich hab sogar schon einen Key hier. Latte. Wow. Ja, die erste Folge war eigentlich gar nicht schlecht. Eigentlich war es ganz cool. Ja. Nur, die hatten technische Probleme damals gehabt, beim ersten Budget Cuts. Es hat nicht so richtig funktioniert gehabt. Ich habe nach dem ersten Teil nicht das Bedürfnis gehabt, noch einen zweiten spielen zu wollen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ist nicht meine Art Spiel. Ja, die Demo, die ich gespielt habe in Köln, die war auch wirklich schlecht. Da ist man nur gestorben. Hast du die auch gespielt, Mo? Ja, genau. Das, wo man die Werkzeuge da so durchcyclen musste. Ja, genau, es war kompliziert. Es war kompliziert. Ich weiß auch nicht. Und vor allen Dingen hatte es, glaube ich, auch Teleport oder so. Ne? Ja, genau. Es war einfach nicht gut in dem Moment. Es hat mich nicht so abgeholt. Aber das Spiel um diese Teleportmechanik rumgebaut ist, also ohne wird ja eher nicht so gut gehen. Ja, sie haben diese Mechanik aber auch verändert. Nach Köln haben sie gesagt, so, hey, es hat den Leuten nicht gefallen. Wir müssen da was machen. Naja, gut. Wollen wir mal schauen. Schauen wir mal. Ja, vielleicht ist es ja wunderbar. Wir müssen es mal ausprobieren. Also ausprobieren wäre es auf jeden Fall und dann mal schauen. Ja, Boneworks bin ich echt gespannt drauf, ob das wirklich so gut ist, ob das dem Hype gerecht wird. Wir werden es am Dienstag erfahren. Weiß das einer, was das kosten wird? Weiß das einer? Keine Ahnung. Nee. Weiß das jemand im Chat? Das unser Publikum. Genau, bestimmt wissen die es, wie teuer das wird. Die können ja googeln und wir sind hier nicht so flexibel. Ja. Ihr wisst aber momentan auch nicht, ob es eine Oculus-Version gibt, sondern nur, dass es bei Steam ist. Ne? Genau. Ich glaube nur Steam. Ich habe noch nichts von Oculus. Ich bin mir da nicht sicher. Aber kannst du ja mit deiner Quest spielen? Oder mit deiner CV1? Ja, du. Ich könnte es auch mit meiner CV1 spielen. Rift S spielen, ne? Ach, mit deiner Rift S? Die du jetzt hast bald, oder was?
Ich habe doch gerade eine Rift S zur Verfügung gestellt perfekt. Bekommen. Sehr gut, das ist gut. Ja, da bist du ja nicht ganz unschuldig dran. Ja, genau. Aber tatsächlich, um nochmal rauszufinden, dass sie wirklich an meinem PC nicht so toll läuft. Ah, wirklich? Ach nee, warum das denn nicht? Ich weiß es nicht. Die meckert immer über meine USB-3-Ports und wenn sie nicht meckert, schaltet sich trotzdem zwischendurch gerne mal aus und so. Also, ach so. Mein PC ist alt, allerdings muss ich sagen, dass das USB-Link-Zeug mit der Quest läuft prima damit. Also, komisch. Keine Ahnung. Wirklich? Kommt vielleicht zu wenig Strom. Ich habe auch ein bisschen mehr technische Probleme mit der Rift gerade. Also, irgendwie scheint das nicht so, weiß nicht. Mein Büro-PC hat mit der Rift S auch nur gezickt, die hängt jetzt wieder am Großen. Ja. Komisch. Mal looken. 24,99 €, sagt der Rotator. Hallo Rotator, schön, dass du dabei bist und vielen Dank für diese Information. Ja, 25 € ist okay. Also dafür, dass es halt ein AAA-Spiel sein soll, ist das ein guter Preis. Ja, an AAA glaube ich jetzt storymäßig noch nicht. Also das okay. Traue ich einfach nicht zu. Da müssen okay. Wir liefern. Ja, klar, wir werden es sehen. Wir werden es am Dienstag sehen. Eher AA maximal. Okay, ja. Double A, mal schauen, wir werden es sehen. Ja gut, Boneworks, das war das zweite Thema. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar geht es hier um ein Thema, was wir mal kurz ansprechen wollen. Ich denke mal nicht, dass wir so in die Tiefe gehen bei dem Thema. Und zwar ist das Thema Magic Leap One, die AR-Brille, die vor kurzem, nicht vor kurzem, die dieses Jahr rauskam, Magic Leap One Creators Edition, hat gekostet oder kostet immer noch $2,300. Also schon eine Ansage dafür, dass es eigentlich für den Endkunden gedacht ist, diese AR-Brille, beziehungsweise für Creator in dem Fall, für die Leute, die Content erstellen. Aber trotzdem, auch Content-Creator sind ja nicht unbedingt reich. In jedem Fall. Also bei mir halt schon natürlich, aber die meisten Content Creator eben nicht. Und ja, $2,300 kostet das Ganze. Und jetzt gab es mehrere Berichte, wo die aktuellen Verkaufszahlen durchgesickert sein sollen. Wurde nicht offiziell bestätigt. Natürlich bestätigen sie das nicht, denn laut diesen Berichten wurde die Magic Leap One ganze 6.000 Mal verkauft. Autsch! Überraschung. 2000. Ja, 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 genau, natürlich. Nur 6.000 Mal. Ja, hey, Überraschung. Überraschung. Aber das Lustige ist, dass der CEO von Magic Leap One, der hatte nämlich den Investoren, als sie investiert haben, schmackhaft gemacht, dass das Ganze nach seinen Berechnungen doch bestimmt 1 Million Mal verkauft werden würde. Diese Creators Edition, das ist schon krass. 1 Million, das hat er den Investoren. Wie kommt man darauf? Ja, krass. Ja, er hat einfach den Leuten erzählt, er hat den geilsten Scheiß, hat denen die Wahldemo gezeigt, ja, wo so ein Wahl. Moment. Ich weiß, wie die Mail aussah, die er an die Investoren geschickt hat. Echt? Ist dann drin? Ja, ich bin der Anwalt eines Tech-Entwicklers und ich habe auf einem Schließfach ein Erbe von $30 Millionen. Und ne, ihr versteht das Prinzip. Also. Aber ganz ehrlich, wer glaubt denn sowas? Anscheinend recht viele. Google auch. Google haben 500 Millionen investiert, ja? Also. Ja, gut, Google kann ich mir vorstellen, dass die sagen, okay, wir wollen AR voranbringen. Ja, klar. Aber wer macht denn sowas, um Geld damit zu verdienen? Das ist so krass. Das ist wirklich herbe. Und dann wurde dem CEO erzählt, so, ja, nee, 1 Million, das ist aber ein bisschen zu positiv gedacht. Ne? Du musst da mal ein bisschen realistischer rangehen an die ganze Sache. Und dann haben sie wohl intern gesagt, okay, 2 Millionen. Nein, wir verkaufen davon 100.000. Dann haben wir unser Ziel erreicht. 100.000 war dann ihr nächstes Ziel intern, was auch den Investoren anscheinend kommuniziert wurde. Und jetzt haben wir den Salat. 6.000 Brillen. Also es interessiert niemanden. Ach komm schon, aber da fehlt doch nicht mehr viel. Ich frage mich gerade, wozu man das Ding überhaupt braucht. Vor allen Dingen, dass das so für den Massenmarkt ist, dass man wirklich diese Abkaufszahlen hat. Ja. Ich weiß nicht. Nicht viele Dinge verkaufen sich 1 Million Mal. Ja, auf so eine Idee dazu kommen. Vor allen Dingen in VR und alles, da gibt es ja jetzt schon wirklich so viele Sachen, auch gerade im Gaming-Bereich. Gaming-Szene ist riesig, aber selbst da ist noch nicht dieser Absatz da. Aber wie kommt man denn auf die Idee, dass dieses Teil da so einen hohen Absatz erzielt? Also wirklich. Über den Preis. Ich habe mich da für das Teil auch ehrlich gesagt nicht interessiert, weil
Man hat nirgendwo was davon gehört. Nicht so wirklich, nur weil wir jetzt drüber reden, weil es vielleicht mal im Discord aufgekommen ist oder so. Ja. Aber wenn man sich mit dem Thema überhaupt gar nicht auseinandersetzt, dann kriegt man da nicht mal was mit davon. Man bekommt davon und, nichts und für mit. Den Preis? Ja, ich verstehe auch deren PR-Politik überhaupt nicht. Denn das Gerät wird nicht versandt an wichtige Influencer. Wird's nicht versandt, dass die das mal austesten können? Nicht mal an Unwichtige. Hast du's nicht gekriegt, oder nicht was? Mal an Unwichtige. Ich habe wirklich versucht, es zu bekommen. Okay. Ja, ich bin ja mal ein ganz hartnäckiger Typen, wenn es um solche Brillen geht, dass ich die mal bekomme, um die auszutesten auf dem Kanal hier und vielleicht auch ja, hier den Leuten, die mal zur MRTV Experience kommen, zeigen zu können. Aber es war mit ihnen echt nicht zu reden, absolut nicht. Deswegen. Dann brauchen sie sich nicht wundern jetzt. Genau, ja, hier MRTV kann es nicht zeigen. Ja, ist doch klar, dass sie das nicht verkaufen, das Teil. Aber, aber jetzt mal Scherz beiseite, wirklich nicht. Die hätten doch ein paar von den Dingern vielleicht wirklich mal verteilen können an ein paar Content-Creator, jetzt an groß und wichtige, also jetzt eben dann nicht mich zum Beispiel, aber an welche, die vielleicht 100.000 Follower haben oder noch mehr oder an so einen Linus Tech-Tipps oder was. Der hätte die fallen gelassen, das wäre nicht gut. Ja, aber dass irgendjemand mal sieht, dass es das überhaupt gibt, weil man sieht davon hier überhaupt nichts. Null. Ja, und hier, den Mo interessiert es auch überhaupt nicht, der wartet nur, dass wir endlich über Arizona Sunshine sprechen. Das Lustige ist ja, viele Leute sagen ja, also welche, die wenig informiert sind, die sagen, AR ist ja ne, die Zukunft und VR kannst du knicken, ist dann ja sowieso obsolet, wenn AR kommt. Ja. Und AR ist ja schon so viel weiter und VR steckt ja noch in den Kinderschuhen. Ja, ich sehe AR eher auf dem Stand von VR 2012 und nicht auf... Oh, ja, ganz genau. Schon so viel weiter. Nein, ganz genau, 2013. Aber Grundlagenforschung ist noch... Das ist krass. Aber eine Sache ist interessant. Wie heißt nochmal der Entwickler, der Stormland jetzt gemacht hat? Insomniac. Die haben nämlich auch einen Titel für dieses... Ganz genau. Aber hat, Name vergessen. Genau. Hat das Magically Won. Aber interessiert keinen, ja, genau. Weil es keiner zeigen kann. Vielleicht ist das ja der geilste Scheiß. Crazy. Kann auch sein, aber weiß ja ist keiner. Es aber tatsächlich doch nicht, oder? Rein technisch ist die HoloLens 2 doch besser, ne? Die HoloLens 2 ist besser, die hat ein größeres Field of View. Aber ich habe die HoloLens, ich habe beide schon mal ausprobiert. Ich habe die HoloLens 2 ausprobiert und ich habe auch schon Magic Leap 1 ausprobiert. Und ich habe sogar eine richtig coole Demo gespielt mit der Magic Leap 1 auf der GDC. Da waren die nämlich auch vertreten. Und das war so ein First-Person-Shooter. Da hat man gegen andere. Swordboards. Ja, ja, genau, Dingensbummens. Ganz komischer Dr. Name. Dr. Swordboards, leck mir am Arsch. Super für PR. Habe ich auch gedacht. Namen, den keiner ausspricht. Namen, den niemand, an den sich niemand erinnern kann. Aber das Spiel an und für sich war cool. Ich habe da die Multiplayer-Variante gespielt. Und da hatte man mehrere Gegenspieler, echte Menschen, die auch diese Brille auf hatten. Man hat sie in der echten Realität gesehen. Es gab mehrere Hindernisse, hinter denen man sich verstecken konnte. Und wenn man die Leute gesehen hat, dann wurde denen über die AR-Brille ein Comic-Gesicht gezeichnet. Das heißt, ich könnte euch so in real sehen, aber mit einem lustigen Comic-Gesicht. Es war super lustig. Man hatte eine Waffe in der Hand, die man auch in seiner echten Hand sehen konnte. Also richtig cool und hatte dann, das war dann ein Multiplayer-Shoot-Em-Up. Es war so gut. Es war richtig geil. Aber kennt ja keiner. Also es ist wirklich traurig. Es ist, ja, und wie viele solcher Anwendungen gibt es? Oder? Ja, wenig. Ja. Das ist einfach man, so. Man ich weiß hab, darüber einfach nichts. Und das lohnt sich auch nicht, so ein Teil zu kaufen für so viel Geld. Ja. Das ist ähnlich. Das ist tatsächlich eher was für Grundlagenforschung, für Entwickler, die da jetzt noch. Und ganz ehrlich, wenn ich weiß, dass ich ein Gerät verkaufe, dass ich hauptsächlich erstmal an Entwickler, die da Software für entwickeln müssen, rausgebe, dann rechne ich doch eh nicht mit einer Million. Ja, genau. So, was? Eine Million? Hallo? Sag mal, wer hat den eigentlich ins Gehirn geschissen? Ja, na, aber ehrlich mein, mal, das ist doch so, oder? Der das verkaufen will, das sagt, ist klar, aber dass dem das jemand glaubt, das ist halt das komisch. Na, ja, da fragt man sich, wer ist der Schlimmere? Die denken, die verkaufen das oder die das noch glauben? Also. Ne, eher die es glauben, weil der es verkauft hat, der hat dann in dem Moment alles richtig gemacht. Ich hätte von diesen Leuten gerne die E-Mail-Adressen. Ich möchte das mit diesem afrikanischen Prinzen und dem Erbe nochmal versuchen. Ja, genau. Genau, lieber Google Investment Arm, ja? Der Dot hat da einen guten Kontakt. Wie gesagt, Google kann ich sogar als Einzigen noch verstehen. Die denken da eher langfristig und haben okay. Das Geld in der Portokasse. Wahrscheinlich, ja. Aber, genau. Wahrscheinlich war die 500 Millionen Tageseinnahme, ja.
Aber so ja. ein Ford zum Beispiel, der da irgendwie Umsatz mitmachen will oder Gewinn machen will, was? Ja. Nein? Ich glaube, die haben Magic Leap One, die haben einfach den komplett falschen Ansatz, dass sie es gedacht haben für uns Endkonsumenten. So eine HoloLens 2, die ist ganz klar positioniert als Enterprise-Gerät für Firmen, die das anwenden. Und da macht so viel Sinn. Es macht richtig viel Sinn. Die Leute entwickeln damit, die Leute benutzen das ja während der Produktion. Es ist, ja auch nur logisch, wenn ich ein Gerät habe, von dem ich weiß, dass ich es die nächsten 3, 4, 5 Jahre nicht für dreistellige Summen verkaufen kann. Dann überlege ich mir doch, welche Zielgruppe ich haben kann. Entweder mache ich da ein paar Goldplatzierungen drauf und verkaufe das Ding an Hipster. Oder ich mache es nur für Business, die das Geld eh haben. Ja, aber dann nicht für Privatleute und nicht eine Million. Es ist so komisch. Und ja, also HoloLens 2 hat alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Die verkaufen das Gerät. Man kommt auch gar nicht dran an die HoloLens 2, weil die jetzt schon komplett ausverkauft ist. Und ja, ich denke mal, Microsoft hat hier in AR... Sorry, musste kurz aufstoßen. Alles richtig gemacht. Ich habe mich schon gewundert, was du da machst. Ja, ich habe es euch noch mal ganz kurz erklärt. Aber das hat ja niemand gesehen. Ja, stimmt. Wir hören das ja nur. Ja, genau. Also, das ist echt ein Ding. Und jetzt haben sie schon so viel Geld aufgenommen, diese Magic Leap One-Leute, also Billionen haben sie aufgenommen von Google, von Saudi-Arabien, und die haben ihnen das Geld in den Rachen geschmissen. Aber jetzt wird das Geld knapp, was natürlich krass ist. Die haben so viele Mitarbeiter jetzt schon, obwohl sie nur 6.000 Stück verkauft haben. Ich finde es echt lustig. So eine Firma wie Pimax, die haben schon mehr Endgeräte verkauft als Magic Leap One. Und das, wo Pimax sich mal liefern kann. Und das, wo Pimax noch nicht mal liefern kann. Ja. Magic Leap könnte liefern, aber will keiner. Ich habe jetzt einen Bericht gelesen, dass Magic Leap die Headsets jetzt schon verschenkt an die eigenen Mitarbeiter, weil sonst ja keiner will. Ich würde immer noch gerne eins nehmen, liebes Magic Leap. Wie groß das Lager für eine Million vorproduzierte AR ist. Genau, ich werde dir nochmal Bescheid sagen, die Niki und der Sebastian, wir wären bereit. Also zwei von den Geräten. Ja, die verschenkt es einfach, dann wird er vielleicht eine Million los. Ja. Also, ich finde ganz ehrlich, den aktuellen Entwicklungsstand von AR so dermaßen langweilig, das reizt mich gar nicht. Da bin ich derjenige, der wirklich mal sagt, hey, das braucht echt noch 5, 6 Jahre mindestens. Also ich denke mal, wenn man jetzt wirklich Anwendungen für Firmen da... Ja, dann schon für Firmen, privat. Dann ist es gut. Ich habe es ja auch schon ausprobiert, so eine Anwendung. Ja, aber ich bin ein Privatnutzer und da sehe ich jetzt keinen Sinn. Für privat sehe ich da ehrlich gesagt auch keinen Sinn drin. Ich meine, ich habe 20 Minuten Minecraft ausgespielt und das war auch langweilig und das wird auf einer Brille nicht besser. Das habe ich auch ausprobiert und das Spiel ist. Stell dir vor, du könntest die Straße lang gehen und da hoppeln wirklich die Pokémons vor dir rum. Du, ich kann auch LSD nehmen und dann tun die das wirklich. Also, das gibt es schon länger. Ja, aber günstiger. Für die wenigen Anwendungen, die es so für uns gibt, will man sich dann so ein Teil leisten und damit vielleicht draußen rumrennen? Also ich sage auch, jetzt momentan ist es einfach zu teuer, es gibt zu wenig Anwendungen und jetzt, Ende 2019, sind wir noch nicht so weit. Ja, aber ich bin trotzdem immer noch der festen Überzeugung, dass AR ein unglaublich großes Thema wird und dass wir alle diese AR-Brillen aufhaben werden, anstatt eines Handys. Und es wird einfach nur unglaublich toll werden, aber das dauert noch ein paar Jährchen. Ja, das kommt dann mit Streaming von VR-Spielen. Also ich könnte mir das... Genau, das ist ja auch bald schon am Start. Also ich könnte es mir wirklich so vorstellen, dass es wirklich wie so ein Handy-Ersatz ist oder so. Oder eben eine Ergänzung. Man hat ja jetzt auch schon diese Smartwatch oder so, dass man dann vielleicht einfach eine Brille hat, wo vielleicht nur an einer Seite ein kleines Display drin ist, wo man dann vielleicht einen eingehenden Anruf sieht oder wo man sich dann navigieren kann damit oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Das wäre sogar eine richtig gute Überleitung ins nächste Thema, nämlich den Qualcomm XR2. Weil das ist eine super. Ist ja genau für sowas gedacht. Das ist eine super Überleitung. Das ist natürlich wirklich die perfekte Überleitung. Das ist eine wunderschöne. Ich hab gar nicht gemerkt, dass wir beim nächsten Thema sind. So eine super Überleitung. Es war unglaublich. Das war vielleicht die beste Überleitung. Wenn ihr es nicht gesagt hättet, hätte ich jetzt. Ich denke, es war die beste Überleitung. Es war die beste Überleitung. Bevor wir überleiten, wollte ich noch eine Theorie hinstellen. Ich bin ja hier immer der Mensch, der sich nicht offen für PC und damit Konformität bekennt. Es gibt doch der Mo ist ein Rebell.
Ja, total. Es gibt auch knallharte Gerüchte oder halt ein fieser Hipster, der so viel Knete hat, dass er sich Apple-Produkte leisten kann und will. Und es gibt auch das wirklich immer härter werdende Gerücht, dass Apple nächstes Jahr mit irgendwas AR-Schnicki-Schnacki rauskommt. Das könnte nochmal ein interessanter Faktor werden. Das stimmt. Ja, weil das ich stimmt. glaube, die setzen sich nicht hin mit so einer fetten Klobrille und behaupten, dass es jetzt geil wird. Ja, sondern wenn die sonst die 2000 nehmen und die Leute zahlen. Genau. Außerdem, wenn die mit irgendwas rauskommen, dann wird das irgendwie in irgendeine Richtung taugen. Die werden das auch nicht rausbringen, bevor es nicht einen Grund gibt, es zu benutzen. Mhm. Das könnte nochmal interessant werden. Also, denke auch. Und vor allen Dingen, was man echt so ein bisschen manchmal vergisst, ist, Apple ist jetzt ein Laden, den gibt es schon ein paar Jahre länger. Die haben halt natürlich ein bisschen Background in Hardware herstellen und blablabla. Und das ist offensichtlich super kompliziert. Einfach nur den Willen zu haben und das dann zu tun, sieht man ja auch bei anderen Läden, bei Oculus oder so. Das reicht noch nicht. Das stimmt. Also auch Pimax, die haben auch Willen. Aber oder Pimax, genau. Das ist offensichtlich wirklich schwierig. So Dinge, an die wir uns alle gewöhnt haben. Hier eine Bratpfanne funktioniert, stell die auf dem Herd. Wenn jemand Herd, sagt, die hat man, ich... Die hat man bei PUBG doch nicht auf dem Herd. Das so klassisches Industriedesign, das kann man nicht immer so aus dem Boden stampfen, offensichtlich lerne ich jetzt immer wieder. Und deswegen, ich bin mal gespannt, was Dennis nächstes Jahr mit wurde AI erleuchtet passiert. Gerade. Ich hätte dein Geräusch gebrochen. Ja, stimmt. Schade, ich habe jetzt den nicht. Ich bin mal gespannt. Also meine persönliche Meinung ist, das wird nochmal ulkig, wenn zum Beispiel Apple wirklich da einsteigt, weil die haben eine Marke, die Aufmerksamkeit generiert. Und sogar wenn die Scheiße rausbringen, haben sie die Chance, dass es erstmal 1 Million Leute kaufen, ja. Nee, du hast vollkommen recht. Sehe ich auch so. Ich denke auch, dass Apple AR groß rausbringen wird. Und laut den neuesten Gerüchten ist das nicht im nächsten Jahr, sondern erst im Jahr 2022. Okay. Das ist dann noch ja, so, da müssen wir noch ein bisschen talken, bis wir das erreicht haben. So. Talken. Aber dann haben sie tatsächlich eine Chance, vielleicht wirklich eine brauchbarere Hardware einzubauen. Also auch genau. FOV-mäßig vielleicht. Das wäre ganz genau. Ich denke auch. Apple macht es halt so, die bringen echt nur was raus, wenn es ordentlich was taugt. Die sind eben nicht so, dass sie einfach nur an den Rand des Machbaren gehen wie Pimax. Nein, da muss wirklich Hand und Fuß haben. Und ich denke mir, dass sie jetzt nicht gedacht haben, hey, die ganze AR-Geschichte, die ist noch nicht gut genug. Ja, die haben sich mal so eine Magic Leap One aufgesetzt und dachten so, ja, der FOV, der ist aber ziemlich scheiße. Und deswegen dauert es noch ein bisschen. Also ich denke mal, 2022 ist ein Wort, wo das Ganze vielleicht massentauglich werden könnte. Auch von der Technologie gesehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass AR-Brillen dann tatsächlich Kameramonster werden, die jede Menge kleine Tracking-Kameras haben, damit sie überall Bewegungen erfassen, denn du das musst ist, die Dinger ja irgendwie bedienen können. Das ist eine gute Überleitung. Das ist wieder eine gute Überleitung. Diesmal war sie nicht mal beabsichtigt. Boah, Mann, der Dennis ist ja der Held der Überleitung heute, vom Allerfeinsten. Können wir ihn den Oberüberleiter nennen? Den Oberüberleiter. Jetzt kommt Mo noch mal mit irgendeinem der Oberüberleiter spricht. Aber wohin leitet er denn? Er leitet über zum neuen Qualcomm oder Qualcomm-Chip. Ah, stimmt. Der kann nämlich tatsächlich mehrere Kameras verwalten, gleichzeitig in Echtzeit. Ich glaube, bis zu 12, oder? Nee, 7. 7 gleichzeitig. 7 gleichzeitig, aber 12, wenn man so ein bisschen trickst. Ach so, okay, cool. Das wusste ich noch nicht. Genau, also Qualcomm hat den neuen Chip vorgestellt, nämlich den Qualcomm XR2. Das ist der Nachfolger vom, wer hätte es gedacht, XR1. Und der XR1-Chip, das ist nämlich ein Chip, der ist gedacht, der war schon gedacht, der ist auch jetzt schon raus, der ist gedacht für Standalone-Headsets, wie zum Beispiel für die Quest, wurde aber nicht in der Quest benutzt. Aber andere VR-Standalone-Headsets, die jetzt auch schon teilweise in China auf dem Markt sind, die benutzen den Qualcomm XR1. Das Ganze kann man Google sich vorstellen. Oder? Google ja, Glass? Genau, Google Glass auch, meine ich, genau. Kann man sich so vorstellen wie einer ihrer Snapdragon-Prozessoren, die aber gemacht worden sind nicht für Handys, sondern wirklich nur für diesen Zweck, für VR-Brillen oder AR-Brillen. Und zu jedem neuen Chip, den Qualcomm rausbringt, stellen sie auch eine Art Referenz-Hardware vor, ein Referenz-Headset oder ein Referenz-Handy, das genau diesen Chip dann
benutzt. Und beim Qualcomm XR2 ist es so, dass sie ein AR-Headset zeigen oder auch VR-Headset oder beides. Ich glaube, konnte man beides benutzen. Auf jeden Fall kann dieser XR2-Chip zwei Displays ansteuern und beide Displays haben eine Auflösung von maximal 3x3000 Pixeln. Und das Ganze 2880x2880, ja, aber 3K. Genau. Ja, 3K, genau, ja, genau. Und 7 Kameras können gleichzeitig eure Bewegung erfassen und eure Umgebung erfassen. Also perfekt für Standalone-Headsets, wie zum Beispiel die Quest 2. Oder auch toll für, ja, die Apple AR-Geschichte zum Beispiel. Also da geht einiges. Das ist ziemlich cool. Ein cooler Chip. Darf ich hart Technik nerden? Vielleicht gibt es ja jemanden, der es hören will. Du ja klar, wieder. Natürlich. Oder, Mo, was wolltest du sagen? Ich wollte nur fragen, ob jemand weiß, warum der XR1-Chip zum Beispiel nicht verbaut wurde in der Quest. Kam der Geld. Zu spät, oder? Der kam etwas zu spät und er war zu teuer. Ah, okay. Ja, und der reicht ja, der 835 Snapdragon, wie wir sehen. Macht einen Spitzenjob, muss ich auch sagen. Ja. Ja, also man muss ja auch generell immer sehen, viele Leute kamen dann an und meinten, warum nutzt denn die Quest jetzt nicht den 845er oder 855er? Den hätte es da ja auch schon gegeben. Aber man muss halt auch mal gucken, was die Dinger für Features haben, gerade auch was Auflösungen angeht. Nicht nur, dass die Leistung stimmen muss, sondern ob der Chip überhaupt die gewünschten Auflösungen ansprechen kann mit der Herzzahl, die man will. Wie dann die Kameraunterstützung ist fürs Tracking. Auch da muss die Engine passen und. Es ist alles nicht so einfach, dass man da irgendwie einfach irgendeinen Chip nimmt, jetzt hier so ein MediaTek, sonst was, in eine VR-Brille einbaut und dann irgendwie ein Display zuklöppelt. Das muss schon zusammenpassen. Mhm. Da finde ich jetzt den XR2 durchaus spannend, weil der die Leistung von dem Snapdragon 865 haben soll. Und das ist jetzt der Nachfolger von dem 855er, der gerade überall verbaut wird in den High-End-Geräten. Und tatsächlich richtig, richtig flott. Also nochmal 20% schneller als die aktuelle High-End-Klasse quasi. Und eben cool. Auch entsprechend 3D-Leistung hat. Die 2880 pro Auge soll der sogar mit 90 Hertz schaffen. Das finde ich schon sehr. Das ist ordentlich. Also da sieht man schon mal, wo die Richtung hingeht. Ja, also die Quest 2 könnte zum Beispiel den schon benutzen. Und weißt du, was ich interessant finde, ist tatsächlich, das klingt erstmal nach einem witzigen Feature, aber die vielen Kameras. Das finde ich interessant, weil das beinhaltet nämlich die Möglichkeit, dass man mit diesem Chip auch schon gleich drin hat, Eye-Tracking und vielleicht sogar Face-Tracking und genau, so. Genau, Mund-Tracking. Das ist richtig spannend. Das ist super spannend, du kannst da wahnsinnig viel rumbauen und du kannst ja das auch wirklich ausreizen, weil das Ding für diese Anwendungszwecke geschrieben und gebaut wurde. Also es ist nicht irgendein Smartphone-Prozessor, dem man jetzt unwidmet, sondern wirklich einer, der mit AR, VR und überhaupt im Hinterkopf designt wurde, auf Basis eines sowieso flotten Designs. Und das finde ich schon geschickt. Weiß jemand, cool. Wie da die preislichen Unterschiede sind? Also zum Beispiel zu dem jetzt verbauten Snapdragon in der Quest und so einem Ding, ist das massiv oder? Ich habe keine genauen Preise, aber die kleineren Chips kriegst du meistens so um die 20, 30 Dollar und die größeren kosten dann 100, 150. Also schon ein mehr. Ein wesentlicher Unterschied. Okay. Die müssen ja wirklich jeden Euro sparen in dem Moment. Die viel besser gekühlt werden, brauchen dann wieder mehr Energie. Also das Ding ist ein Powerhouse. Der hat für so einen Mobilprozessor erstaunlich viel Leistung. Was ich immer genial finde bei diesen Chips, dass eben das Referenz-Hardware-Design schon dabei ist. Das heißt, wenn jetzt jemand eine total tolle AR-Brille oder VR-Brille mit genau diesem Chip machen möchte, dann ist das recht einfach. Er muss sich das Rad nicht neu erfinden. Er nimmt einfach dieses Referenzmodell, kann da irgendein Gehäuse drum bauen, im einfachsten Falle, und kann dann mit einer VR-Brille, die diesen Chip benutzt, rauskommen. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Und ihr? Schon. Bedeutet aber auch, dass eben vielleicht auch Hersteller mit einem Gerät rauskommen können, die eigentlich gar nicht das Know-how haben, sondern wirklich bestimmt. Nur... Es ist ja nicht immer nur die Hardware. Manchmal muss ja auch der Rest passen. Ich würde auch gerade sagen, ich weiß nicht, wie relevant das ist, weil also, dann hätte es ja bei dem XR1-Chip auch schon jemand machen können. Also, machen sie auch. Ja, keiner, ja, doch, in China. In China gibt es mehrere Standalone-Headsets, die wir gar nicht kennen. Und die werden auch teilweise gut verkauft. Ich kenne, glaube ich. Ja, die sind nicht für unseren Markt gedacht. Aber da in China. Die chinesische Regierung freut sich natürlich über Chips, die 12 Kameras gleichzeitig anstellen. Ja, genau. Das stimmt. Aber in China werden diese Standalone-Headsets ganz gut verkauft. Und was für eine Infrastrukturen setzen die dann? Was läuft da drauf? Vive-Port,
Echt, lustigerweise, also das ist in China recht verbreitet. Und hier bei uns hier nicht so sehr, habe ich mir sagen Live-Sport lassen. läuft jetzt auch mittlerweile Fokus, Ah, ja, genau, wir haben es kurz im Vorgespräch angesprochen, dass wir es vielleicht doch nicht ansprechen wollen, aber jetzt doch geschehen. Lang Thema beendet. Interessiert auch, ja, genau, das war es auch schon für das Thema. Ja, cool. Was ich mich halt frage, tatsächlich, was früher da sein wird. Also ein Chip, der so viel Power hat wie jetzt PCs oder so. Oder einfach die Streaming-Technologie, die das wiederum hinfällig macht. Das finde ich ganz interessant. Also was jetzt eher Frage, da ich ist. schon, dass wann der Internetausbau so gut Nein, ist. nein, genau. Ich meine, bis das alles in benutzbarer Technik da ist. Das ist eigentlich ganz, ganz nur philosophisch gesehen, weil wir wissen alle, die Pimax 8KX kommt eh später. Kommt später. Ja, ich denke mal, ist die nächste Generation, die zweite Generation, die Quest 2, ist höchstwahrscheinlich so ein Gerät, was beides macht. Dass auf der einen Seite es besser ist mit den Standalone-Spielen, die auf der Brille noch drauf sind, aber das auch schon streamen kann über den 5G-Chip. Das glaube ich Du wirst auch die bei Quest der. jetzt schon als Streaming-Device einsetzen können. Da müsste Oculus nur ein kleines Add-on für den Router rausbringen und Ja, schon. deswegen glaube ich auch, dass es halt in der Quest 2 drin sein wird. Aber auch ein schneller Chip Das muss gar nicht natürlich. in die Quest. Das muss gar nicht in die Quest rein. Na klar, so ein extra Modul mit Mobilfunk kannst du reinbauen, wenn der Chip das eh Ja. kann, sowieso. Aber Genau. Ah ja, das das ist geht auch auch, alles genau. mit der 1er schon. Also du brauchst nichts Neues. Aber bei der 2 wird es auf jeden Fall so sein, denke ich mal. Und Was würdet ihr denn denken, wann wäre ein guter Zeitpunkt für eine Quest 2? das ist eine super Frage, das ist eine spannende Frage. Ich denke mal, sie werden es Ja. recht lange jetzt ja, melken, das Ganze. Weil es ist ein Ich Hit. tippe Es ist mal ein 2 Jahre. absoluter Hit. 2 Jahre. Sie werden Zwei es kommen ja melken, schon aber es ist fast ein ein bisschen kurz vor. Weihnachtsgeschäft oder so. Weihnachtsgeschäft Kommen 2022, oder wie? Ja, die kommen doch immer im Frühjahr, also die Ich Go würde gerade und die sagen, die Quest. Weihnachtsgeschäfte sind denen ja offensichtlich wurscht. Also. Nee, die haben die Go und die Quest alle rund um den Mai gelauncht. Und ich tippe mal 2022, Mai, Quest 2. 2022, ja, kann Nagelt sein. mich fest, nagelt mich fest. Also ein22 könnte Jahr gut denke ich sein. auch nicht, das wäre zu schnell. Nee. Ja, nächstes Jahr wäre zu schnell. Wie lange war denn der Zeitraum von der Go zur Quest? Ein Jahr. Ja. Ein Jahr. Aber Quest 2 wird nicht nur ein Jahr. Was ich mir vorstellen Vielleicht 2 Jahre. Zwei Jahre bestimmt. was sie nächstes Jahr bringen, wäre vielleicht ein Wireless-Modul für die Rift S. Das wäre lustig. Das Dass wäre sie die richtig cool. Quest-Kabel gebunden machen und die Rift S-Kabel los. Oh Das mein wäre Gott. doch. Das wäre ja verrückt. Irgendwas werden sie nächstes Jahr bringen. Und es wird keine neue VR-Brille sein, das wissen wir, oder? Bitte? Irgendwas werden sie nächstes Jahr bringen und es wird keine neue VR-Brille sein. Stimmt. Das wäre eine super Sache, so ein Wireless-Modul. Und dann können sie auch sagen, so, Wieso hey, denkst du, die dass sie Rift irgendwas S ist noch bringen nicht werden tot. nächstes Jahr? Ich glaube schon, dass sie sich die Oculus Connect nicht entgehen lassen werden, da noch wieder was vorzustellen und jetzt wieder noch eine Hardware zu ihrem gewohnten Termin, den sie ja schon seit Jahren einfüllen. Ich denke schon, dass sie noch irgendwas haben. Obwohl, Mein Oder ist es dann doch jetzt haben sie der ja gesagt, Quest-Aim-Controller? Ja, hätte das wäre was. cool, das wäre Echt, cool. warum nicht? Ernsthaft? Ja, Ja. nee, wirklich, weil jetzt haben sie ja gesagt, dass ihre Hardware eigentlich vollständig ist von der ersten Generation mit der Rift S, mit der Quest und mit der Go. Jetzt könnte wirklich coole Zubehörteile kommen. Macht Ja, ein Sinn Deluxe eigentlich. Audio Macht Strap, das wäre Deluxe cool. Audio Strap oder so ein Aim-Controller, genau, finde ich eigentlich Das ist cool. so ein Snap-Ding, was wirklich schnell geht. Ne? Die Quest ist ja mobil und da möchtest du nicht so ein 2 Meter Geraffel im Wohnzimmer rumstehen haben. Man fehlt wirklich was man schnell an die Controller klickt und dann irgendwie auseinanderschnippt und dann hat man da so eine Art Aim-Controller Das zu wäre Hause. super, das wäre klasse, eine geniale Idee. Brauchen Dennis, ja du nicht musst noch da extra arbeiten. Buttons. Ich glaube, die Problematik bei den Stangen, die es da für PC gibt, ist ja, dass jeder wahrscheinlich eine andere hat. Ne? Also, dass man es nicht als Entwickler Ja, so jeder hat eine andere Stange. richtig Jeder. supporten kann. Ja, Also, die du liegt jetzt meinst leider einen wieder hin, ne? Ganzstock Was auch oder immer ich was? erzähle. Ja, Ja, genau, klar. ich meine, ein Aber Ganzstock. ich könnte mir vorstellen, wenn Oculus sowas selber macht und eben als offizielles Zubehörteil verkauft, dass es dann eben auch Support bietet und Genau, das genau, wäre super. und mit das SDK meine was. ich. Ne? Ja. Dann könntest du Funktionalitäten schon in das Ding reinbauen, etc., etc., in einem guten Zusammenspiel mit den vorhandenen Controllern. Und plötzlich hättest du eine interessante Device. Das wäre schon Ja, cool. bei der PS4 Wäre haben sie es ja cool. genutzt, um eben auch die etwas eingeschränkten Move-Controller eben auch um ein paar mehr Funktionen zu erweitern. Das brauchen sie ja bei der Quest nicht. Die Controller haben ja im Prinzip schon Thumbstick und alles drauf und genug Das Buttons. stimmt, genau, das stimmt. Da gibt es Da jetzt nicht reicht so, also. so einen großen Bedarf. Da reicht für etwas Günstigeres, was einfach und schnell geht. Also da würde ich das Gehirnschmalz drauf verwenden,
eine wirklich schnelle Mechanik zu machen, die man schnell wegstellen kann, die nicht viel Platz wegnimmt und nicht zu teuer ist und wo die Controller einfach reinschnippen quasi. Das ich glaube, Niki ist da eher der Profi für Gunstocks. Ich denke auch. Ja, also ich spiele wirklich gerne Shooter mit einem Gunstock. Ich habe diesen ProTube VR schon ewig. Und auch diese allererste Version davon, was es da gab, da gab es auch noch nicht diese Auswahl von den Modellen. Und ich liebe dieses Teil einfach. Also Shooter zocken und dann noch mit so einem Gunstock, das ist schon cool. Geil. Hm. Ja. Cool. Ja, das wäre eine super Sache. Ja, können Sie echt mal machen. Ja, und da sehe ich. Vor allem, um dann auch mal einen anständigen Preis für sowas zu generieren. Ne? Ich glaube, diese komischen Gunstocks kosten noch, das ist nur ein Metallstab mit ein bisschen Zeug dran. Das ist doch irgendwie 80 Euro. 80, oder so. 90 Euro auf jeden Fall. Ich glaube, mit Carbon, die kosten noch mehr. Dann hat man ja dann diese verschiedenen Halterungen einmal zum Reinstecken, dann diese Cups und dann auch mit Magnet. Dann gibt es gibt's auch noch andere Firmen, die das jetzt herstellen. Ich glaube, von Mammut oder so gibt es da auch noch was. Hm. Es gibt auch schon Sets, sich das selber zu bauen. Man kann auch diese Halterung ausdrucken und sich Rohre im Baumarkt besorgen. Also es gab da schon ganz kreative Ideen, wo sich Leute sowas wartet, selber gebaut haben. Wartet, Rohre im Baumarkt besorgen. Da habt ihr keinen Witz zu? Komm schon. Ich hab nur dran gedacht, aber ich dachte mal, das wäre jetzt zu viel. Was ist denn daran so zu witzeln, Rohr im Baumarkt zu kaufen? Wie soll ich sagen? Sag mal, geht's noch? Warst du schon mal in einem Baumarkt? Nein, aber ich war auch noch nicht in einem Rohr, also... Das musst du ja auch nicht. Wenn ich in einem Baumarkt war, habe ich da die Rohre nie gefunden, weil mir keiner helfen wollte. So und jetzt. Ja. Oh, jetzt habe ich ein Kopfkino. Ey, ist gut jetzt. Nein, ich habe mich nur gewundert, dass normalerweise lassen die anderen keine Chance recht aus, Schlüpfringe zu recht machen. Und diesmal. Ich musste mich auch wirklich ein bisschen kontrollieren gerade. Soll ich sagen, man kann sich eine Metallstange kaufen? Ist es besser? Nicht viel besser. Nicht viel. Ich wollte eigentlich was zum Thema sagen, aber jetzt sag doch mal was zum Thema, was ordentlich ist. Ich meine, stellt euch mal vor, Oculus nimmt tatsächlich Geld für sowas in die Hand und entwickelt sowas professionell. Man hat ja gesehen, wenn Sony sowas macht, dann kommt da was wirklich Brauchbares raus. Der M-Controller sieht zwar nicht aus wie ein Profi-Gewehr, aber das soll es ja gar nicht. Nee, aber der bringt Spaß, er liegt gut in der Hand, er hat eine Menge Funktionen, die man vermisst hat. Und er funktioniert, ne? Das ist genial. Und es gibt gute Spiele, die darunter umentwickelt wurden. Und wenn jetzt so ein Oculus so ein Ding rausbringt, es wäre gut, das wäre klasse. Dann könnte es hochwertig sein, vielleicht gar nicht so teuer und eine Softwareunterstützung haben, die wirklich nennenswert wäre. Also ich hätte da echt Bock drauf. Ich hätte auch Bock drauf. Aber jetzt möchte ich mal gerne den Mo fragen, was meinst du denn, wie die Quest 2 aussehen wird? Also wenn es nach mir ginge, tatsächlich wie so eine Skibrille. Hm? Okay, ja. Also ganz, ganz wichtig für mich wäre wirklich, wenn sie in der nächsten Generation so diese ganze Gewichtsproblematik erledigen. Also das tatsächlich ein leichtes, entspanntes Fall. Gerät, wo wir auch gar nicht mehr drüber nachdenken müssen, ist das Headstrap besser, ist das Headstrap besser, weil es einfach echt... Du beschreibst den Wenn die Index aber ein bisschen leichter wäre. Die Index ist noch nicht eine Skibrille, Dennis. Das ist ein schönes Gerät, aber... Vom Aufsetzen hast du gerade genau das beschrieben. Das stimmt, keine Gedanken um Headstrap. Ja, das stimmt. Aber es ist noch ein bisschen zu schwer. Ja, bei der Index musst du auch hier so Schrauben und da so. Ja, einmal kurz. Aber stell dir vor, du setzt es einfach auf. Und musst nicht mehr drüber nachdenken. Nike-Technik, die einfach sich so um deinen Kopf und dann saugt sie sich. Und das halt aber jetzt dann bitte ohne Kabel und ohne dicke Dinge dran und so. Das wäre meine Vorstellung von der perfekten VR-Brille. Jetzt muss ich aber doch nochmal begrenzen. weil was die Quest definitiv jetzt schon macht, ist das ist so toll, dass man die einfach nimmt und spielt und sich über so viele Sachen keine Gedanken mehr machen muss. Das macht die schon so richtig. Und ich würde mich so freuen, wenn die letzten kleinen Geschichten in der nächsten Generation weg sind, weil was sie jetzt schon zeigen, und das erstaunt mich immer wieder, dass sie mit diesem Blödchip, der da drin ist, schon so krasse Sachen machen können. In der nächsten Generation, glaube ich, ist das Thema, spiele ich am PC, spiele ich mobile, ist es gegessen. Das wird okay sein. Absolut, stimme ich dir hundertprozentig zu. Es wird nicht mehr den Oculus Quest Store geben und den Rift S Store. Es gibt nur noch einen Oculus Store, alles verbunden, alles gleich, weil die alles kann. Gehe ich auch von aus. Was denkst du denn, Niki? Ein bisschen mehr Texturspeicher wäre geil. Das wäre gut. Wenn ich mir was für die Quest 2 wünschen dürfte. Ja. Mehr als 4 GB, bitte.
Was, ja, der Zitronenarzt würde sagen, kannst du reinlöten. Ja, ja, stimmt. Was meinst du, Niki? Reinlöten. Was meinst du, Niki? Was glaubst du, wie die Quest 2 wird? Ich denke mal, dass das ja auf alle Fälle viel besser wird. Und die Technik geht ja immer weiter. Alle Sachen entwickeln sich ja weiter. Und ich würde es mir wünschen, dass das nochmal so einen großen Sprung nach vorne gibt und ja auch eine sehr große Verbesserung da ist. Und wenn das dann mit dem Streaming dann alles perfekt funktioniert, also da könnte ich mir das schon sehr, sehr geil vorstellen. Ich mir auch. Ja, klar. Denn, und es, ja. Die ist ja jetzt schon gut. Und auch andere VR-Headsets sind gut. Man hat damit seinen Spaß und es gibt Leute, die zocken nur noch VR. Ich selber zocke ja sehr, sehr viel VR. Genauso die ganzen Leute in der Community und es ist einfach geil und es wird immer besser. Es ist der Wahnsinn. Ach, eine Sache, die wir gerade über den XR2-Chip noch nicht gesagt haben, er hat ein 5G-Modem integriert. Das heißt, wenn man sich das Ding reinbaut, dann hat man schon eine 5G-Connection und das ist ja das, was auf jeden Fall kommen wird. Dass wir die Spiele einfach nur noch streamen werden. Ja, deswegen, hast du das nicht auch schon gesagt? Deswegen habe ich das jetzt mit dem Stream angesprochen. Ja, ja genau, das hast du perfekt auch einfach so hineingebracht. Ja. Genau, also ja. Es wird gestreamt vom Allerfeinsten. Was mir gerade in der letzten Woche aufgefallen ist, es sind wahnsinnig viele neue Leute in VR-Gruppen dazugekommen, bei Facebook, in Foren und sonst wie. Sehr viele Leute, sehr, sehr viele Leute. Also kann ich bloß bestätigen. Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Was denkt denn ihr, was jetzt, sagen wir mal, zum Jahresende die Quest verkauft haben wird? Half-Life wird wahnsinnig viel ausgelöst haben. Und Link natürlich dann in Verbindung. Und die werden, ich denke mal, schon alles verkaufen, was sie produzieren können. Ich weiß noch nicht, wie viel sie produzieren können. Aber die sind ausverkauft. Meinst du, dass der normale Konsument die Brücke geschlagen kriegt zwischen ich hole mir eine Quest und kann dann auch Half-Life spielen? Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich glaube eher, dass der normale Konsument die Brücke nicht geschlagen kriegt, ich kaufe mir eine Quest und könnte kein Half-Life spielen. Genau, ja, hast du recht. Das stimmt. Naja, sie können mit Half-Life spielen. Das ist nämlich nicht so easy. Der normale Konsument würde sich ja jetzt für die Quest entscheiden, weil er die so eingepackt mitnehmen kann und benutzen. Der hat ja jetzt erstmal kein PC, oder? Und VR und Spiel und VR und dann ist das ja auch VR, also muss es irgendwie gehen. Und ganz ehrlich, meine Nachbarin kam mit einer Wii an und wollte Wii U spielen, weil es ist ja eine Wii. Das muss doch gehen. Das ist unterschiedlich. Das ist mir egal. Den Leuten ist es egal, wirklich. Die haben gar keine Ahnung. Ja, aber die haben auch keinen PC, meinte ich. Glaubst du, wie vielen Quest-Leuten ich in letzter Zeit erzählen musste, dass sie tatsächlich einen PC brauchen, wenn sie Link benutzen wollen? Weil die teurere Grafik kommt natürlich nicht vom USB-Kabel berechnet, sondern von dem, was auf einer Ende ist. Aber es ist doch logisch, wo soll denn das herkommen? Ja, für uns ist es logisch, für uns. Wir sind komplett in der Blase. Wir sind die Blase. Wir leben in der Blase. Aber wirklich wieder so ein Beispiel, dass die komplette Aufklärung fehlt über sowas. Oh, ich finde auch, dass der Bundestag, die sollten ein Programm starten und darüber reden, wie wichtig VR ist. Ja, wir würden erst nochmal diese ganze Umwelt und was auch immer die ganzen Tag bereden, alles Quatsch. Nein, das Ding ist ja, dass in den auch in den Gaming-Medien VR eben wenig stattfindet und eben wenig Background-Artikel zu sehen sind. Und daher wenig Leute was wissen. Da musst du dich dann schon in unsere sehr skurrile Nerdblase hier verziehen und komischen Kanälen wie deinem, Nikis oder Sebastians folgen. Und dann kriegst du die Infos ja auch mit. Aber das ist ja schlimm, dass es so ist. Weil wenn jetzt mal so ein VR-Artikel kommt, zum Beispiel jetzt mit Half-Life oder so, da wird dann irgendwas geschrieben, teilweise sogar noch falsch berichtet. Mit eurem Handy? Es wird über das Spiel berichtet, aber es fehlt schon von Anfang an diese Grundaufklärung, was ist VR überhaupt? Das war einfach von Anfang an nicht da, dass viele Leute damit auch nichts anzufangen wissen. Ja, deswegen gibt es ja zum Glück uns, die den Leuten das genau erzählen. Aber ich möchte noch mal kurz auf Mo's Frage eingehen. Oh, da ist was hingefallen. Wo war das? Das war, glaube ich, bei Mo. Okay. Isa, was ist dir da hingefallen? Also, Isa, was ist da los? Was ist da los, immer? Was ist da los? Ist was hingefallen? Was ist da los? Zuckt nur mit den Schultern. Also, naja, aber ich wollte mal ganz kurz sagen, die Quest verkauft sich wie geschnittenes Brot. Und zwar in den Vereinigten Staaten kann man sie nicht mehr kaufen. Ich war gerade auf Amazon.com und habe mal geguckt, wie teuer die Quest jetzt da ist. Die kostet jetzt $700.
bei einigen Händlern. Ja, 700 Dollar, weil man sie nicht mehr bekommt. Jetzt schon nicht mehr. Das heißt, irgendwelche Leute wollen da jetzt das Geschäft ihres Lebens machen und verkaufen die jetzt bei Amazon für 600 und noch was Dollar. 650 oder was. Und ja, es ist krass. Und es wird auch hier so sein. Also Leute, wenn ihr noch ein schönes Weihnachtsgeschenk kaufen wollt, jetzt noch, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, euch die Quest zu kaufen, wo sie noch nicht ausverkauft sein wird. Sie wird noch ausverkauft sein. Also, ich habe da für 600 Euro könnt ihr eine leicht gebrauchte, genau, übrig. Original. Ich habe ja auch noch eine rumliegen für nur 700 Euro. Was ich wirklich lustig finde, sind in diesen Questgruppen bei Facebook zum Beispiel die Leute, die meinen, eigentlich haben wir die für unseren Sohn zu Weihnachten gekauft, weil wir mussten das ja vorher ausprobieren, ob es dann auch funktioniert, nicht, dass da Stress gibt. Und dann haben wir die ganze Nacht durchgezockt, bis der Akku alle war, den Akku wieder geladen und weitergezockt und wir wollen gar nicht mehr aufhören. Jetzt haben wir eine zweite gekauft. Ja, ja. Auch schön. Genau, genau, ja. Das ist aber auch, das finde ich zum Beispiel interessant, ne? Bei der Quest ist das wirklich ein valider Punkt. Du kannst dir zwei holen. Und stimmt. Wer auf der ganzen Welt würde sich dann in die Wohnung noch einen zweiten Gaming-PC stellen, außer Dennis? Ich habe auch zwei PS3 übrigens. Einen habe ich gerade verliehen. Ich habe auch zwei PS3, aber ich rede jetzt über richtige Menschen, nicht über uns. Nee, aber im Ernst, also wirklich engagierte Gamer würden sich doch keinen zweiten PC in die Wohnung stellen, oder? Das stimmt. Das wäre schon verrückt. Und das ist auch ein winziger Aspekt, der bei der Quest funktioniert. Du kannst dir zwei Stück kaufen und in deiner Wohnung haben. Ja, und das ist und es ist okay. Es wird dich keiner drauf angucken. Ist interessant. Kann ja keiner mehr gucken mit dem Ding auch. Nee, ist ein interessanter Aspekt, ja. Dass du einfach zwei holen kannst und dann kannst du Rec Room oder so wirklich zusammenspielen in der Familie auch. Fantastisch. Ja. Absolut. Ja, die bräuchten doch so eine Familienbibliothek irgendwie und irgendwie ein bisschen was Netteres, dass Familien tatsächlich auch Multiplayer bei mehr Spielen machen können und sich trotzdem einen Account teilen. Hm. Ich weiß, es ist konträr zu dem, dass man Geld verdienen will mit der Software, aber ein paar mehr Familienmodi wären ganz cool, gerade jetzt, wo das Ding so ein bisschen in den Mainstream schwappt. Ah, die Quest ist so ein geniales Weihnachtsgeschenk, wirklich mal. Also ich hatte ja heute, ich hatte heute eine Familie da. Auch nicht schon wieder. Drei Generationen. Oh, Erleuchtung. Oh! Ich hatte heute eine Familie da, drei Generationen, Tochter, Vater, Oppi. Und alle waren begeistert von dem Gerät. Und die Tochter wollte dann die Quest haben. Und der Vater meinte aber, aber alle Geschenke sind schon gekauft. Aber ich glaube, ich kaufe mir das Ding. Oh nein, ist das frech, ey. Ach, war nur so Spaß. Aber die werden sich höchstwahrscheinlich auch die Brille kaufen, die ihr heute gesehen habt, bei mir im MFTV Experience Erfahrungsbericht. Die waren schon begeistert. Ach ja, eigentlich alle. Nee, wirklich alle, die hier zum ersten Mal VR testen, wollen sich dann die Quest kaufen. Das ist der Wahnsinn. Ich hab das ja vorhin schon mal zu dir gesagt. Wenn die VR-Headset-Hersteller den Arsch in der Hose hätten, zu agieren wie Valve, die ja ihre Top-Premium-Marke für VR quasi auf den Markt geschmissen hat, ohne auch nur einen Cent wahrscheinlich damit zu verdienen, wenn sie das Spiel verkaufen, Half-Life. Ja. Wenn die den Arsch in der Hose hätten, zusammenzuarbeiten, zu sagen, okay, wir müssen jetzt einen Kick geben, dass VR sich besser verbreitet. Wir wissen, VR mögen die Leute erst, wenn sie es ausprobiert haben. Mhm. Lass das doch mal kombinieren. Ja. Und lass cool. dann doch tatsächlich so ein paar Showrooms mit allen VR-Brillen zum Ausprobieren hinstellen. Gut, dass ein paar Hersteller Angst haben, weil sie nicht so gut abschneiden, ist dann deren Ding. Aber ja, stimmt. Ich würde doch in die Elektromärkte gehen und da wirklich aktiv Promotoren reinschicken. Ich würde MRTV Experiences aufbauen, in jedem Land mehrere. Wirklich, und stimmt. Versuchen, da ein bisschen Promo zu machen, besser als Fernsehwerbung. Ja, und dann das ganze Film, so wie ich das mache, und den Leuten zeigen, dass, wenn man es wirklich ausprobiert hat, man total begeistert ist. Ja, und da kannst du dann ja auch wieder tolle Promo-Videos machen. Ja, ach genau. Das ist ja so viel. Aber warum macht ihr das denn nicht? Die kriegen es ja nicht mal auf die Reihe, auf eine Messe zu gehen. Gamescom oder andere Gaming-Messen. Nicht mal da, wo man was ausprobieren kann. Das HTC war schon da, aber da gab es nur die Zähler. Da TV-Experience zu finanzieren. Na, oder warum werden solche Leute wie der Sebastian oder auch der Voodoo nicht mehr unterstützt, wo man das jetzt wirklich anbieten, die das anbieten, da könnten die doch dankbar sein und sagen, ey, da ist jemand, der zeigt unser Headset, den geben wir das einfach mal. Ja, genau.
Aber nix ist. Aber da kommt einfach nichts. Das wäre ja wirklich das Einfachste. Die würden dann ein Headset verschenken. Ich bin dafür. Vor allen Dingen ist es jetzt ja auch kein Betteln oder so, sondern ein, das ist die beste Werbung. Eure Verkäufer an, das könnt ihr messen. Okay, bei der Vive Cosmos jetzt nicht. Ja, HTC, glaube ich, sollte wenn, sich dann wenn ich jetzt mal, verkaufen. Wenn ich jetzt ja, mal du. Überlege, wenn du von deiner Experience sprichst, ja, wie viele Leute, die Katze. Ich habe einen Schwanz bei dir im Bild gesehen. Okay, jetzt muss ich auch mal einen Witz machen. Nein, ich lass mich jetzt mal ausreden. Nee, aber wenn ich jetzt wirklich sehe, wie viele Leute sich die Quest schon wegen dir gekauft haben oder die Index. Ja. Ja, weil warum bekommt da einfach nichts, ne? Nee, das, ich mal. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Dann müssen sich solche Leute das Zeug dann alles noch selber kaufen für viel Geld. Und für die wäre es ja jetzt nicht so wirklich der Aufwand. Oder wenn die sich jetzt die Headset-Hersteller zusammentun würden und auf irgendeiner Messe einen gemeinsamen Stand, wo über VR aufgeklärt wird, wo man die Headsets ausprobieren kann. Und die müssten sich ja da vielleicht nicht mal selber hinstellen. Dann würden sie halt einen Sebastian einladen, ja, der sich auskennt und den Leuten das zeigt oder auf so. Auf jeden Fall. Also ja. Das ist einfach... I'm for hire. Ja, sie können mich auf jeden Fall auch mieten. Kein Problem. Aber ich denke, VR braucht tatsächlich so eine Lobbygruppe, die auch PR-Aufgaben übernimmt. Weil die PR-Agenturen, die es machen, die geben sich zwar Mühe, aber die stecken halt nicht so tief im Thema. Ja, sie können es halt nicht so richtig, ne? Haben wir schon festgestellt mal. Antworten ja, aber nicht so schnell Problem auf Nachrichten ist ja auch, so. Man kann ja nicht alles können müssen. Es ist halt ein Thema, das nun mal sehr special interest ist. Und ich verstehe das ja. Aber es gibt ja Leute, die kennen sich aus. Und dann holt euch doch welche. Ja, genau. Sollten sie echt mal machen, ne? Naja. Ja gut, dann reden wir jetzt mal über unser letztes Thema für heute. Und das ist jetzt... Das ist ein Spiel. Ja genau, es ist unser letztes Thema für heute, Arizona Sunshine für die Quest. Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können, noch keine Zeit gehabt, aber der Mo hat es ausprobiert und ich würde jetzt mal ganz gerne den Mo fragen, wie hat es dir denn gefallen? Also ich glaube ganz gut, meintest du schon vorher, ne? Genau, ich habe ja vorhin schon ein bisschen vorgegriffen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe nicht nur mein 20 Minuten Testvideo aufgenommen, wo ich mir alles genau angeschaut habe und gecheckt habe, was das jetzt kann und so, sondern ich habe danach dann wirklich eine Stunde noch weitergespielt, nächsten Morgen noch eine Stunde gespielt, weil es mir einfach wirklich Spaß macht. Einfach cool. Nackten Spaß. So, und das... Ich finde den Port super gelungen. Also ich finde es sehr, sehr eigentümlich, dass einige Leute finden, dass die Grafik nicht so gut ist, auch wie auf dem PC. Ja, das ist eigentümlich. Weil natürlich. Es ist halt kein PC. Aber ich finde, das ganze Gameplay und so, es fühlt sich genauso an, wie sich das Arizona bisher anfühlte. Und warum auch immer ist das ein Spiel, was bei mir was triggert. Ich habe richtig Spaß daran. Cool. Ja, bedenk halt auch mal, die meisten Leute kennen tatsächlich nicht die Unterschiede, was so eine etwas offenere Welt im Vergleich zu einer Whale-Shooter-Geschichte an Leistung erfordert. Und die ganzen Leute, die sich jetzt die Quest holen, beziehungsweise die jetzt die Quest geschenkt bekommen zu Weihnachten, die kennen ja auch Arizona Sunshine auf dem PC gar nicht. Ja, die spielen jetzt zum allerersten Mal und die können nicht vergleichen. Die werden bestimmt nicht sagen, das sah aber hier auf dem YouTube-Video vom Sebastian vor 2 Jahren besser aus. Ich glaube nicht. Ich habe trotzdem sehr viele merkwürdige Meinungen darüber gelesen, ja? Also wo Leute konkret gesagt haben, das Arizona Sunshine sieht ja nicht so gut aus und dann vergleichen sie das mit Red Matter oder so, ja, was ein Spiel ist, was die komplette Performance in die Grafik steckt, weil sonst nichts drin ist. Da sind keine physikbasierenden Zombies, die rumtappern und so. Ja, du Körperteile abschießen kannst. Ist aber auch eine Geschichte, wo man dann auch als jemand, der versteht, was da technisch im Hintergrund abläuft, auch natürlich mal überlegen muss. Ne? Ist das schon ein Argument, kann man auch machen. Ne? Dass einer sagt, ey, das hier sieht total geil aus auf der Quest und Arizona sieht aus wie was weiß ich, PlayStation 2 Style oder so. Sieht es denn so schlecht aus, oder? Ich habe es wirklich noch gar nicht gespielt. Ja, eher PS3. Ich weiß. Also ganz frühe PS3. Ja. Aber PS3 ist doch in Ordnung für VR, finde ich. Ja, ist also wie gesagt, ich bin ein Typ, ich spiele nicht, wenn mir die Grafik nicht gefällt, aber auch stilistisch, ne? Und ich habe da überhaupt keinen Stress mit. Vor allen Dingen auch hier wieder, was ich immer sehr, sehr krass finde auf der Quest. Die Spiele laufen in einer
wirklich guten Auflösung. Das ist manchmal nicht die native Auflösung, die die Quest wirklich hat, weil sie das performancemäßig nicht schaffen, aber dass da mal was jittert oder so, das ist wirklich selten. Und auch bei Arizona alles clean. Ich bin nur begeistert. Das macht echt Spaß. Wow, cool. Und jetzt kann man sich, ohne sich mit einem Kabel zu erhängen... Ist nicht schlecht, oder? Muss ich zugeben. Zombie. Das ist leider scheiße, ja. Das ist leider geil. Weil, du wirst dich dran gewöhnen. Solange ich meine olle Rift mit dem Front-Tracking hatte, hat VR ist für mich so geblieben wie immer. Aber jetzt mit der Quest wird es immer mehr aufgeweicht, sodass ich manchmal schon die Bewegungsfreiheit dann auch zu schätzen weiß, die bietet. Cool. Du wirst dich dran gewöhnen. Aber es gibt genügend Spiele, wo man das gar nicht braucht. So Sachen, die ich im Sitzen spiele, da ist mir vollkommen wurscht. Ja. Und es sei denn, du hättest einen Drehstuhl. Im Sitzen. Nee, wäre für mich gar nicht so relevant, muss ich gestehen. Also, hast du denn einen Drehstuhl? Ja, ich sitze gerade auf einem, ehrlich gesagt. Aber ist die Immersion besser, wenn ich mich in einem Spiel, wo ich sitze, dann mit einem Stuhldreher? Das ist doch komisch, oder nicht? Da, ehrlich gesagt, das mache ich dann mit einem Daumen. Das ist okay für mich. Also du musst mal nach Dortmund kommen und die Cyberschuhe ausprobieren. Ja, übrigens. Der kann auch nach Hamburg kommen und die nach Grevendeich kommen. Übrigens, ich muss das ganz kurz mal einschieben. Wenn ihr Lust habt, nächste Woche vorbeizukommen, nächsten Samstag ist nämlich hier eine Party bei mir, eine VR-Community-Party, wo man mal vorbeikommen kann, kann man mal ein Bierchen mit mir trinken, kann man mal was ausprobieren an VR-Headsets. Also, wer kommen möchte, nächste Woche Samstag ist hier die Community-Party in Dortmund. Und den Link dazu, den tue ich euch auch nochmal unten in die Beschreibung. Kostet 10 Euro der Eintritt und dafür gibt es dann lecker was zu essen und auch zu trinken. Also, ja, wenn ihr kommen würdet, ich würde mich natürlich total freuen. Ne? Also, ihr seid herzlich eingeladen. Alle. Ja, ich glaube, das wird eng. Und es gibt auch taiwanische Snacks von meiner Frau und sie möchte ein Video machen, wo wir das nämlich essen als Deutsche und dann wird das viral gehen und es werden die nächsten 50 Millionen Klicks. Das klingt super. Kannst du endlich mit diesem VR-Nischenzeug aufhören. Kann ich endlich aufhören hier mit dem Scheiß hier. Leute da draußen, ne, wenn ihr einmal vom taiwanischen Fremdenverkehrsministerium angesprochen werden wollt, dann kommt vorbei nächsten Samstag. Ja, genau. Ich werde euch den Link unten in die Beschreibung reinschreiben. Würde mich freuen, wenn ihr kommt. Ja, aber ich bin jetzt, ich habe euch jetzt das Thema total zerstört. Es ging um Drehstühle. Jetzt ging um Drehstühle? Das war doch schon zerstört. Arizona Sunshine. Ach so, aber, da waren wir. Ich glaube, Dennis hat es da auch gespielt, ne? Ich habe es auch gespielt. Mir hat es dir gefallen. Ich muss den Koop nochmal spielen. Der geht nur mit Questleuten, oder? Sag mal, der Koop ist ja mit vier Leuten, anstatt mit zwei? Kann das sein? Vier Leute Horde? Leute mit, okay. Okay, nur zwei. Also Leute, alles wie immer. Horde mit vier. Ja, okay. Aber das geht nur mit Quests dann, oder? Also ich glaube nicht mit Ich denke schon. Also das ist etwas, was ich auch noch nicht befriedigend ausprobiert habe. Ich war kurz mit jemandem im Koop, aber das hörte nach 5 Minuten auf. Und ich kann leider nicht feststellen, ob das jetzt an meinem Handy liegt oder ob der Typ nach 5 Minuten keinen Bock mehr hatte. Ja, alles möglich. Nicht an meinem Handy, Entschuldigung, an meinem Schuh. Wieder einen Schwanz. Wie süß. Ah, der Schwanz ist so schön. Der Dennis hat wieder den Schwanz im Gesicht. Mein Facebook-Profilfoto. Sorry, Leute, sorry. Also mit diesem Podcast werden wir nicht mehr professionell. Nein, ich glaube, das ist abgefahren. Das ist auch gar nicht unser Anspruch, glaube ich. Das ist da nicht. Nee, was nämlich passiert ist, ich habe mitgekriegt, dass viele technische Probleme hatten beim Start von Arizona Sunshine, ja. Die konnten teilweise irgendwie eine Hand nicht benutzen und hatten rucklige Bilder oder so. Bei mir war das alles smooth. Ich weiß nicht warum, ich habe auch eine normale Quest. Das war wohl leider ein bisschen ärgerlich. Es gab wohl bei einigen technische Probleme. Bei mir hat es geruckelt, wenn ich irgendwie an Autos rangehe und einen Kofferraum aufmache oder so, dann gab es ein kleines Verzögern immer mal wieder. Aber sonst ging es eigentlich. Naja. Aber an und für sich ist es schon eine gute Geschichte, ja? Sagt ihr? Ich finde, das spielt sich genauso wie auf dem PC. Ah, super. Dann werde ich es lieben, ganz bestimmt. Mag man's. Das Einzige, was man dem wirklich vorwerfen kann, ist, dass es kein Cross-Buy hat. Ja, das kostet jetzt auch auf der Quest nochmal 40 Euro. Ja, das ist schon krass. Nein, das ist blöd. Und das ist schon anständig. Also das ist für so einen Titel...
Aber dafür gibt es eine professionelle deutsche Vertonung. Professionell, ja. Aber ich gönne es Ihnen ja, dass Sie damit da Geld machen, weil das Spiel einfach Spaß macht. Das ist es einfach. Es hat mir immer Spaß gemacht und fertig. Also das Spiel ist echt gut. Und das ist auch ein Ding in den Horde-Modus oder so. Du kannst ja immer mal wieder so eine halbe Stunde rumballern mit Freunden. Das ist so spaßig. Ich habe den Horde-Modus noch nie gespielt. Oh. Ist das krass oder was? Das ist geil. Das ist geil? Das ist wirklich geil, ja. Super lustig. Wow. Warum gehst du da nicht? Du musst Zombies abschießen. Zombies abschießen. Im Horde-Modus, die sind unterschiedlich. Der ursprüngliche Horde-Modus ist wirklich, du bist, da ist ein Zelt in der Wüste von Arizona. Und dann kommen halt von allen Seiten die Zombies und du stehst maximal zu vierter und ballerst um dich wie ein Bescheuerter. Nach jeder Runde kriegst du bessere neue Waffen und dann kommen wieder die Zombies und so weiter, Welle für Welle. Und dann gibt es noch eine neue Map für den Horde-Modus. Auf der Quest werden die übrigens kostenlos nachgereicht. Die spielt dann unter Tage in dieser Mine, in der man auch in der Story vorbeikommt. Und der dritte Modus, der ist richtig geil, der ist in einem Haus. Mhm. Und da bist du im Haus, die Zombies versuchen reinzukommen. Und du musst aber auch im Haus, während die Zombies reinkommen und während du dich verteidigst, musst du Türen öffnen und dir selber noch Wege und versteckte Gänge und so freischalten. Und das ist ein Riesenspaß. Ich habe das wirklich super gerne gespielt. Oh, cool, das muss ich echt mal spielen. Und du bist halt zu viert, kannst du dich immer wiederbeleben gegenseitig. Ne? Das ist auch ein Aspekt. Und ich finde gerade Multiplayer ist besonders grandios. Wow. Das ist gut. Hört sich so ein bisschen an wie Left 4 Dead. Dass man sich gegenseitig wiederbeleben kann. Ja, nur ein bisschen eintöniger noch, aber bringt trotzdem Spaß. Hauptsache schießen. Also, ich fand es echt geil und es gibt auch ganz viele Waffen und ich weiß nicht, irgendwas triggert Arizona bei mir. Ich habe schon gesagt, für mich funktioniert das total krass. Cool, perfekt. Und genau, die deutsche Synchro ist fürchterlich. Die ist so schlimm, dass sie schon wieder witzig ist. Ja, genau. Ich fand es echt lustig. Die könnt ihr umschalten. Die erzählen dann nie irgendwas Wichtiges. Schaltet auf Japanisch. Habt Spaß damit. Ist total egal. Aber selbst die Deutsche ist ja schon lustig, dass es so schlecht ist. Ich finde es lustig. Ja, aber manche Leute nicht. Das muss man auch mal sehen. Ne? Also manche Leute finden das nicht lustig. Die finden es total doof, unprofessionell. 40 Euro, das kann wohl nicht wahr sein. Aufreg. Vielleicht sogar zu Recht, wer weiß. Vielleicht gibt es auch den einen da draußen, der sagt, wieso so spreche ich auch. Ach ja, ich bin ja der. Ja, das war der eine war das. Der denkt sich so, ey, das ist. Ich frage mich, cool. Was der sich, wenn der unseren Podcast hört, der scheint ja offenbar Deutsch zu können. Tut mir leid, aber das war echt nicht. Echt. Naja. Ich sag euch, das war kein Sprecher, das war nicht mal ein Sprecher. Die haben irgendeinen Typen, der Deutsch konnte, gehabt. Ja, aber vielleicht hört er ja Podcasts und dann dürfte ihm das wehtun. Nee, der ist schon tot. Der wurde erschlagen. Ja, das war der Erste, der in diese Falle getappt ist. Genau. Ja, aber ich weiß auch nicht, ich finde das schon wieder fast kultig, dass es so schräg ist. Ja, ich persönlich auch, wirklich. Und da werden wir auch in 20 Jahren in Retro-Büchern drüber lesen, garantiert. Die Kernmechanik von Arizona funktioniert eigentlich einfach für mich. Ich habe nämlich gerade auf dem PC zum Beispiel Boarding Steel getestet und das ist auch rumlaufen, Dinge ermorden. Und da macht das Dinge ermorden überhaupt gar keinen Spaß. Das ist tütelig und komisch und wir haben echt ein Leben. Und dann ist das ganze Spiel halt für mich hinfällig. Ja? Was soll ich da, wenn sich die Spielmechanik an sich anfühlt wie anstrengende Arbeit, dann ist es uncool. Und das macht Arizona Sunshine richtig. Das ist toll. Cool. Ja, schießen, laufen, das passt. Und sogar noch mit Kollegen zusammen. Also für Feier, ja genau. Einfach abends mal eine halbe Stunde mit einem Kollegen im Horde-Modus Zombies töten. Hallo? Das ist schön. Es hört sich gut an. Das ist Kneipenschlägerei. Oder? Ich mein, ja, oder das ganze Spiel. Braucht man nicht mal VR für. Das auch im Koop zocken kann, das ist einfach genial. Das ist das Beste. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, als ich jung war, musste ich für sowas S-Bahn fahren. Heute setze ich eine Quest auf und schütte Zombies. Ja, genau. Man kann sich auch in der virtuellen Realität miteinander unterhalten. Bei dem Horde-Modus. Ja. Ja, das geht, ja? Ja, das geht. Du kannst sogar du siehst sogar die Welt um dich herum in der virtuellen Realität, ja, und hörst die Zombies und
Wow, das ist ja, als wäre man da drin mit seinen Kollegen, ja? Als wärst du da drin, ja. Das ist ja, obwohl du nur einen großen Monitor vor Augen hast und nicht mitdrehst. Das genau, ist ja, das ist halt, wenn du toll, zwei große Monitore vor den Augen und wow, hinter. Das werde ich mal ausprobieren. Das können wir ja wirklich mal ausprobieren, so ein Quest zu dritt, das zu spielen im Horde-Modus. Weil die Niki hat ja leider keine Quest. Ich habe keine Quest, nee. Ja, das ist echt ein Fehler. Mhm. Oculus, schick dir Niki bitte mal eine Quest und so einen Account, okay, wo alles freigeschaltet. Das, ja, genau, das wäre richtig geil. Ich werde es versuchen, oh, anzustehlen. Das dauert immer ein bisschen. Ja, guck mal, hier Repro will auch mitmachen im Horde-Modus. Ja, ja, perfekt, dann haben wir schon. So okay. Lass uns das wirklich machen. Ich habe total Bock drauf. Ja, und vor allen Dingen bei mir, ich habe nämlich das Modem des Todes zu Hause. Ja, Arizona Sunshine auf der PlayStation konnte ich nicht im Horde-Modus benutzen. Das ist nach 2 Minuten immer ausgestiegen. Ich habe 1 Monat lang alle Konfigurationen ausprobiert. Das war mir wirklich wichtig. Ja, genau. Ging nicht. So, aber eine PlayStation mit all ihren Kabeln und Zeug und ins Büro zu schleppen in ein anderes WLAN, mache ich halt nicht. Ne? Ratet, wo das jetzt geht. Mit auf der Quest. Kasten. Also, ich wette, dann geht es bei mir nicht. Also, die Quest schickt sich an, dem Mo richtig gut zu gefallen. Ja, die wird der PSVR ganz schön gefährlich. Nicht, dass die dann eifersüchtig wird hier, die PSVR. Ach, das ist Streaming, wenn die das könnte, wa? So richtig. Ich wollte gerade sagen, was unschlagbar ist auf der PlayStation ist, wenn ich ein neues Spiel mir angucken will, dann gucke ich es mir an. Und alle können mit zuschauen. Das ist so unglaublich gut. Es ist so gut, ja. Das geht nicht auf der Quest. Das geht nicht auf der Quest. Alles, was die Leute sich dort angucken können, ist, wie ich vor 2 Stunden ein Spiel gespielt habe. Ja. Leider. Schade. Und ich mag das wirklich. Es gibt, ich bin wirklich totaler Fan von so First Impression, ja? Weil ich da etwas erlebe und die Leute können auch gleichzeitig fragen so und sagen, ey, hast du die Kiste da unten mal angeguckt? Und sage ich, wie Kisten kann man überhaupt angucken? Ja, geil und so. Ich mag das wirklich gerne. Und bei prerecordeten Videos hast du das halt nicht. Ne? Da merkst du manchmal hinterher erst, warum habe ich Idiot dann irgendwie die Taschenlampe nicht gleich eingeschaltet oder so? Oder es sind halt Kleinigkeiten. Abgesehen von dem extremen Zeitaufwand. Ne? Du spielst nicht nur irgendwie eine halbe Stunde, sondern dann schneidest du auch noch 2 Stunden und machst Sachen. Und das fehlt mir sehr auf der Quest. Deswegen wird die dieses Easy-Gefühl, was sie eigentlich hat, aufsetzen. VR, das fehlt dir komplett bei, ich möchte gerne der Welt das aufzeigen. Ja? Das ist ja eigentlich, was ich total lustig finde heute. Den Schwanz im Gesicht. Nein, das Mann, auch. Das finde ich nicht mehr lustig. Dass Mo derjenige war, der meinte, wir machen das heute mal ganz kurz. Ja, genau. Hat er vorhin geschrieben, also heute machen wir es mal ganz kurz und knapp, ja? Ich meine so, ja, okay. Und jetzt, voilà, längste Folge bisher. Längste Folge bisher, ja. Oh mein Gott. Ist, manchmal ist das so. Es ist halt so, man verquatscht sich halt ganz gerne mal. Du darfst halt nicht mit VR-Enthusiasten über VR reden. Dann das ist halt über Pimax. Also diese 3 Stunden Monolog von dir über Pimax, die waren echt. Ja. Das hier ist nämlich hier wirklich der deutsche VR-Cast von VR-Enthusiasten für VR-Enthusiasten. Ja, wir mögen VR tatsächlich. Wir lieben VR und deswegen merkt man das auch, glaube ich, ganz, ganz schön hier, diesen Podcast. Ich finde es nur okay. Darf ich vielleicht mal den Ben einladen, bei uns mitzumachen? Ja, klar, darfst du. Du weißt, wer gemeint ist. Ich weiß genau, wer gemeint ist. Den darfst du gerne mal einladen. Ganz gerne. Gerne wäre das so. Welchen Ben? Den Ben von Dings? Den von Dings, genau. Den Dingens-Ben. Den hätte ich auch gerne dabei. Ja, absolut. Der mag nämlich auch VR, habe ich festgestellt. Ja, total. Das ist interessant, ein interessanter Aspekt. Genau. Das ist immer wichtig. Ja. Aber ich finde tatsächlich auch die Idee, mal einen Flat-Gamer einzuladen, gar nicht so schlecht. Absolut. Das nächste Mal, Sebastian, wenn du bei der Experience jemanden hast, der ganz neu dabei war. Gerne. Lad den doch mal ein. Zumindest für ein paar Minuten oder ja, so. Ja, absolut. Gar nicht ewig. Genau. Das müssen wir schnell erledigen, solange es solche Leute noch gibt, wirklich. Ja, das bald. Ab Halbjahr 2020. Vor Half-Life. Rar gesehen. Flat Gamer wird es da kaum noch geben. Ja, genau. Ganz genau. Ja, wunderbar. Ich denke mal, das war eine sehr gute Überleitung zum Ende dieses Podcasts, des heutigen Podcasts. Ja, die wunderbare Überleitung, also eine Sendung der Überleitung heute. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht, die jetzt zugehört haben oder zugeschaut haben. Wenn ihr diesen Podcast auf iTunes oder Spotify gehört habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ein positives Review da lasst, damit noch mehr Leute diesen unglaublich sehr, sehr guten Podcast auch hören können. Ja, und das war's für diese Woche. Wir hören oder sehen uns wieder nächste Woche.
Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bye-bye. Jawohl, das war's für Nummer 8. Hat mir sehr gut gefallen heute. Ach ja. Nochmal ans Publikum, wir haben nicht vergessen, die Kamera abzuschalten. Das gehört so. Das gehört dazu, ja, das genau. Ist so. Also ich bin ehrlich gesagt so froh, dass das dann aufgehört hat zu pixeln am Anfang. Das war ja so schlimm. Das tat mir wirklich leid, Ich war echt schon total frustriert, ne? Weil man weiß nicht, woran es liegt und dann immer wieder. Und also ich habe dann einfach das Fenster mal auf meinen anderen Monitor gelegt und wieder zurückgetan und dann war es gut. Keine Ahnung, vielleicht bringt das ja was aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja nächstes Mal wieder da, aber das war ja jetzt gar nicht, oder? Ich habe jetzt so oft dann da drauf geguckt. Aber jetzt haben wir ja schon ein Handling, wenn Sebastian einmal das Bild bewegt, aber dann ist es wieder gut. Also ohne Quatsch. Ja, wirklich, das war jetzt die ganze Zeit gut. Dann mache ich es einmal vorher und fertig. Ja, cool, genau, der gute Alex. Machst du einmal vorher und dann bist du entspannt. Dann bin ich ein bisschen entspannter, ne? Aber der Schwanz im Gesicht, der steht ja ganz gut. Deshalb habe ich den auch als Profilbild inzwischen. Ach so, als Profilbild sogar. Ja. Ach cool. Meine Frau. Deine Frau ist nicht glücklich darüber, dass du immer die Schwänze im Gesicht hast. Nee, die war vorher schon. Ja, alles. Maike meint, sie muss gerade mit mir reden und Tipps geben, dass Niki aufgehört hat zu pixeln, als die ihre Skype-Leistung angewendet hat. Ich glaube, die war vorher schon. Die war vorher auch schon. Das war echt, ich habe einfach nur den ganzen Screen rüber geschoben zum zweiten und dann zum anderen Monitor. Naja, aber ich wollte jetzt auch vielleicht mal, finden wir irgendwann eine Lösung. Das ist auch eine gute Lösung. Ich kann das kurz mal rüberschieben, wenn das so bleibt. Das wäre auch wunderbar. Übrigens, der Repus da, der Gunnar Gerzen. Und alle Leute, Eckhardt auch mal, wunderbar. Ja, Gunnar, am Anfang war ich übelst verpixelt, also schlimmer als alle anderen Male. Also da war ja nur Pixel, außer ab und zu mal ein paar Sekunden normal. Das sah normal. Schon krass aus, das war echt nicht schön. Ja, und dann hat Sebastian das verschoben, ein bisschen, und dann war es okay. Dann war gut, ja, keine Ahnung. Aber ich fand Schwarz-Weiß mit diesem Geister-Effekt. Richtig stylisch. Das sah gut aus. Oh, ich habe dann einfach die Kamera dunkel gestellt. Ich gucke mir manchmal Sebastians Video an, meistens wie er so Hardware anguckt und dann kommt irgendwas, was so ein bisschen doof ist, ne? Und dann sagt er manchmal so, ja, und hier ist so der Akku, aber den brauchen wir eigentlich nicht. Und dann sagt er immer so, und dann sagt er immer so Sachen wie, oh ja. Oder so, okay. Ja, so ist es halt. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde. So, ja, das freut hier mich. Ist der Akku, ne? Und das Ding hier vorne, das ist auch totaler Quatsch. Oh ja. Cool, ja. Freut mich, dass ich dich hier heitern kann. Mann, das irgendein Hardware-Ding hast du mal gefühlt. Ich habe mich so schlapp gemacht die ganze Zeit, nur wegen diesen Bemerkungen. Entschuldige, das war die Kosmos. Das war die Kosmos. So, okay. Das ist die ganze Zeit so. Nur solche Bemerkungen. Weil ach ja, ich weiß jetzt. Das Akku, was dabei war, was man für die Kosmos nicht gebrauchen konnte. Ja, genau. Das sagst du immer so ganz trocken so, ja, kann man nicht gebrauchen. Ne? Ja. Aber dieses Naja, weißt du, das ist nur ein Naja, aber da steckt auch immer so viel Schmerz drin und Ignorierung, so absichtlich so, naja, mir ist schon so viel widerfahren, da macht das jetzt auch nicht mehr. Ich habe schon so viel im Leben gesehen, ja, also, da ist der Akku, für den ich umsonst jetzt Geld bezahlt habe, auch scheißegal. Du hast es da genau richtig rausgehört, Mo, ganz genau. Vielleicht kann ich damit ein paar Igel abwerfen, was soll's so. Immer gut auf Igel werfen geht. Nein, immer. Wirklich. Ah, du hast es ja perfekt rausgehört, den Weltschmerz. Naja. Ja. So, aber ich freue mich tatsächlich, dass wir eventuell ein Handling haben für das ewige Verpixeln. Ja, das ist wirklich besser, genau. Ich kann es auch verstehen, dass es Niki vollkommen auf den Keks geht, jedes Mal eine geile Show zu haben. Oh. Ja. Vor allen Dingen ist es auch so ungerecht. Ich würde es ja verstehen, wenn es manchmal bei dem einen, manchmal bei dem anderen ist, ne? Genau. Das ist einfach, man versteht es einfach nicht. Aber der Zitronenarzt hat es ja auch gehabt und dann wusste ich ja nicht, woran das liegen kann. Und das ist einfach nervig. Und vor allen Dingen, dann kommen hier Leute rein in den Stream und denken, was ist da los? Oder dass ich das bin und so. Und vor allen Dingen, sieht immer so aus. Tatsächlich sind ich glaube, jetzt locker 65% der Kommentare drehen sich ausschließlich um die Pixel.
Also nächstes Mal ein Pixel-Stream oder was? Oh, keine Ahnung. Ja, nächstes Mal Tricks, Sebastian, wieder, dann passt das. Ja. Genau. Aber hier, der Eckerhard, der hat eine Frage an die Niki. Gefällt's dir eigentlich mit den dollen Jungs? Und ich habe geantwortet, meistens ja. Oh ja, ach ja, na gut. Also wenn wir mal richtig zweideutig eskalieren, wir müssen das an Dora einladen. Nee, aber nochmal so, mir gefällt es sehr gut, ich hatte noch geschrieben und ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ja klar, wir freuen uns auch, dass du dabei sein darfst, dass wir alle dabei sein dürfen. Aber guck mal, hier der Tino schreibt gerade, Kosmos ohne Überkreuzen funktioniert. Ja. Mittlerweile. Ja gut, dann spiele ich halt demnächst einfach mal ohne Überkreuzen den Shooter. Ja? Ja, Tino, du hast recht. Hallo Tino übrigens, schön, dass du hier bist. Habe ich mal in echt getroffen, den Tino. Und ja, aber das bringt ja nichts, wenn man die nicht überkreuzen darf, die Controller. Das ist etwas, was ich zum Beispiel mich auch interessieren würde, ob es jetzt kontinuierlich Updates gibt, ob sich da was verbessert mit der Zeit. Es gibt Updates und ich teste die Updates auch und dann sind die aber momentan bis jetzt immer noch Schrott. Okay. Ja. Wenn sich da also was tun würde. Du sagst Bescheid, wenn es läuft. Wenn es wirklich perfekt laufen sollte, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Und wenn es nicht, wenn ihr kein Video dazu hört, seht, dann heißt es, die sind immer noch schlecht. Die sind immer noch einfach nur schlecht. Ich habe ganz vergessen, im Podcast Werbung für den tollen VR-Brillen-Kaufberatungstext für die GameStar zu machen. Oh ja, erzähl das mal. Das ist jetzt. GameStar hat eine Kaufberatung für VR-Brillen und ich habe sie geschrieben. Daher kann ich mich dafür verbürgen, dass sie nicht doof ist. Das war ja schon bei uns im Discord, hat jemand geschrieben, oh, GameStar schreibt so einen Artikel und waren schon total verwundert und dann irgendwie auch, ja, der kam vom Dort. Ne, nur dann. Ja, dann. Das wissen die. Das dann wissen steht das für Leute, Qualität. Dann so, ja, genau. Wir müssen nochmal einen Daumen-Countdown machen, Leute. Das müssen wir hier viel mehr pflegen. Stimmt. Daumen? Ja, Daumen haben wir nicht am Start, ja. Aber ich finde, mehr Daumen. Ja, wir haben noch 168 Leute und wir haben noch nicht mal 100 Daumen, oder was? Ja, ich habe gerade geschrieben, die 100 Daumen. Doch 103 haben wir, aber davon sind 4 negativ. Das ist in Ordnung. Ach so, das ist in Ordnung, das ist auch eine Wertung. Aber ich finde das schön, wenn ich tatsächlich so ein bisschen Background einbringen kann und eben auch bei so einem größeren Magazin das reinbringen kann. Das ist super. Die sich eben, muss da rein, das muss einfach. Weil ich ja verstehe, dass in der Redaktion nicht überall VR-Freaks rumsitzen können. Wir sind halt nun mal wenig. Mhm. Stimmt. Aber komisch ist das schon, ne? Also eigentlich müsste es, finde ich, in jedem Spielmagazin rein theoretisch noch ein, zwei Typen geben, die sich für mehr interessieren als einfach nur das nächste Far Cry. Für mehr das finde ich auch vielleicht schon, aber das eben nicht so intensiv machen, weil es nicht zu ihren Standard-Hobbys gehört. Ich meine, ganz ehrlich, bei Steam haben 1% der Nutzer VR. Wenn 1% aller Redakteure VR haben, dann bin ich da schon ein ganz guter Schnitt in Deutschland. Ja. Das stimmt. Und Jan Keno. Ja, aber generell, ja. Wenn sich jemand für Gaming interessiert, ja, und auch über einen längeren Zeitraum dafür interessiert, das ist ja normal, dass Leute sich dann auch für Technik interessieren, weil es ist ja auch schon so, dass man dann für bessere Spiele auch bessere PCs braucht und so weiter und das ist ja schon immer so gewesen und VR ist für mich einfach der nächste Schritt, aber dass da dann so ein Desinteresse ist, das verstehe ich einfach nicht. Es wird sich alles ändern. Es wird sich aber wirklich mit Half-Life Alyx ändern. Vielen Dank, Luzi. Vielen Dank, Luzi. 5 Euro, auf dass die Kosmos mal mehr taugt als zum Trinken. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Und ablecken. Genau. Wir hatten gerade eine Frage. Und zwar hatten wir gerade eine Frage von Haag2314. Frage: Welches sollte mein erstes PC-VR-Spiel sein? Lone Echo vielleicht? Lone Echo wäre ein klassisches Spiel auf jeden Fall. Aber du kannst auch spielen Stormland zum Beispiel. Also ich würde sagen sogar Stormland, weil es so gut ist. Oder auch es kommt darauf an, was du gerne spielst. Ich wollte gerade sagen, Leute, wenn du das erste Mal VR spielst, bitte kein Stormland. Also ich würde als erstes, hast du schon mit der PSVR gespielt oder VR-Erfahrung oder bist du ganz neu in VR-Haag? Das ist nämlich die Frage, ja. Das ist eine gute Frage, das ist eine super Frage. Habe ich schon erwähnt, dass ich gerade einen Artikel schreibe mit den besten Spielen für VR-Einsteiger? Der ist nur leider noch nicht fertig und ich habe auch noch nicht alle ausgewählt.
Ich finde ja Beat Saber zum Einstieg ganz gut, wenn man so ein super bisschen auf sich geht. Tatsächlich, das Schlimmste, was man machen kann, ist vielen Dank, Anfänger, etwas zu spielen, dass das, was weiß ich, künstliche Bewegung oder so beinhaltet. Das ist für jeden beim ersten Mal eine ziemlich krasse Herausforderung. Im besten Fall erstmal Sachen ausprobieren, wo man selber mit seinem Körper was macht. Hier dieses The Lab von Valve, das ist so eine super tolle Geschichte, oder? Das ist eine super Geschichte, ganz genau. Und was ich jetzt den Leuten zeige und was ein großer Knüller ist, das ist der Knüller schlechthin, Richie's Plank Experience. Die Leute haben so einen Spaß. Das ist so witzig, wie da manche Leute da wirklich umstürzen. Ja, also Haag schreibt gerade, hat Erfahrung, Quest und PS4. Quest und PS4, ja, dann. Ja, Stormland. Stormland, Lone Echo ist super. Oder du zockst Onward mit uns mit. Nein, mach das nicht. Doch, mach das. Genau, Tino Riedel, gebe ich dir absolut recht. First Contact ist super. Gerade für Leute, die noch niemals VR gespielt haben. Ich zeige den First Contact auf der Quest und sie lieben es. Richie's Plank Experience. Es ist so lustig. Die Leute trauen sich nicht auf diese Holzlatte drauf. Und die ist ja nicht wirklich da. Das ist der Wahnsinn. Und ich sage dir nochmal, Leute. Wenn du die hinlegst. Wenn du wirklich eine Holzlatte hinlegst, das habe ich mir heute auch überlegt. Die trauen sich nämlich nicht wieder runter. Das kannst du machen. Also der Latte, das ist total einfach. Die kannst du ja mit den Controllern vermessen. Und dann hat es wirklich die Breite und die Länge. Und das kommt 1:1 rüber. Und dann legt er noch irgendwie ein Stück Stoff oder irgendwas Weiches drunter, dass sie noch so ein bisschen Bewegung hat. Das ist echt cool. Wo kriegt die Latte denn her? Aber pass auf, dass die Leute nicht... Baumarkt, wo du Rohre kriegst. Ach, da. Die gibt es im Baumarkt. Da kann man auch Rohre kaufen. Und Kabelbinder, Sebastian. Kabelbinder. Ach so. Entschuldigung. Wenn du mal einen Klugscheißer dabei hast, den du nicht magst, ne, dann nimmst du die Latte und legst sie aus dem Fenster raus und lässt ihn dann spielen. Das oder ist super immersiv. Sagst, so, jetzt springen. Hey, aber Niki, das ist eine geniale Idee, dass man es noch so ein bisschen so macht, dass die sich noch bewegt. Was soll man drunter legen unter die Latte? Na, ein Stück Stoff oder irgendwas ein bisschen zusammenfalten und dann gibt das ja minimal nach. Legt man die Latte wirklich irgendwie so auf zwei Ziegelsteine oder so? Das ist fantastisch. Oh, wenn die dann wegrutschen, die Steine oder so. Aber man muss wirklich aufpassen, manche Leute, also jetzt komplette Anfänger, sobald die da drunter fallen, die fangen sich dann an, so nach vorne zu krümmen und stürzen dann wirklich auf das Headset drauf. Ey, das wollte ich ja natürlich nicht gerne. Naja, also da musst du wirklich das aufpassen. Das fördert die Headset-Verkäufe. Bloß ein gut gemeinter Tipp. Ja, stimmt. Genau. Ich hatte auch schon mal eine Dame, die war dann mit der Quest mitten auf der Latte drauf. Und die wollte dann so schnell zurück in den Fahrstuhl, dass sie mit vollem Karacho gegen die Wand gelaufen ist. Oh nein! Ja, das finden wir jetzt lustig, aber in dem Moment dachte ich mir so, oh, die Arme. Das ist nicht lustig, weil wenn für jemanden, der neu ist und dann noch so eine Extremsituation, sage ich mal, dann kann das schon mal passieren, dass man dann einfach losrennt oder dass dann nicht mehr so ganz realisiert, dass es nicht echt ist. Sie hat ja schon realisiert, dass sie nicht wirklich auf dieser Latte drauf stand, aber sie wollte halt super schnell runter. Sie wollte halt super schnell wieder in den Fahrstuhl rein. Und dann war da dann in Wirklichkeit an die Wand. Hast du da ein Video davon? Nein, das würde ich auch noch nicht veröffentlichen wollen. Genau. Keiner mehr zu Sebastian, was alle aufgenommen werden bei ihren peinlichsten Momenten. Nein, genau. Aber die meisten. Wenn die Jungs mal wieder Pornos gucken wollen. Ich habe hier gerade im Chat so ein bisschen gelesen, hier schreiben Leute über Paranormal Activity. Das ist auch ein sehr, 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 sehr geiles Spiel. Also, das ist schon relativ alt, sage ich mal, aber da habe ich mich auch damals wirklich sehr drauf gefreut. Und ich mir nicht jetzt. Ich finde es immer noch, dass es das beste Horror-Game ist. Wäre Kobold länger, könnte das Beste sein. Nur Paranormal Activity hat eine, sage ich mal, eine akzeptable Länge vom Spiel her und es ist auch von der Atmosphäre her sehr gut. Aber das sprechen die armen Leute, die Resident Evil 7 nicht in VR spielen konnten. Ne? Resident Evil. Ich habe es, aber ich habe es noch nicht gespielt. Also das ist, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Alter, da kackst du dich ein, sagt der Magic Gude. Hi, Magic Gude. Ja, erschrecken, wenn diese Frau da, diese Leiter da runterkommt, ja, aber. Niki, ich hatte
die komplette Zeit am kompletten Körper Gänsehaut. Das ist so schön. Ich habe mich noch nie so geängstigt in meinem Leben. Ich hatte einmal Gänsehaut und das war bei Kobold, wo ich dann ja durch dieses Portal da gegangen bin und dann in dieser Höhle war und das war einfach so richtig schöner, prickelnder Moment, auch wegen den Soundeffekten. Das war so schön, ey, das einfach so, mir hat's gefallen. Also ich habe es lieber, wenn es aus anderen Gründen prickelt, dass es mir Spaß macht, ja, also. Das macht Spaß. Ja, okay, dir, aber mir jetzt nicht so. Angst zu haben ist doch blöd eigentlich. Ja, man hat ja keine Angst, das ist einfach bloß so diese Herausforderung. Ja, gut. Doch, man hat Angst. Fürchterliche, beißende, beklemmende, riechende Angst. Ja, vor was? Riechende. Hast du Angst davor, dich zu erschrecken? Oder dass zum Beispiel, ja, genau. Ach, das ist alles was. Nicht für mich. Wir haben jetzt die Woche Contractors gespielt. Ich habe mich so oft erschrocken. Warum denn bei Contractors? Weil ich so schreckhaft bin. Ach so. Immer wenn dich einer erwischt, oder wie? Gibt's da auch Fledermäuse? Nee, Fledermäuse gibt's da nicht. Das wär's. Also, es gibt auch Spiele, da kommen zwei Fledermäuse. Genau, hintereinander. Ja, hintereinander. Genau, ne? Ah, herrlich. Who let the dogs out? Sehr schön. Sehr schön. Aber wisst ihr, was ich gerade merke? Nee. Wenn wir hier fertig sind, werde ich mir tatsächlich die Quest nochmal schlappen und nochmal eine Runde Deathlab spielen. Das bringt verdammt viel Spaß. Wirklich? Oh Mann, ich werde es auch mal ausprobieren. Ja, das ist so eins von diesen Spielen, das hätte ich gar nicht auf dem Zeiger. Dann haben ein paar Leute darüber geredet, ich hatte es mir angeschaut und gemerkt, ui. Nicht schlecht. Das Turing Cards oder wie die Dinger hießen, das war alles so nicht so meins. Aber das ist... Ach so, ich hab noch eine Frage an die Zuschauer. Wer von euch spielt Nostos? Das ist ja jetzt rausgekommen. Erzähl uns ein bisschen mehr von Nostos, bitte. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es gibt gespielt. Einige Leute, die das spielen und gestern auch mehrere Stunden gespielt haben. Ist das nicht so ein MMO oder was ja, ist das? Ja. Und das hat ja bei Steam ultra schlechte Bewertungen. Also das ist richtig heftig. Ich kann ja noch mal gucken. Ich habe da gestern mal reingeguckt und das hat mich ehrlich gesagt schockiert. Also ich glaube, diese Bewertungen zerstören das Spiel. Echt so schlimm? Also ganz schlimm. Ja, warte mal. Ich guck mal. Aber das war doch abzusehen, oder? Weil irgendwie wurde es jahrelang ein Hype aufgebaut. Ja. Und dann ist es auch nicht ganz schlecht, oder? Und jetzt ist es wirklich wieder nur ein Aber Fleisch. Die Leute, die es zocken, die finden es gar nicht so schlecht. Also es hat jetzt 432 Reviews und größtenteils negativ. 38% der 432 Nutzer-Reviews für dieses Spiel sind positiv. Also gestern, glaube ich, waren es nur 33% und heute sind schon 38%. Ja. Ja, vor allen Dingen, also ich habe ja das Spiel schon letztes Jahr auf der Gamescom ausprobiert. Und was sagen die Leute, warum das nicht so gut sein soll? Ja. Da kam eigentlich nichts. Aber nur Scheiße. Gesagt haben, dass es Scheiße ist. Nee, ich bin dann auch mal in den Channel gegangen. Ich habe ja dafür extra Channels angelegt, dass die sich da austauschen können und so. Und dann bin ich ja mal rein, habe gefragt, wie ist es so? Ist es wirklich so schlecht, wie Steam sagt? Und dann kam einfach bloß, na ja, guck mal, wir spielen das ja schon 2 Stunden. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das ja wirklich so schlecht ist oder ob diese Bewertungen gerechtfertigt sind. Man ist halt noch nicht fertig, sagt der Magic Gude. Also ist noch nicht fertig, ne? Ja. Ja, aber ich stelle mir dieses Potenzial von einem richtigen World of Warcraft-ähnlichen Spiel auf einer Brille wie der Quest gerade mal vor. Ja, unglaublich groß. Also ich hätte ja gedacht, dass das Spiel, dass man das vielleicht mit Orbus vergleichen kann, eben nur mit schönerer Optik, sage ich mal. Ja, aber schöner ist ja irgendwie nicht, oder? Ich finde, es sieht hübsch aus. Echt? An sich so. Demo muss mal gucken und beurteilen. So. Warte mal, jetzt muss ich mal hier. Ich habe bisher echt nur Videos und Screenshots gesehen. Das weiß ich auch nicht. Also, aber was ich weiß, ist, wie gesagt, sie bauen jetzt seit langer, langer Zeit eine Erwartung auf. Manchmal, wenn du die dann nicht erfüllen kannst, ist halt auch schlecht, ne? Das ist ganz oft so. Also ich hätte da wirklich auch mehr erwartet, dass das. Ja, aber hier im Chat sagen sie auch, es wird noch gut wahrscheinlich. Und
Magic Gute sagt, nein, ja, ist nicht schlecht, es hat nur technische Schwierigkeiten momentan. Mhm. Und für 16 Euro ist es nicht verkehrt, sagt der Dark Freelancer. Nee. Ja, also ja, vielleicht müssen wir ja, ein bisschen das, abwarten. Das, ne? das sind so die Meinungen. Aber warum, dass das Spiel, davon wird ja schon so lange gesprochen, warum haben die nicht einfach noch ein bisschen gewartet und das optimiert? Weil diese klar, negativen Bewertungen natürlich, das immer ärgerlich. Los stimmt. Und das ist jetzt wirklich schwierig, wieder das Problem, was wir ja auch schon letztens besprochen haben. Diese negativen Bewertungen, was ja zum jetzt Beispiel da auch Sie bei Hellsplit war. Ja, und das, ja das kann alles gut möglich sein, aber durch sowas werden die Spiele zerstört. Da zerstören die sich selber. Hast aber du recht, auf der anderen, aber auf der anderen Seite ist es ja wieder so, vielleicht brauchen die einfach das Geld, weil es ein kleines Entwicklerstudio ist. Das ist einfach wirklich dieser Teufelskreis. Mhm. Wenn du das Büro verlierst oder die Miete nicht mehr zahlen kannst, oder, ne, dann ist halt scheiße. Aber ja, aber werden die jetzt jemals das Geld reinkriegen? Das ist jetzt wieder wirklich so ein typisches Beispiel. Ja, wenn sie es schaffen, tatsächlich mit Inhalten und Optimierungen, da so ein bisschen die Leute zu überzeugen, dann kann sich sowas ganz schnell viral machen, weil die Leute spielen sowas ja, weil sie sich miteinander irgendwie was erleben wollen. Und sowas geht ja ganz schnell in Gruppen. Und wir haben alle gesehen, was, wie sowas abgehen kann, viral. Stimmt. Bei Hellsplit war es ja auch genauso, dass am Anfang die negativen Bewertungen da waren und dann hat der dort das mal gespielt und dann wurde es richtig viral. Wir haben tatsächlich, ich finde das so geil, die Community hat es selber gespielt, hat ihre Meinung dann dazu geschrieben und es war gar nicht viel nötig, so ein bisschen, hey, das umzudrehen, das ist ein tolles Spiel, guckt euch das an. Was zu schreiben in diversen Discords, zu sagen, hey, kommentiert doch einfach mal, wie ihr es findet. Hat ja keiner gesagt, ihr müsst da jetzt unbedingt positiv kommentieren, wenn ihr Scheiße findet, sondern die Leute haben einfach nur ihre Meinung geschrieben, die sie sonst nicht geschrieben hätten, weil sie halt generell nie irgendwelche Reviews schreiben. Ja, man schreibt eher, wenn irgendwas negativ ist. Das stimmt, ja. Es ist aber ja auch normal, ganz ehrlich. Ja. Der Mensch musste doch schon seit Anfang an immer eher vor Gefahren weglaufen und hat eher ein Auge für die negativen Sachen, die bleiben im Kopf. Aber ob jetzt die Beere da links süßer als die andere war, das erinnert man sich in 5 Jahren dann nicht mehr. Aber vor dem Säbelzahntiger weglaufen, das war gefährlich. Katze, lass meinen Computer in Ruhe. Die sitzt auf der Tastatur. Der Säbelzahntiger auf der Tastatur. Ja. Der Kleine. Nee, aber ne, es hat tatsächlich geholfen, einmal einen kurzen Aufruf zu starten und die Leute zu animieren, das Spiel zu spielen. Und dann kam ein paar und haben was geschrieben. Und dann haben sie es noch mehr gekauft und haben es gespielt. Und gemerkt, ist gar nicht so schlecht. Und irgendwann ist dann die Stimmung gekippt ins Positive. Das kann man schaffen. Na klar. Dafür muss das Spiel an und für sich auch schon gut sein. Ja, natürlich. Und das Spiel, nicht bei Scheißspielen. Ja, genau. Das Spiel war definitiv, das ist ein definitiv gutes Spiel. Also mein erster Eindruck, ich habe das gestartet und ich dachte, wow, sieht das geil aus. Das hat leider immer noch die hohen Grafikeinstellungen nicht wiedergekriegt, aber die wurden mir für eins der nächsten Updates versprochen. Also, das war wirklich auch so dieser Wow-Effekt, genauso wie bei Shadow Legends. Das haben wir heute gar nicht angesprochen, leider. Schade. Das kommt nämlich demnächst raus für die PlayStation VR. Ja, also das ist ein Spiel, was sich definitiv lohnt. Ich habe das gespielt und es ist wunderschön. Es sieht einfach so toll aus und was man da alles machen kann. Also da war ich echt begeistert davon. Und da habe ich erstmal so gedacht, wow, so geil kann VR aussehen. Und ja, das war gut. Wirklich sehr. Und dann kam irgendwann Asgard's Wrath und hat nochmal einen draufgelegt. Ja. So grafisch. Ich hätte mir unseren Shadow Legend wirklich mit der Grafik von Asgard's Wrath gewünscht, nochmal einen obendrauf, so noch cooler. Aber das ist ja schon älter, warte mal, wann kam denn das? Aber ist man weiß halt ein Indie, ja, ne? Also. Ja, nee, logisch, ist klar, ich weiß, dass es Wünsche sind, die kein Mensch erfüllen wird, aber kann, aber, ne, ich versteh's. Aber das ist halt leider mal das Problem, ne? Shadow Legend, das ist jetzt gerade für die Hälfte bei Steam für 10,49 Euro und das Spiel lohnt sich definitiv. Dafür kann man es kaufen, locker. Ja. Was ist denn das Gute an dem Spiel? Das Gute an dem Spiel, erstmal wie es aussieht. Diese ganze Optik, diese vielen Details sind gut. Okay. Also sind sehr, sehr gut. An ja, MRTV sehr, sehr gut. Das ist so ein Ding, wo viele Entwickler später eben wirklich noch mehr Wert drauf legen müssen, dass eben die Details stimmen, dass man vieles anfassen und benutzen kann und nicht einfach nur die Hände durchgreifen oder so. Ja. Das fehlt mir noch zu oft. Dann hatte ich wirklich so
diesen Wow-Moment, sage ich mal, dass man dort alles anfassen konnte und diese Gegenstände in die Hand nehmen. Was? Es ist heute so ein Tag, weißt du. Heute ist wieder einer der Tage. Heute, ja, das sind öfter mal solche Tage, ne? Ja, sonntags um 8 Uhr. Wir haben erst 8 Podcast-Folgen, wo wir zweideutige Dinge gesagt haben. Wirklich. Ja. Ach so, das ist ja noch gar nicht so viel. Ja. Nee, aber was mich dann auch so fasziniert hat, wirklich dieser Moment, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt hier, wo man die sich so eine Eisenbarren oder irgendwas herstellen kann, um zu schmieden, dann musste man die wirklich so eine Brocken ins Feuer werfen. Dort sind die geschmolzen und dann mit einer Zange raus. Und man hatte diese Zange in der Hand und musste wirklich diese Bewegung zusammen machen, dann dieses Teil in so eine Presse einlegen, die Presse mit der Hand runterdrücken, wirklich dahin fassen. Und der also Moment, für Feuer gemacht. Ja, und dann habe ich diese Zange auf den Ofenrand, also es war wirklich so wie so eine Feuerstelle, gelegt, aber nicht richtig. Und dann ist die Zange nach vorne gekippt. Cool. In dieses Feuer rein, ja, und dann wollte ich die Zange wieder rausnehmen. Was ist passiert? Ich habe mir die Hände verbrannt. Ja, das macht Sinn. Cool. Und dann, ja, dann habe ich die Zange fallen lassen und dann wirklich die Hände so in kaltes Wasser rein und so. Aber man konnte die Zange ja auch richtig ranlegen oder neben den Ofen stellen und so. Und das hat funktioniert. Oder an so einen Schleifstein gehen und das Schwert dort schärfen und so. Und das hat mir schon. Ja, das sind Sachen, die erwarten wir in 3-4 Jahren als Basis. Ja. Da wirst du Rollenspiel nicht mehr akzeptieren, wenn das nicht geht. Daher rechne ich dem Spiel das wirklich hoch an, dass es das eines der ersten war, die da wirklich überzeugend rüberkam. Ja, und das hat mich so sehr fasziniert an dem Spiel, wo ich dann dachte, das kann man in VR alles machen und davon braucht man mehr. Und das kostet jetzt nur 10 Euro und bald auch auf der PlayStation VR erhältlich, liebe Leute. Da bin ich gespannt, wie die Grafik aussieht. Also sollte Moda einen Kiefer kriegen, wäre ich echt gespannt auf so eine Grafikanalyse. Die mag ich nämlich immer noch. Ich kriege einen. Ich bin mit dem Entwickler immer in Kontakt. Ich hab ja auch die PC-Version mal getestet, habe ein kleines Video drüber gemacht. Hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist halt kein Skyrim, also kein Open-World-Ding. Es ist relativ linear. Aber alles, was man macht, ist tatsächlich irgendwie ganz, ganz liebevoll. So. Das hat mir auch gefallen. Ja, und da bin ich gerade gespannt, weil es eben doch eben viel Physik hat und grafisch ja auch nicht schlecht war, wie sie das eben auf der PS4 schaffen dann. Geht es da um Quests oder was muss man da machen? Oder mehr um Action? Ein klassisches Rollenspiel. Okay. Nur halt ohne Open World, sondern wirklich mehr hier, da hast du deinen Schlosshof und erledigst dann Dinge. Und okay. Genau, du bist eigentlich immer in einem großen Area, wo du nach und nach Fetch-Quests, bla bla. Du so. kannst irgendwie, was weiß ich, eine Geheimtür finden, dann kommst du wieder weiter und dann sind auch Wächter, Gegner, so Skelette manchmal, die kannst du mit Bogen abschießen oder mit einem Schwert hauen. Hört sich ganz cool an eigentlich. Ich habe da auch so ein Video gemacht und alle anderen bestimmt auch. Außer dir halt. Ja, außer mir, genau. Ich habe es nicht gemacht. Wir müssen vielleicht mal wieder Plauderplay irgendwann. Hast du nicht gemacht, Ich hab's nicht gemacht. Naja. Sebastian, wir machen Plauderplay. Du spielst dieses Spiel und ich laber dazu. Ja, ich bin dafür. Ich bin dafür zu haben. Das mache ich dir. Für ein Plauderplay. Ja, du machst es mir. Das wäre gut. Wir sollten aufhören, Leute. Ja, ich denke auch. Naja. Und jetzt müssen eh alle Deathlab spielen, weil wir offenbar genug Werbung gemacht haben. Aber das ist echt gut. Ja, ich... Man muss das erstmal mit dem Schilden und dem Sliden. Ich bin am Anfang immer abgeschossen worden, weil ich dachte, die Katze, zeig die mal. Ja, das ist keine Tierquälerei, die mag das. Die mag das. Die willst doch. Die mag das. Nee, die will nicht. Die ist kamerascheu, die nimmt da Geld für. Seitdem sie weiß, dass sie berühmt ist, ist die echt ziemlich berühmt. Ja, die ist berühmt. Aber. Seit dem Tag, wo die vom Tisch gestürzt ist, ist die berühmt. Das war so witzig, auf einmal... Also, die Katze ist vom Tisch gefallen. Neulich habe ich mich gewundert, wo die Katze hin ist und was es für komische Geräusche gibt. Und da hinten in diesem Schrank, die oberste Tür stand offen, hat die Katze die Tür aufgemacht, von hinten mit dem Kopf gegengedrückt, ist dann von vorne in diese Schublade rein und hat sich drin zusammengerollt. Wow. Das ist ja mein Ding. Ja, ich sollte das Katzengras mal verstehen. Gunnar Gerzen fragt, hast du genug Platz am Samstag für die Party? Ja, jetzt, also ich denke mal jetzt, dass es nicht so voll wird, aber eine gemütliche Party mit ein paar netten Leuten und Bier, das reicht doch. 500-600 Leute haben sie ja schon. Ja, also das geht auch.
Ja, Gunnar, kommst du denn? Würde mich total freuen, wenn du kommst. Also nach Dortmund. Ihr könnt auch alle schlafen in der VR MRTV Experience. Ein Sofa hat er. Könnt ihr alle übernachten. Ja, klar. Eingekuschelt in eine Pimax. Das Sofa braucht er ja für seine Bewerbungsgespräche. Genau. Die Couch. Gute Idee. Ja gut, ich denke mal, jetzt ist das... Hat diesen Pornodreh gekriegt. Ich glaube, das Niveau ist jetzt auf einem unglaublichen tiefen Niveau angekommen, dass wir jetzt mal auf... Was das Video gemacht hat, nicht ich. Das war aber kein tiefes Niveau, das Video. Das war eine Dokumentation, eine sehr interessante Dokumentation. Ja, ich lese den Paper auch immer wegen der wissenschaftlichen Fachartikel. Ja, genau. Ganz genau. Ja, mein Lieben, wollen wir mal einen Schluss machen, einen Schlussstrich ziehen hier? Ja. Das ist sinnvoll. Ja? Das ist sinnvoll. Ja, okay. Ja, schön, dass ihr dabei wart hier, auch bis jetzt noch. Macht's gut, bis bald. Da ist die Kamera. Tschüss. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Genau. Tschüss. Also, ciao. Und nicht vergessen, nächsten Samstag auf die Party kommen hier, ne? Ganz wichtig. Ach, bist du noch live? Ich bin noch live. Wir wollten gerade anfangen zu lästern. Nee, ich wollte gerade blöde Bewegungen machen, aber das kann ich auch machen, wenn wir live sind. Das können wir ruhig machen. Tschüss. Tschüss.